Bestseller, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu einem Special bei Hoaxilla. Und wie immer bin ich sehr froh darüber, dass meine wunderbare Ehefrau bei mir ist, die Hoax Mistress Alexa. Auch in dieser schweren Stunde, in der wir so viele Fragen zu beantworten haben. Nein, Quatsch. Das wird richtig nett heute. Wir freuen uns darauf, weil ihr uns so tolle Fragen geschickt habt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass bei mir wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster ist. Wir haben fast oder um die 50 Fragen eingesendet bekommen. Damit haben wir gar nicht selber gerechnet, dass es so viel ist. Insofern nehmt euch ein Getränk zur Hand, entspannt ein bisschen, weil das könnte ein bisschen dauern, was wir heute hier machen. Damit das ein wenig strukturiert ist und man nicht ganz den Überblick verliert, haben wir Kategorien gebildet, die wir beantworten wollen. Wir wollen gleich zu Beginn etwas zum Neuschwabenland-Buch sagen. Da gab es einige Fragen, dann etwas zu einem Nebenprojekt von mir, dem Psychotalk, weil ein paar Fragen kommen, und würden dann die Themenbereiche Nerdkram, so habe ich das mal genannt, streifen. Dann werden wir vielleicht etwas über Verschwörungsmythen im Allgemeinen, was wir gefragt worden sind, beantworten, daran anschließend eventuell Umgang mit Anfeindungen. Dann gab es eine ganze Reihe von privaten Fragen, auch denen wollen wir uns stellen. Dann eher zum Ende hin wollen wir mal ein paar Fragen zum Thema Produktion beantworten, weil wir das häufiger gefragt worden sind. Und dann gibt es noch so eine Kategorie Sonstiges. Da gab es noch ein, zwei Fragen, und insgesamt gab es dann noch so ein, zwei thematische Fragen. Wir gucken mal, wo wir das einfließen lassen. Also wir haben so verschiedene Kategorien. Wir gucken mal, wie wir es beantworten, und ihr könnt dann in die Kapitelmarken eventuell reinschauen und wisst, wo wir uns gerade befinden. Mhm. Beginnen wollen wir vielleicht mit einem Thema, das jetzt hier zweimal gefragt worden ist. Einmal vom Onkel 8028. Bitte seht es mir nach, dass ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin, welche sozialen Netzwerke das waren, weil wir haben auf Twitter gefragt, wir haben auf Instagram gefragt, wir haben auf Facebook gefragt. Also insofern, ich glaube, Onkel 8028 weiß ich noch, das ist Twitter, und der Next Carter, das war auch auf Twitter, die beide gefragt haben, wann denn das neue Schwabenland-Buch kommt. Und der Onkel 8028 hat dann noch gefragt, ob es auch als Hörbuch kommt. So als Gag eventuell gemeint. Also, das neue Schwabenland-Buch ist ein Projekt, das wir vor langer Zeit gecrowdfundet haben. So 13, 14 war das schon. Mhm. Also da, ja, das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Es ist nicht tot, das Projekt. Wir haben, und da sind ja nicht nur wir involviert, sondern auch Sebastian Bartuschek ist da mit involviert. Wir haben recherchiert, wir haben Quellenlagen geprüft, wir haben auch schon Fragmente des Manuskripts geschrieben. Ja, und wir haben vor allen Dingen auch aus der Leser/Hörerschaft super tolle, interessante Quellen zugesandt bekommen seinerzeit. Ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Auf jeden Fall war das ein Projekt, wo ich wirklich überrascht war, wie viel Material da in relativ kurzer Zeit zusammengekommen ist. Es ist so beim Neuschwabenland-Buch, das ist ein Thema, was mir wirklich auch sehr unter den Nägeln brennt, was mir auch sehr am Herzen liegt. Das Problem ist eben, dass bei uns allen eigentlich so ein bisschen das Leben dazwischen gekommen ist. Also wir haben dieses Projekt immer natürlich irgendwie weiter verfolgt. Wie du gerade sagtest, es gibt ja auch schon Teile des Manuskriptes. Es ist tatsächlich so, das ist etwas, das haben wir auch dann erst hinterher gemerkt, was man wirklich sehr, sehr langfristig, sehr, sehr gründlich aufbereiten muss, weil wir uns da auch thematisch, also das Inhaltsverzeichnis, wenn man sich das mal anguckt, das Geplante, ist thematisch auch noch ein bisschen weiter gefasst als der bloße Neuschwabenland. Zyklus, Mythos, wenn man so will. Also wir haben uns da wirklich viel vorgenommen, und wir wollen da was Vernünftiges abliefern. Leider ist in den letzten Jahren halt auch oft bei uns was dazwischen gekommen. Also wie du sagtest, das Projekt ist nicht tot. Wir verfolgen es definitiv. Es wird nur wirklich Zeit brauchen. Und da sind dann natürlich dann hinterher auch für die, vor allen Dingen, die uns gecrowdfundet haben, bestimmte organisatorische Dinge zu beachten. Also wir haben eure Daten. Vielleicht ganz kurz dazu, und Sebastian hat eine Datenbank mit allen Namen, die uns unterstützt haben, und es wird dann irgendwann, wenn es absehbar wird, dass wir auch mal was liefern, wir planen unter Umständen auch mal einzelne Kapitel, wenn sie denn wirklich so sind, dass wir sagen, wir sind jetzt damit zufrieden, an die Crowdfunder vielleicht vorab schon mal zu verschicken. Spätestens dann wird es Aufrufe geben, und zwar in unseren sozialen Netzwerken über Hoaxilla, über die Neuschwabenland-Seite, als auch über die Medien von Sebastian Bartuschek. Und wer dann sagt, ich habe das gecrowdfundet und ich bin umgezogen oder ich habe meine E-Mail-Adresse nicht mehr, der kann uns anfunken.
verlinken. Wir können das verifizieren, weil wir alle ursprünglichen Crowdfunder noch gelistet haben. Und wir wollen einfach nur sagen, du hast gesagt, das Leben kam dazwischen. Ich habe einen Job gewechselt, was mit, ich sag das nochmal, Anfang 40 in die Forschung zu gehen, das war gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe jetzt auch in 3 Jahren, kann ich jetzt langsam meine Promotion auch einreichen. Aber tatsächlich hat das dann plötzlich so viel Raum eingenommen und so viel Energie gekostet, neben vielen anderen Dingen, die waren, dass ich ein bisschen gebremst war. Bei Sebastian war es die Selbstständigkeit, sein Institut. Er hat mehrere Angestellte, da ist er Chef und zeichnet Verantwortung. Auch da war er massiv beruflich eingebunden. Und klar poste ich auch mal ein Bild, wenn ich mal irgendwie was aus Lego gebaut habe oder so, das wird nachher im Nerdkram nochmal Thema sein. Und natürlich, wenn ich etwas unterstützt habe, kann ich dann noch davor sitzen und sagen, ich ärgere mich jetzt, weil der Typ baut da irgendwelche Lego-Modelle und schreibt nicht an dem Buch, aber ich bin auch ein Mensch oder wir sind auch Menschen. Wir müssen auch gucken, dass wir nicht wahnsinnig werden. Und Huxilla ist mal aus einem Burnout entstanden. Insofern nützt es keinem was, wenn ich jetzt nochmal ein Jahr arbeite und dann tot umfalle. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden noch mehrere Ankündigungen machen. Wir werden im Psychotalk über das Thema sprechen. Wir werden auch nochmal was mit Sebastian Bartoschek zusammen aufnehmen, dass wir also möglichst alle, die das interessiert, nochmal erreichen. Wenn das Projekt ist nicht tot. Wir wollen auf keinen Fall garantieren, dass 2020 was kommt. Das kann auch 2021 werden unter Umständen, aber wir arbeiten weiter am Buch. Und ich kann. Aber wir möchten euch halt auch nicht irgendwas abliefern, ne? Sondern genau, auch keinen Schund. Und wir haben uns da wirklich, das können wir vielleicht in dem Zusammenhang nochmal betonen, einiges vorgenommen und das wollen wir auch dann so durchziehen und nicht irgendeine abgespeckte Version, nur damit sie dann veröffentlicht ist. Genau. Und wie gesagt, ich kann das vor allem verstehen, wenn man das crowdfundet und dann hört man jahrelang nichts, dass das doof ist. Es gibt Gründe dafür, dass das so ist, wie es ist. Ich will da nicht mehr ins Detail gehen, aber seht es uns nach und wir werden jetzt ein bisschen mehr offene Kommunikationspolitik betreiben und vielleicht auch mal irgendwie sowas mit Fortschrittsmeldung zwischendurch öfter machen. Wir haben das verstanden und es tut mir sehr leid, wenn wir euch da vom Kopf gestoßen haben an der Stelle. Aber es wird kommen. Die nächsten Fragen ganz kurz vorab, bevor wir nochmal mehr Richtung Huxilla zielen, sind 2 Fragen, die mich von Tim und Sabrina erreicht haben, insbesondere an mich. Was macht eigentlich der Psychotalk, wurden wir gefragt. Auch der hat ein bisschen gelitten in den letzten Monaten, das lag nicht so unbedingt primär an mir, aber das ist einfach so, auch da Leben und Termine und alles, was so zusammenkam, gesundheitliche Probleme bei dem einen oder anderen aus dem Team. Hat sich ein bisschen überholt, weil wir jetzt gerade die Ankündigung gemacht haben, am 7. Februar wird es wieder einen neuen Psychotalk geben. Im Moment planen wir 4 Sendungen für das Jahr 2020. Also das heißt, der Psychotalk geht weiter, er ist nicht beendet, wie das ein oder andere Podcast-Projekt von mir. Und geht am 7. Februar mit einer neuen Episode an den Start. Jetzt fällt mir gerade ein, das hören jetzt Leute, die unter Umständen nicht auf den sozialen Netzwerken sind und die dann sagen, verdammt nochmal, jetzt machen die ein Fragen-Special. Ich hätte 1000 Fragen gehabt, die ich dir hätte fragen wollen. Zunächst mal hört erstmal, ob eure Frage, die euch auf den Nägel brennt, hier in den nächsten 50 Fragen mit dabei sind. Und zum anderen, wir werden das regelmäßig machen. Also wenn euch etwas ganz doll interessiert, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, twittert uns an, schreibt uns auf Facebook an. Und dann sammeln wir diese Fragen und werden dann, wenn es sich wieder lohnt, auch wieder so ein Fragen-Special aufnehmen. Also nicht traurig sein, wenn ihr jetzt noch nicht aktiv eine Frage stellen konntet, aber vielleicht hat irgendwer anders für euch schon die Frage gestellt. Und abschließend, bevor wir jetzt wirklich in die Fragen noch reingehen, wir werden ja die 250. Folge absehbar haben. Die Specials zählen wir ja nicht mit. Ich glaube, dann wären wir schon fast bei 250 Folgen. Ich habe es gar nicht so genau im Auge. Ihr könnt euch gerne Audiodateien senden. Und wer jetzt sagt, ich habe gar kein Equipment, wenn ihr ein Smartphone habt, da gibt es in der Regel eine Audiorecorder-App. Wenn ihr da drauf drückt, die Dinger haben eine super Audioqualität. Auch da könnt ihr uns irgendeinen Gruß oder einen Gag oder was, irgendein Statement zu 250 Folgen Huxilla. Schickt uns das gerne und dann bauen wir das auch gerne in die 250. Folge ein. So, jetzt fangen wir mal mit einem harmlosen Thema an, würde ich sagen, Alexa, nämlich Nerdkram. Und da haben wir einige Fragen bekommen und das ist natürlich ein Stück weit das, was ich gerade schon angeteasert habe. Da geht's zum einen um Lego und unter anderem hat die Stefanie uns gefragt, ihr seid also auch Lego-Sammler. Alexa, was sagst du dazu? Ich eher so peripher. Ich partizipiere dann an deiner Freude an Lego, wenn man es mal so formulieren will. Also ich habe wahnsinnigen Spaß daran, mir die Sachen dann hinterher anzugucken oder irgendwie beim Bauen dabei zu sein oder so. Ich selber bin jetzt irgendwie nicht so die Lego-Bauerin unbedingt, aber ich finde es halt einfach super schön und ich freue mich an den Designs und an den Ideen und verfolge das eher so bei dir mit.
Der Fabian fragt, also klar, ich bin seit einigen Jahren jetzt wieder Lego-Sammler geworden. Stimmt, und das war auch mal weniger, ne? Genau, genau. Mit eigentlich alles das, was Nerdkram ist. Ne? Also ich mag Technik, Lego-Technik sehr gerne. Das ist so franchise-frei, aber ansonsten mag ich natürlich Star Wars. Die Creator-Sachen finde ich in der Regel ganz witzig für den, der das was sagt. Und dann so Sachen wie die Saturn 5-Rakete oder jetzt das Apollo-Landemodul, was es gab. Also das sind schon Dinge, die ich dann auch gerne besitze und die ich dann auch gerne baue. Wobei inzwischen ich auch andere Klemmbausteinhersteller mir anschaffe und mir das anschaue. Da gibt es viele chinesische Firmen, die auf einem sehr hohen Niveau das machen, was Technik angeht. SCADA zum Beispiel als Hersteller. Und ich habe auch das eine oder andere kleine Set von Xingbao, das ist eine chinesische Firma. Also insofern, die Regale platzen irgendwie dann doch. Genau, daran schließe ich die nächste Frage von Fabian an, der nämlich sagt, wie viele Lego-Sets habt ihr und was sind unsere Lieblingsset? Also welches würdet ihr nie hergeben? Ich weiß nicht, wie viele Lego-Sets ich habe. Es gibt eine Datenbank Rebrickable und nach dieser Datenbank habe ich, glaube ich, inzwischen jenseits der 100.000 Klemmbausteine hier in der Wohnung. Einfach so als Größenordnung. Viele, viele. Alexa kriegt auch langsam ein bisschen Furcht. Insofern muss ich weniger kaufen und bin jetzt mehr dabei, inzwischen zu sortieren und ab und wieder auf zu bauen. Sozusagen wechselnde Ausstellung. Genau, wird es denn hier im Huxeler HQ geben, genau. Lieblingsset kann ich gar nicht sagen, es sind ganz viele. Ich finde die Apollo-Rakete, die Saturn 5-Rakete, ist einfach ein unfassbar Lunar schönes Set. Lander finde ich fantastisch. Ist auch toll. Ich sammle die tatsächlich, weil ich die gerne habe, weil ich sie mir gerne angucke, weil ich sie gerne baue, mal wieder auseinanderbaue, reinige und neu aufbaue. Ich würde, glaube ich, ungern Sets hergeben wollen. Also es gilt für alles, weil wenn ich mir was kaufe, dann würde ich es ungern hergeben wollen. Insofern ist die Frage schlecht, aber ich glaube so das, was mit der Mondlandung oder Raumfahrt generell zu tun hat. Ich habe auch ein Space Shuttle, ein etwas älteres, das Space Shuttle Adventurer oder so heißt das. Relativ altes Set. Damit hat es übrigens angefangen, ne? Das habe ich in Münster damals noch gekauft. Genau, also das sind so meine Lieblingssets, was Raumfahrt angeht, aber halt Star Wars mag ich unglaublich gerne. Also alles, was so die Teile 4, 5 und 6 an Raumschiffen angeht. Ich glaube, ich habe einen A-Wing, B-Wing, X-Wing, ich habe einen Y-Wing, ich habe auch einen TIE Fighter dann irgendwann geschenkt bekommen. Also da so die Slave One finde ich persönlich. Sowas. Sehr, sehr geil. Genau. Ja, also die genaue Anzahl der Sets kann ich nicht sagen, aber sicherlich weit über 100.000 Klemmbausteine, die sich hier bei uns in der Wohnung befinden. Dann fragt die Birte, der bezieht sich auf ein Foto, was wir auf Facebook gepostet haben, was da alles so im Bücherregal steht, außer Star Wars, Lego und der Weinflasche. Da muss man tatsächlich sagen, was du da gesehen hast, ist gar kein Bücherregal, sondern es ist ein DVD-Regal. Also wir haben noch sehr viele physikalische Filmmedien, liebe Birte. Für alle aber anderen. Bücher stehen hier auch. Bücher stehen dann in anderen Zimmern, aber eben nicht gerade auf dem Foto. Was steht bei uns rum? Also ich vermute mal, weil sie schreibt dann am Ende mit bibliophilen Grüßen. Was lesen wir gerne? Ne? Also kann man da schon einiges dazu sagen. Wir haben inzwischen sehr viel so Fachliteratur auch bei uns rumstehen, muss man ganz ehrlich sagen. Auch aus deiner Studienzeit haben wir sehr viele Bücher noch. Du hast ja Germanistik studiert und europäische Volkskunde. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Bücher. Wir haben durch Hörerinnen und Hörer immer mal wieder Bücher von Erich von Däniken geschenkt bekommen, die ich mir selber gar nicht gekauft hätte, die wir jetzt aber als Quellengrundlage für gewisse Themen auch immer wieder uns mal anschauen können. Ja, aber wenn es darum geht, also wenn ich jetzt mal von mir rede, so ich so gerne lese, du hast mich vor vielen, vielen Jahren auf die Midgemia-Saga gebracht. Genau, die liebe ich nach wie vor, Kelewan-Saga, alles, was sich da so von Raymond Feast daran anschließt. Ich habe irgendwann, als ich wirklich noch sehr, sehr jung war, mal mit den Büchern von Wolfgang und Heike Holbein angefangen. Die stehen hier immer noch, die liebe ich sehr. Es stehen hier auch weiß ich auch nicht. Andere Fantasy-Zyklen. Steht hier natürlich Herr der Ringe, was ich weiß nicht, wie oft schon wir gelesen haben. Narnia. Harry Potter. Harry Potter natürlich. Also wirklich auch so Sachen. Ich lese inzwischen auch ganz gerne mal Schätzing. Zwischendurch auch Sebastian Fitzek lese ich inzwischen gerne. Also es muss nicht immer nur Fantasy sein. Das sind so die Sachen. Markus Heitz. Gerne, sehr, sehr gerne. Und im Augenblick, was so ganz aktuell ist, was wir aber eher so als Hörbuch konsumieren, The Witcher, also die Hexer-Serie.
Das die ist wir schon länger auf dem Schirm haben, bevor jetzt Leute kommentieren und sagen, jetzt läuft das auf Netflix, dann finde ich es gut. Nein, wir haben das Computerspiel auch schon gespielt und wir wussten auch von der Existenz der Bücher, aber bei uns ist es halt auch immer eine Frage der Zeit tatsächlich, weil ich habe lange keine Bücher mehr gekauft, weil ich komme einfach nicht mehr zum Lesen, nicht mehr so wirklich zum Lesen, weil ich eben viel dann auch für Huxilla noch recherchiere oder für andere Projekte mache. Das ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich habe jetzt gerade von einem Podcast-Partner zum Geburtstag, den ich hatte im Dezember, den ersten offiziellen Firefly-Roman geschenkt bekommen. Den würde ich gerne lesen, da habe ich aber auch noch, glaube ich, erst 50 Seiten bisher nur geschafft unter dem Weihnachtsbaum. Also das sind so alles Dinge. Und ich lese, weil ich sehr, sehr gerne abends zum Einschlafen lese, inzwischen fast nur noch auf dem E-Reader. Ja, das kommt auch noch dazu, weil das einfach praktischer ist, so vom Licht her und von der Praktikabilität. Oder wenn du unterwegs bist, hast du halt dann irgendwie deine 10 liebsten Bücher dabei, ohne ganze Taschen mit. Also es ist halt im Moment bei mir so eine Frage des praktischen Handelns irgendwie. Aber es gibt so ein paar Bücher, an denen ich so hänge. Ich habe sogar mal irgendwie sehr, sehr abgefahren bei zwei absoluten Lieblingsbüchern. Das sind, lacht mich jetzt nicht aus, wenn ihr es nachguckt, total kitschige Bücher. Fanny Deschamps, Jeanne in den Gärten und Jeanne über den Meeren. Die kriegst du sehr, sehr schwer. Die kriegst du gar nicht für einen E-Reader. Und die habe ich mir tatsächlich für den E-Reader scannen lassen. Also das war mal irgendwie so das Verrückteste, was ich in Sachen Büchern gemacht habe. Einfach, weil ich die immer dabei haben wollte, weil ich die immer lesen wollte. Das sind so Bücher, die sind schon in ihrer physischen Form etwas angegriffen. Die stehen hier aber immer noch im Regal. Also die hüte ich wie ein Schatz. Und ansonsten steht unsere Wohnung einfach voll mit Nerdkram. Also von, ich habe hier ein paar Duff-Bierflaschen von den Simpsons. Ich habe eine Mütze von einem der Hauptdarsteller aus Firefly, die mir jemand aus Etsy geschenkt hat. Diverse Enterprise, Star Trek-Devotionalien, alles voll mit alten PlayStation-Spielen irgendwo hier im Büro. Kram. Also tatsächlich so ein bisschen, ich habe das schon das ein oder andere Mal so etwas suffisant gesagt, mein Leben hat sich doch sehr in Richtung The Big Bang Theory entwickelt, wer das kennt. Also nicht nur trage ich, das ist auch eine der nächsten Fragen, T-Shirts und Longsleeves, sondern habe auch meine Bude vollstehen. Allerdings sind wir nicht so ganz wahnsinnig, also Lego ist teuer genug und ich habe viele Lego-Sets, aber das wird so ganz teure Sammeldevotionalien, Schwerter oder so ein Darth Vader-Helm oder sowas, das haben wir eigentlich nicht. Schwerter eher, Labwaffen, aber dazu kommen wir dann auch noch. Kommt nochmal, genau. Also vielleicht das so als Beantwortung der Frage, was bei uns im Bücherregal so rumsteht. Und wir haben diverse Bücherregale, also weite Teile der Wohnung bestehen aus irgendwelchen Regalen. Dann fragt gar keinem mich, wie viele Nerd-Shirts ich besitze. Und daran anschließend hat jemand die Frage gestellt, ob ich den QWERTY-Bot inzwischen persönlich kennen würde. Das erkläre ich gleich. QWERTY ist eine Internetseite, wo man T-Shirts bestellen kann, die dann in der Regel 48 Stunden vorhanden sind. Und dann gibt es die nicht mehr. Und jeden Tag gibt es neue Shirts. Ich habe tatsächlich damals, als wir mit Huxilla TV angefangen haben, die Idee gehabt, in jeder Huxilla TV-Sendung ein neues T-Shirt anzuhaben. Du Wahnsinniger. Und wir haben eben 100 zwei Folgen pro Monat, also zwei neue Shirts pro Monat. Und wir haben 100 Episoden aufgenommen. Ganz am Ende habe ich es nicht mehr ganz durchgezogen, aber ich habe natürlich auch so die Shirts. Also habe ich mit Sicherheit jenseits der 100 unterschiedlichen Nerd-Shirts, die Star Trek, Alien, Simpsons, keine Ahnung, also wirklich Marvel-Bezüge, was auch immer haben. Und ich habe halt eben das große Glück, dass ich in der Forschung arbeite und wenn ich in der Regel keine Lehre mache oder irgendwas an der Uni, dann kann ich halt in meinem Büro sitzen und einfach solche Shirts auch an der Uni tragen. Und dann ist immer die Frage, wer erkennt die Anspielung? Genau, da gibt es ja immer Leute, die und wer reagiert auf welche Shirts unterschiedlich. Sehr lustig ist, wenn ich so Shirts anhab, die ganz klaren Star Trek-Bezug haben oder andere Bezüge und dann jemand sagt, ich hätte immer so tolle Band-Shirts an, weil das ist das, was ich am allerwenigsten trage. Dann weiß ich immer, dass dieser Mensch nicht die Serien und Filme guckt, die ich gucke, aber das macht ja auch nichts. Aber das ist immer ganz lustig. Und die Frage, ob ich den QWERTY-Bot inzwischen persönlich kenne, das ist eben so eine Comicfigur auf dieser Internetseite. Ich hatte tatsächlich mal Kontakt mit QWERTY, weil ich gedacht habe, das wäre auch ganz witzig, wenn ich erwähne bei Huxilla TV, dass die Shirts von QWERTY sind und die das vielleicht ein bisschen sponsern. Da waren die aber sehr zugeknöpft und haben gesagt, zwei T-Shirts und dann müsste ich aber auch in jeder Folge QWERTY erwähnen. Und das fanden wir dann irgendwie nicht so attraktiv. Deswegen kenne ich den nicht persönlich und bin auch gar nicht mit ihm befreundet, aber er hat, glaube ich, den einen oder anderen Euro an mir verdient. Das zum Thema T-Shirts.
Hauke fragt und geht jetzt erstmal davon aus, dass er nur mir die Frage stellt, dass ich mal irgendwo erwähnt hätte, dass ich Pen & Paper Rollenspiel gemacht hätte. Fragt mich, was ich gemacht habe, was für ein Rollenspiel, was für ein Charakter und was war die denkwürdigste Szene in dem Zeitraum, in dem ich diesem Hobby nachgegangen bin. Für mich wüsste ich das jetzt. Ich weiß das selber. Wahrscheinlich ist es die gleiche. Und was du halt nicht weißt, Hauke, ist, dass Alexa halt auch nicht nur eine Pen & Paper Rollenspiel-Vergangenheit hat, sondern du ja noch viel mehr als sie auch eine Live-Rollenspiel-Vergangenheit. Kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Genau, also ich sag mal, ich habe im Wesentlichen Schwarze Auge gespielt und zwar eigentlich ausschließlich Schwarzes Auge. Ich fand das einfach schön eingängig. Mit DSA 4 wurde mir das zu komplex, ehrlich gesagt. Haben wir auch gespielt, aber ich habe eigentlich eher so die Dreier-Regel für die, die das was sagt, gerne gespielt. Begonnen hat das so in der Oberstufe, würde ich sagen. Das muss dann so Anfang der 90er gewesen sein, wo wir angefangen haben. Spät haben dann in meiner Heimatstadt, wo ich zur Schule gegangen bin, eine regelmäßige Rollenspielgruppe gehabt. Ich habe selber als Spielercharakter immer Zwerge gespielt. Ich habe Zwerge am allermeisten gemocht, ehrlich gesagt. Und dann später, als wir in Münster dann auch studiert haben, da waren wir dann ja auch schon ein paar, haben wir dann eine Rollenspielgruppe ins Leben gerufen. Da habe ich dann gemeistert, war auch Schwarzes Auge. Und der denkwürdigste Moment, wenn es der gleiche ist, war dann, als wir mal in den Ferien bei euch gespielt haben, ne? Dann kannst du die Geschichte erzählen, weil das deckt sich dann, weil da hatte ich auch sehr viel Spaß dran. Also meinst du die, ich hoffe, wir meinen die mit dem Dorf? Die? Genau. Also das dazu. Tatsächlich ist aber so, seit wir dann in Münster hinterher berufstätig waren und dann auch alle anderen Leute um uns rum dann in den Beruf eingestiegen sind, wie das dann so ist nach Studienende, dass das dann mit dem Rollenspiel eingeschlafen ist. Und dann haben wir letztendlich angefangen mit Hoaxilla durchzustarten 2010 und das hat dann im Prinzip im Wesentlichen die Freizeit aufgefressen. Aber ich hatte total Bock mal wieder DSA einfach. Aber es ist halt eine Zeitfrage. Ne? Ja. Aber das so dazu. Und ansonsten haben wir natürlich viel zusammen dann auch im Sinne von an einem, also du hast in der Regel gerne zugeguckt und ich war dann gestresst, aber wir haben zum Beispiel Baldur's Gate dann am PC sehr, sehr gerne gespielt, die Baldur's Gate-Reihe, Icewind Dale, Witcher-Computerspiele, also das haben wir dann im Prinzip zu zweit. Also du hast dann immer gesagt, geh mal dahin, mach mal das und ich habe immer geschwitzt, um die Steuerung hinzubekommen und du hast eine Zeit lang dich in Skyrim rumgetrieben auf der PlayStation 3, dann irgendwann auch. Also ja, also Rollenspiel und Fantasy, wie auch schon mit den Büchern, die wir beschrieben haben, ist schon auch Teil unseres Lebens. Mhm, ein nicht unerheblicher Teil. Ich glaube, ich war, weiß ich nicht, ich muss so 12, 13 gewesen sein oder so, als mir meine Eltern die ersten DSA-Boxen geschenkt haben. Ich bin Jahrgang 74, könnt ihr euch jetzt ausrechnen. Und das war echt für mich irgendwie so ein Moment, wo ich echt wusste, so Fantasy und dieser ganze Rollenspielkram, das ist halt so mein Ding. Ich habe vorher, das muss schon vorher gewesen sein, diese Würfel-Abenteuer von Ian Livingstone und so. Ich weiß gar nicht, Ian Livingstone war da einer. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Autoren hier sind. Die stehen hier übrigens auch noch. Zitadelle des Zauberers, der Hexenmeister vom Flammenden Berg und so. Also diese Bücher, die du vor dir hast, wie diese Solo-Abenteuer bei DSA, wo du halt einfach nur von Abschnitt zu Abschnitt springst, je nachdem, was du so würfelst. Genau, blätter jetzt auf Abschnitt 43. Genau. Oder nicht, das würfelt man nicht, aber die Kämpfe würfelt man so. Also dann kannst du dich halt immer entscheiden am Ende eines Abschnitts, wo du weitermachst. Die habe ich geliebt. Ja, dann kam DSA. Wir hatten echt während der Schule schon diverse DSA-Gruppen. Mhm. Und dann tatsächlich haben wir, Alexander, zusammen ja viel gespielt. Und diese Szene, auf die du anspielst, das war tatsächlich irgendwie bei meinen Eltern. Mhm. Und bei Alexander ist es halt so, also wenn Alexander Meister macht, sage ich euch jetzt mal, der kann halt unfassbar gut verschiedene Stimmen machen. Also so seine NSCs waren, also Nicht-Spielercharaktere, die waren halt immer wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr cool. Und wir kamen einmal als Heldengruppe in ein Dorf, was komplett verlassen war. Den Zusammenhang kriege ich jetzt gar nicht mehr so ganz hin. Also kein Mensch da, alles war so ein bisschen spooky. Wir kommen in ein Haus, wo so ein kleines Mädchen irgendwie noch ist. Und wir waren so naiv, wir haben dann gesagt, ja, auch Kleine, können wir dir irgendwie helfen? Irgendwie, was ist denn passiert? Und waren also
wirklich so Helfersyndrom par excellence. Und dann hat sich natürlich dieses kleine Mädchen auf schreckliche Art und Weise in einen Dämonen verwandelt. Und wir haben uns hinterher wirklich selber, am liebsten hätten wir uns in den Hintern getreten, dass wir so bescheuert waren, nicht anzunehmen, dass das irgendwie eine Falle gewesen ist. Mhm. Aber die Art und Weise, wie du dieses Dämonenmädchen gespielt hast, das werde ich nie vergessen. Das war wirklich episch. Ja. Und tatsächlich in der Zeit, insbesondere in Münster, also es gab, war dann die Zeit, wo es dann MP3s auch gab, mhm, und MIDIs, und man hatte langsam Internet zur Verfügung. Das heißt, ich habe dann auch Playlists gemacht, also es gab dann Geräuschuntermalungen und ich glaub, wir haben immer versucht, auch teilweise so die Tavernenmusik so aus Baldur's Gate oder zu so rippen, ne? Genau, also zu verwenden für unsere Tavernenszenen und so. Genau, also ich habe das schon versucht, also war ein bisschen greifbarer alles zu machen. Das war schon ein bisschen elaborierter. Ja, damals. Und Live-Rollenspiel, das ging bei mir 2001 los, während des Studiums, weil halt ganz viele von meinen Kommilitonen gespielt haben. Also wir haben tatsächlich die Mittelland-Kampagne gespielt, das Fürstentum Kirson haben wir bespielt, das war so meine Gruppe sozusagen, in der ich aktiv war. Ich habe da eine, die dann auch wirklich in Ehren gealtert ist in ihrem Dienst, eine Zofe gespielt, die ewige Zofe, Margot de Barbarac, und habe da irgendwie sehr, sehr coole Situationen, jetzt schreit hier gerade der Kater im Hintergrund, erlebt. Mein erster Con 2001, der Kirson 3, war derartig episch, das werde ich wirklich meinen Lebtag nicht vergessen, weil das bei den Dunkelelfen spielte, und die haben das auf Schloss Noor bei Kiel gemacht, die Kirsoner. In Kirson ist es immer so, elektrisches Licht ist absolut verboten, gespielt wird eigentlich sowieso erst nachdem die Sonne untergegangen ist. Und dann hast du halt wirklich nur noch Lampen dabei, kein elektrisches Licht, und allein das war so stimmungsvoll, wie ich es gar nicht beschreiben kann. Und dann hatten die halt so viele NSCs, dass wirklich vor jeder Tür Dunkelelfen Wache gestanden haben. Also es war der Hammer. Und leider haben sich viele Cons hinterher nicht mehr daran messen können. Vielleicht ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was ein NSC ist. Nichtspielercharakter. Also das ist sozusagen von der Spielleitung eine Rolle, ein Charakter, der oder die das Spiel vorantreibt, also die quasi von der Spielleitung gesteuert sind, um die Story voranzutreiben. Vielleicht generell nochmal, das haben wir glaube ich gar nicht von vier Clef, vielleicht wissen nicht alle, was Rollenspiel ist. Also grundsätzlich bei Rollenspiel Pen and Paper heißt, man sitzt um den Tisch rum und jeder hat eine Figur, die er spielt, ein Zwerg, eine Elfe, ein Krieger oder was auch immer, und man hat ein Regelwerk, was die Figur definiert, und jede Interaktion, die über verbale Interaktionen hinausgeht, wird halt gewürfelt. Also wenn ich sage, ich springe über eine Hecke, kann man würfeln, ob das gelingt oder nicht. Und entweder bleibt man hängen und legt sich auf die Fresse oder man springt über die Hecke rüber. Und beim Live-Rollenspiel ist es tatsächlich so, dass typischerweise irgendein Anwesen, eine Burg oder sonst was gemietet wird, und da fahren dann Menschen hin in Kostüm und ja, leben sozusagen in dieser Welt, und das sind zum einen dann, wie du sagst, du warst dann eine Zofe und warst halt die ganze Zeit dann da deine, die Zofe, und es gibt dann eben die Nicht-Spieler-Charaktere, die ja von der Spielleitung auch in wechselnden Rollen eingesetzt werden, damit dann halt die Leute, die nur spielen, jemanden haben, mit dem sie auch sprechen können. Manchmal hat man auch eine feste Rolle als Nichtspielercharakter, ja, aber oft springst du halt auch irgendwie, bist dann Zombie Nummer 3. Genau. Oder mal irgendwie Dunkelelf-Wache Nummer 4. Also es kann halt irgendwie je nachdem eingesetzt werden. Genau. Und ich war einmal mit. Das war dann, für mich hat es aber dann damals auch schon zu viel Zeit gekostet, weil ich während des Studiums dann auch schon gejobbt habe. Habe einen Priester gespielt, auch bei Kirson. Das ist schon auch cool. Da habe ich dir noch Klamotte genäht. Die haben wir sogar noch. Ich habe noch meine Priesterrobe, ja. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also das war schon, wenn dann der Strom wird dann halt auch nicht genutzt in so einer Burg, und man geht dann abends mit einer Laterne rum und alle sind in Kostüm und alle verhalten sich so, wie wir meinen, dass man sich im höfischen Verhalten hat. Das ist natürlich auch alles. Aber die Kirsoner haben das schon mal sehr ernst genommen. Ja. Und das war schon sehr cool. Und zur damaligen Zeit war es dann so, natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, was getrunken hat und man sollte vergiftet werden, mal so als Beispiel, das weiß man ja nicht, weil man wird ja auch nicht in echt vergiftet, haben die Kirsoner das so geregelt, dass es dann Menschen gab, die sahen so ein bisschen aus wie die Ringgeister, mhm, bei Herr der Ringe, mit so schwarzen Masken vorm Gesicht. Man wusste auch nie, wer da drunter ist. Und wenn die eben einem sowas eingeflüstert haben, du hast jetzt gerade einen Schlafgift genommen, dann sind die, also sie waren unsichtbar, die liefen immer rum, man hat die zwar gesehen, aber man hat so getan, als ob man sie nicht gesehen hat. Und wenn sie einen angefasst haben, dann hat man eine Regieanweisung bekommen. Da wäre dann zum Beispiel die Regieanweisung gekommen,
du wirst jetzt müde, weil da war was in deinem Getränk drin oder so. Das war schon ziemlich cool gelöst. Also das hat sehr viel Atmosphäre gehabt, aber es war halt aufwendig. Man war meist 2-3 Tage unterwegs. Ja klar, du bist das ganze Wochenende unterwegs, reist irgendwie die Kilometer auf der Autobahn ab, musst vorher Sachen einpacken, hinterher Sachen wieder auspacken. Wir haben dann immer noch sehr viel genäht für Kirson. Ich habe also wirklich auch so ein bisschen nähen gelernt, weil du einfach nicht alle Kostüme kaufen kannst. Also irgendwann fängst du halt an, irgendwie die Sachen selber zu machen. Genau. Also es ist schon ordentlich. Genau. Und für alle, die Live-Rollenspiel machen, schöne Grüße. Ist ein sehr schönes Hobby und ist viel mehr als irgendwelche Vollidioten, die sich mit Schwertern verhauen wollen, muss man mal sagen. Eine sehr, sehr abgefahrene Szene, die ich mal erlebt habe, auch wieder so nach dem Motto, Alexa ist zu doof für alles. Da habe ich mal, das war auch ein Nichtspielercharakter sogar, ich weiß nicht mehr, welcher Con das war. Auf jeden Fall so eine Schankmaid irgendwie, die halt irgendwie so die Taverne betreut hat, gespielt mit ein paar Kolleginnen zusammen. Und dann wollte ich irgendwann mal meinen Mantel holen aus meinem Quartier und bin irgendwie über den Hof gegangen. Und das war kurz vor einer Schlacht und eine Gruppe von Nörgeln, halt auch so Monstercharaktere, irgendwie hat sich da versammelt und hat schon auf ihren Einsatz gewartet. Und ich bin da durchgegangen in meinem Mantel und habe vergessen, die Arme zu kreuzen. Also das machst du halt, wenn du aus dem Spiel bist, wenn du einfach unsichtbar irgendwo lang gehst. Wenn du aufs Klo gehen willst und willst nicht angegriffen werden. Habe ich vergessen und bin also mitten ladida durch diese Gruppe von Nörgeln gegangen. Und denen war langweilig und die haben sich dann halt einen Spaß draus gemacht, diese Schankmaid mich anzugreifen. Irgendwie einfach, um noch ein bisschen die Zeit bis zur Schlacht zu überbrücken und weil ich so doof war, die Arme nicht zu kreuzen. Und ich habe dann irgendwann halt wirklich geschrien wie am Spieß, als die alle auf mich zukamen. Und irgendwann kam dann einer von der Spielleitung und meinte, du schrei nicht ganz so laut, weil sonst ruft noch jemand die Polizei. Und aus der Taverne sah man dann irgendwie die Krieger aus dem Fenster, also es war so Erdgeschossfenster. Ja. Die wollten dann noch aus dem Fenster klettern und diese Schankmaid irgendwie retten. Ging dann aber alles nicht, die war dann tot. Also es war dann auch irgendwie ein unrühmliches Ende, einfach weil ich zu doof war. Gelaufen. Ja. Das zum Thema Rollenspiel. Hoffen wir, wir haben da Haukes Frage beantwortet. Der nächste Komplex kommt von Sarah, die fragt, was hört ihr für Musik und welches waren die letzten 3 Konzerte, welche ihr besucht habt und welches Waschmittel wir für die schwarzen Klamotten empfehlen können. Und meine weiße Krawatte irritiert Sarah. Ja, Krawatten irritieren Menschen immer, wenn ich die trage. Das ist. Wann hast du denn? Auf dem Foto. Ach so, ja. Bei Facebook, da habe ich eine weiße Krawatte an. Ich mache mal, das geht bei mir deutlich schneller als bei dir, Alexa, weil du viel mehr eine Konzertgängerin bist als ich. Meine letzten 3 Konzerte waren, glaube ich, alle 3 von Aesthetic Perfection. Mhm. Amerikanisches Elektro-Projekt. Dark Elektro-Pop. Projekt, glaube ich. Es gibt ein Interview mit Daniel Graves, dem Macher von Aesthetic Perfection bei uns hier bei Huxilla, ein englischsprachiges Interview, wenn das interessiert, der kann da mal reinhören. Da habe ich mich sehr gefreut, damals mit ihm zu reden. Es war übrigens, es können gar nicht alle 3 Aesthetic Perfection gewesen sein. Wir waren nämlich auf einem anderen Konzert zusammen letzten Sommer. Nämlich? Nine Inch Nails. Ah, Nine Inch Nails, habe ich vergessen. Oh mein Gott. How could you? Richtig, Berlin. Schöne Grüße an Roman bei der Gelegenheit, der das nicht hören wird, aber egal. Nein, Schnells habe ich gesehen. Du hast recht. Also wahrscheinlich Aesthetic Perfection, Nein, Schnells, Aesthetic Perfection. Wahrscheinlich so in der Reihenfolge. Man merkt schon da, glaube ich, eine gewisse Tendenz. Wobei, was hört ihr für Musik bei mir? Ich mach mal, dann kannst du gleich, Alexa. Total breit gefächert ist. Also viel so Dark Elektro-Zeug höre ich. Ich höre aber auch natürlich klassische Musik. Ich mag Soundtracks sehr, sehr gerne. Film-Soundtracks höre ich extrem gerne. Und ich habe halt einen extrem breiten Musikgeschmack. Das klingt immer so, als ob man irgendwie langweilig ist, aber ich bin halt jemand, der sich ungern in Schubladen stecken lässt. Das war ich schon immer. Ich höre neu aufgenommene Computerspielmusik. Chris Hülsbeck, wem das was sagt, hat in den 80er, 90ern super Musik für Computerspiele komponiert, hat die inzwischen zum Teil als klassische Arrangements neu aufgenommen. Das höre ich gerne. Genesis mag ich.
insbesondere die alten Geschichten, alten Rock höre ich gerne. Also ich bin da extrem breit gefächert. Wenn ich in eine Disco gehe, ich glaube, die Frage ist eher zu beantworten, gehe ich aber eher in so Diskotheken, wo Sisters of Mercy, Aesthetic Perfection, Nine Inch Nails, Ministry, Metal läuft. Mhm. Also so dieses Industrial Crossover-Ding ist so das, wo ich... Also die Return of the Party, Dead in Hamburg, ne? Zum Beispiel. In der Markthalle, so, ja. Das wäre so eine Sache, wo ich dann eher hingehe. Das so zum Thema Musikgeschmack. Ich bin... Deswegen, wir haben das auch schon öfter gesagt, wir sind halt nicht wirklich Gothics oder Dark oder sonst irgendwie so. Ich mag halt gerne schwarze Kleidung. Und wir haben so eine, wie heißt das, Ecovar? So ein biologisch... Ecovar, ja. Ecovar, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ja auch egal. Oder Froschwaschmittel. Es ist aber nichts irgendwie, was speziell für schwarze... Nee, aber wir versuchen ökologisch irgendwie vernünftiges Zeug zu kaufen. Das zum Thema Waschmittel. Alexa, Konzerte bei dir? Die letzten Konzerte, also es war auf jeden Fall ein Tagesfestival, dem Elb Riot sozusagen vorgelagert hier in Hamburg, wo Sisters of Mercy unter anderem gespielt haben, Life of Agony, was sehr cool war, dann Nine Inch Nails. Und jetzt ist die Frage, war Aesthetic Perfection oder war Metallica irgendwie davor? Das weiß ich nicht, aber so um den Dreh auf jeden Fall. Und du warst die letzten Jahre fast jedes Jahr in Wacken, ne? Ja, letztes Jahr nicht. Aber immer mal so wieder. Und hoffentlich auch dieses Jahr, toi, toi, toi. Dann so richtig. Ja, das ist so die Sache. Ich bin irgendwie aufgewachsen mit Motorhead und AC/DC. Das war so irgendwie so mein Einstieg. Dann habe ich diese ganze, weiß nicht, wem das noch was sagt, diese ganze New Wave of British Heavy Metal, also Iron Maiden und diese ganzen Geschichten mitgemacht. Hab natürlich wahnsinnig viel Metallica gehört. Also das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich so durch meinen Musikgeschmack. Ich mag Machine Head total gerne. Und sowas. Hab so ganz gemischte Playlists, wo wirklich, auch wenn ich aus Filmen irgendwie was cool finde, und mir das dann sozusagen merke und dann hinterher in eine Playlist einbaue. Also das kann wirklich alles sein, quer durch den Garten. Aesthetic Perfection finde ich auch total super. Ich höre auch gerne mal klassische Musik. Ich höre echt auch gerne mal einfach Tschaikowski zum Beispiel. Beim Arbeiten ist es wirklich so, dass ich am liebsten irgendwas ohne Text, ohne Gesang irgendwie höre, weil ich mich dann am besten konzentrieren kann. Ich höre wahnsinnig gerne auch die Sachen, die Trent Reznor so solo macht, also nicht nur Nine Inch Nails. Also Nine Inch Nails ist sowieso neben Metallica irgendwie so meine All-Time-Favorite. Du bist, Band, also ich glaube, bei uns beiden bist du aber mehr gitarrenlastig und ich bin mehr elektrolastig. Also auch das ist ja, also du bist ja eher so eine Metal-Braut. Krups auch noch. Genau. Ja. Also. Ja, aber es ist, geht bei mir wirklich eher in Richtung Metal. Also das zeichnet sich ab. Man würde mich weniger beim WGT, sondern eher beim Wacken antreffen, um es mal so zusammenzufassen. Aber wie mein Vater mir immer liebend gerne sagt, mein Vater ist inzwischen 85, der darf das dann auch, der sagt mir dann ja gerne, Junge, du gehst ja nur langsam auch auf die 50 zu. Wo ich dann immer sage, du auf die 90. Aber das, wir werden ja auch spießig langsam. Ich kann ja mal sagen, heute Morgen zum Frühstück machen. Ja, auch. Sagte dann Alexa irgendwann, kannst du nicht mal die brandenburgischen Konzerte anmachen? Also so scheiß Bildung. Ja, und danach haben wir Seth MacFarlane mit seinem Swing-Album gehört. Genau, Swing, auch, das, ne? Auch sehr Seth MacFarlane sowieso, der Hammer. Also, unabhängig von Musik, also alles, was der macht. Auch Musik, aber alles, was der macht, ist cool. Nagelt euch halt nicht fest auf irgendwelche Musikrichtungen, bleibt offen, das kann ich euch noch einfach sagen, weil man vertut sich ganz viel, wenn man gewisse Dinge einfach nicht hören will. Interessanterweise übrigens... es gibt aber ein paar Dinge, die würde ich nie hören. Nicht hören, aber wenn ich jetzt sage Aesthetic Perfection, Daniel Graves, der ja auch immer wieder mal beschreibt, dass er Britney Spears hört, dass er den ganzen amerikanischen Pop auch hört und das dann als Inspiration für seine Musik benutzt. Also insofern, ich versuche mal möglichst offen zu sein, ich höre rein, aber ich muss halt auch gestehen, mir gefällt halt auch nicht alles, aber ich kann auch nicht einen Finger drauflegen, was mir nicht gefällt, und ich hätte mir vor 25 Jahren nicht vorgestellt, dass ich zum Frühstück mal die brandenburgischen Konzerte höre, ja. Muss man auch mal sagen. So, und dann schrieb uns noch Check Mich Valen an, ich weiß nicht, ob das ein Babylon 5 Bezug ist eventuell.
Der fragt, was sind eure Lieblingsfilme? Und wenn ich jetzt gerade, ja, ich guck mal hier gerade auf den Tacho, weil ich glaube, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten nur über Nerdkram geredet. Wenn ich jetzt in meine Filmwelt absteigen würde, das wäre zu viel. Ich glaube, es ist relativ deutlich, dass ich mich mit Matrix ganz gut beschäftigt habe. Da habe ich einen ganzen Podcast drüber gemacht. Ich glaube, über alle Filme hinweg etwas, was mich bis heute bewegt und was ja auch viele andere Filmemacher zu inspirieren scheint bis heute, ist, glaube ich, für mich die Dollar-Trilogie von Sergio Leone und ich glaube, zwei glorreiche Halunken, der deutsche Titel ist sehr schlecht, im Englischen The Good, The Bad and The Ugly, ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme. Da hast du mich draufgebracht, hätte ich ohne dich, glaube ich. Weil der einfach sehr, sehr gut ist, weil der einfach sehr, sehr viele Themen aufgreift und viel mehr als ein Spaghetti-Western ist. Und wenn ihr sagt, welchen Film würdest du mir empfehlen? Ganz viel anderes Zeug. Joker war gut. Letztes Jahr habe ich mit Spaß mir angeschaut. Wir haben jetzt gerade Knives Out gesehen. Auch ein guter Film von Rian Johnson. Gibt viele, viele, viele gute Filme. Den Film, den ich wahrscheinlich mit am häufigsten gesehen habe, ist täglich grüßt das Murmeltier. Fast täglich. Nein. The Good, The Bad and The Ugly ist, glaube ich, ein Film, den auch, glaube ich, jüngere Menschen, die uns hören, vielleicht gar nicht kennen, noch nie was von gehört haben. Zwei glorreiche Halunken. Guckt euch den mal in einer vernünftigen Fassung an. Das ist ein sehr guter Film. Wäre mein Tipp. Ich kann es, also jetzt alle durchzugehen, die ich jemals irgendwie, also zu meinen Lieblingsfilmen hätte zählen wollen, das wird wahnsinnig schwer. Am besten ist es, glaube ich, irgendwie, wenn ich jetzt so eher aktueller sage, also der Joaquin Phoenix Joker ist für mich wirklich einfach ein absolutes Highlight, fantastisch. Lustigerweise, jetzt ist natürlich irgendwie so ein bisschen flach, aber ich finde es halt einfach super cool, Thor Ragnarok, also ja, die Marvel-Filme sind also extrem unterhaltsam. Überhaupt die so. Marvel-Filme, ja. Ich finde auch die Herr-der-Ringe-Verfilmung von Peter Jackson fantastisch, nach wie vor. Sind ja inzwischen auch schon Klassiker, mehr oder weniger. Die, krass, wie alt die sind, ne? Ja. Das ist unglaublich. Dann natürlich Star Wars Episode 4, 5 und 6. Klar. Ist einfach nur wunderbar. Ja. Mein Gott, ich weiß gar nicht, das würde jetzt einfach zu weit führen, viel mehr aufzuzählen, dass noch viel, viel mehr irgendwie, worüber man reden könnte, aber das würde jetzt wirklich ewig dauern, das ist so das, was im Augenblick. Und wir haben ja, ich weiß nicht, wie viele DVDs wir hier und Blu-Rays wir im Schrank stehen haben, es sind ganz viele, wir kriegen auch ganz viele von euch dann immer mal von unserer Wishlist geschenkt und als jetzt gerade ein neuer Star Wars Film kam und ich dann irgendwie das sortiert habe und dann Episode 1 ist für mich von allen neuen Filmen, für mich der am hinten steht in dieser Rangreihung her und das ist eine Meinung, das muss man gar nicht verargumentieren, es geht einfach um Meinungen, man darf ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Und dann schrieb jemand, ja, als ich den damals gesehen habe, fand ich den total gut. Also das ist, glaube ich, immer, wenn man als Jugendlicher oder in der Phase zum Erwachsenenwerden so einen Star Wars Film sieht, dann bewegt er einen sehr, sehr, sehr. Ich war 99, der kam, glaube ich, nicht zu Weihnachten raus, also war ich 23 oder so, da war ich schon ein bisschen gesetzter und war nicht so im jugendlichen Alter. Und er sagte dann, ich habe den damals gesehen, habe den dann nochmal gesehen und fand ihn gut. Und ich habe selbst Phantom Menace, den ich als eher den schlechtesten aller Star Wars Filme definiere. Nee, der ist inzwischen bei mir abgelöst worden in der Rangordnung. Okay, aber selbst den habe ich inzwischen wahrscheinlich im zweistelligen Bereich gesehen, weil ich Star Wars generell liebe. Und wenn ich dann, wir haben einmal im Jahr eigentlich immer so den Turn, dass wir alle Star Wars Filme dann nochmal gucken, wir beide, Alexa. Vielleicht können wir da ja auch mal gut kurz drüber reden. Der schlechteste Star Wars Film ist für mich einfach Episode 8. Deiner, ja. So. Bei mir ist eins der schlechteste und dann 8. Aber ja. Gut, aber das kommentiert jetzt nicht. Nehmt genau. Mal hin. Auch das müssen wir mal lernen. Diskussionskultur. Wir haben nachher nochmal das Thema Anfeindungen. Man darf, was solche Dinge angeht, einfach unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Und das muss man dann, genau, das muss man gar nicht weiter verargumentieren. Und wenn mir jemand sagt, Phantom Menace ist mein absoluter Lieblingsfilm, dann muss der gar nicht mehr sagen, weil, sondern dann ist das für mich auch in Ordnung. Da kann ich gut mit leben. Es gibt Schlimmeres als unterschiedliche Lieblingsfilme. Zu haben. So, jetzt haben wir Nerdkram fertig. Wir haben jetzt noch gut 30 weitere Fragen. Das wird ein lustiger 12-Stunden-Podcast, aber das ist so, dass wir ja gesagt haben, wir wollen alle eure Fragen beantworten. Und deswegen würde ich sagen, Alexa, wir machen mal weiter. Vielleicht wollen wir die beiden thematischen Blöcke mal kurz einschieben. Mhm. Ja, da schreibt uns nämlich der Alexander. Oder fragt uns, Namensvetter, ob es gute Dokus über die Geschehnisse rund um das Kennedy-Attentat gibt, die Verschwörungstheorien auslassen bzw. sie als solche benennen. Und wir haben seinerzeit bei Huxella TV ja mal eine Episode gemacht über Präsidentenattentate in den Vereinigten Staaten.
Präsidentenattentate in den Vereinigten Staaten, nicht nuscheln. Und haben uns da sehr viel Dokus-Material zu angeschaut. Und eine sehr gute Doku, wie ich finde, die vor allen Dingen die Person Lee Harvey Oswald ein bisschen mehr beleuchtet, ist eine Dokumentation, die der Kennedy-Mord Mythos und Wahrheit heißt. Wir werden in den Shownotes, Alexander, diese Doku auch verlinken. Die gibt es bei YouTube, kann man sich die anschauen. Und was da ganz interessant ist, und das habe ich auch über diese Doku gelernt und über die weitere dann Vorbereitung auf diese Huxilla TV-Sendung, ist, dass ich auch sehr dieser Oliver Stone dem Oliver Stone Narrativ angehangen habe. Also wer den Film gesehen hat, Tatort Dallas, der glaubt ja gewisse Dinge, merkwürdige Kugeln, Lee Harvey Oswald hätte niemals diesen Schuss tätigen können und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist halt Bullshit, weil es ein Kinofilm ist und Oliver Stone da ganz offensichtlich und nachweisbar reale Fakten verdreht hat und dieser Kinofilm aber so in unser kollektives Gedächtnis eingegangen ist, dass wir das als Fakten sehen. Ein Beispiel ist eben, dass Lee Harvey Oswald eine Ausbildung als Scharfschütze beim Militär genossen hat und durchaus in der Lage war, so einen Schuss zu tätigen. Und über das politische Engagement von Lee Harvey Oswald und anderen Dingen, glaube ich, kann man da einiges rausziehen aus dieser Doku. Und generell glaube ich, wenn man die gesehen hat und dann so ein bisschen anfängt, ich würde zumindest Dokus aus dem Fernsehen mir angucken auf YouTube, nicht irgendwelche Spinner, die irgendeinen Bullshit erzählen, sondern Sachen, die Journalisten gemacht haben, dann kann man, glaube ich, gewisse Dinge auch selber in Kontext einordnen. Und wenn man insbesondere nach Mythos und Wahrheit, der Kennedy-Mord, sich nochmal den Oliver Stone-Film anguckt, merkt man, wie der sein Narrativ einfach verändert hat, Oliver Stone. Und das würde ich mal so als Einstieg empfehlen. Ja, oder? Ja, genau. Also da kann man sich auf jeden Fall ganz gut informieren. Ich habe dadurch auch erst gemerkt, wie viel von diesem Oliver Stone, also wie viel von dieser Oliver Stone-Fiktion. Es ist ja eine Fiktion, ich selber auch so in mein Denken übernommen hatte, ohne irgendwie das zu hinterfragen. Und dann immer auch so angeblich offene Fragen oder Ungereimtheiten einfach irgendwie im Hinterkopf hatte, ohne da nochmal offen dran zu gehen. Also das war auch so eine Sache, wo wir teilweise auch dann erst durch gezieltes sich informieren so ein bisschen umgedacht haben oder Dinge neu hinterfragt haben. Eigentlich ein ganz spannender Prozess. Eine weitere Frage, wenn wir bei den thematischen Dingen sind, ist von Tim uns gestellt worden und ich zitiere mal, er schreibt, stimmt es, dass der ausufernde Glaube an übernatürliche Kreaturen und Phänomene im Mittelalter teilweise auf psychoaktive Substanzen zurückzuführen ist, beispielsweise Kräuter in alkoholischen Getränken, fragwürdige Zubereitung von Lebensmitteln und so weiter? Also, stellen wir uns mal ganz dumm, die Frage ist ganz klar mit Jein, aber eher Nein zu beantworten. Yeah. Wenn man im Netz nach sowas guckt, dann findet man ganz oft zum Beispiel die Behauptung, dass bei den Hexenprozessen von Salem, das sogenannte Mutterkorn, also so ein Pilzsporen irgendwie Ding, irgendwie da eine Rolle gespielt hätte, was irgendwie Wahnvorstellungen auslöst und solche Dinge. Deswegen hätten die Menschen auf einmal so merkwürdige Erscheinungen gehabt und an Hexen geglaubt und so. Aber das ist alles, sagen wir mal, so ein bisschen schwierig bis ins Detail zu belegen. Das ist alles so ein bisschen, also nicht so ganz hieb- und stichfest. Man muss sich da mal ein paar Fragen stellen. Es gibt ja auch heute durchaus Menschen, die an merkwürdige Dinge glauben. Ja. Sehr fest sogar. Haben die alle Drogen genommen? Sind wir alle irgendwie ständig unter Drogen und glauben deswegen an solche Sachen oder haben Marienerscheinungen, weil wir irgendwie Mutterkorn zu uns nehmen oder andere psychoaktive Substanzen? Also das ist mal im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, also Hexenverfolgung übrigens nicht eher gar nicht so sehr Mittelalter, sondern eher frühe Neuzeit, das vielleicht auch nochmal nebenbei, dass es da mal Fälle gegeben hat, wo sowas eine Rolle gespielt haben kann, sei dahingestellt. Aber dass das jetzt nun irgendwie teilweise der Grund für kollektiven Wahn gewesen ist, sehe ich eher nicht so belegt. Man muss da auch sich davon freimachen, mit unseren modernen Vorstellungen von Gesellschaft oder unseren Modellen der Wissenschaft oder so an vergangene Zeiten drangehen zu wollen. Das ist ganz oft ein Fallstrick, über den viele stolpern. Das heißt, die Menschen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit haben ein
sehr, sehr anders gelagertes gesellschaftliches Gefüge gehabt, ein anderes Glaubensmuster. Die Kirche war natürlich eine Institution, an der man sozusagen nicht vorbei konnte. Und das sind alles Dinge, die wir uns klar machen müssen, wenn wir über solche Erscheinungen wie Hexenverfolgung und zum Beispiel sprechen wollen oder sonst wie den Glauben an übernatürliche Phänomene. Das muss man also im Hinterkopf behalten. Das ist ganz entscheidend dafür. Und es ist auch tatsächlich so, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, dass man eben unsere heutige Sicht der Dinge nicht darauf übertragen kann, ist klar. Und dass wir eben heute auch noch mit solchen Dingen zu tun haben. Und dafür kannst du halt irgendwie keine Drogen verantwortlich machen. Insofern, es ist ein spannendes Thema, mit dem man sich durchaus beschäftigen sollte, aber dann halt wirklich gucken sollte, dass man Quellenkritik betreibt oder sich vernünftige historische Abhandlungen besorgt oder dergleichen mehr als Quelle. Ja. Also ich will nur anschieben, die Formulierung, die du benutzt hast, Tim, das ausufernde Glaube an übernatürliche Kreaturen. Ausufernd? Ich glaube, dass Menschen immer an übernatürliche Dinge geglaubt haben, zu allen Zeiten und auch nicht im Mittelalter unbedingt mehr als heute. Und ich glaube eher aus meiner Sicht als Psychologe, dass wir so eine Verschiebung wahrnehmen. Vielleicht waren es damals dann eher Hexen und Drachen und andere Dinge oder dann später mit der Dämonen zunehmenden auch. Christianisierung Dämonen oder Engelserscheinungen wahlweise. Und ich glaube, heute sind wir dann eher bei so Dingen wie Alien-Sichtungen, UFOs und anderen Dingen, die ja auch übernatürlich sind. Und aber Geister haben wir auch noch. Geister haben wir bis heute natürlich und Geistheilungen, all so ein Zeug haben wir ja auch. Und wie du schon sagst, Alexa, ich glaube gar nicht, dass der Mensch im Mittelalter war, glaube ich, uns gar nicht so unähnlich. Und ich glaube, das ist nach wie vor so eine Idee, dass in alten Tagen die Menschen dümmer, komischer oder sonst wie waren. Und das ist halt Quatsch. Da muss man, genau, also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also was du gerade meinst, nicht so anders war als wir. Also ich habe ja eben gerade im Prinzip, wenn man so will, das Gegenteil gesagt. Ja. Also war natürlich von seinem Weltbild her und von seinem gesellschaftlichen Gefüge her schon anders. Was du meinst, ist, war nicht dümmer als wir. Nicht? Genau, also, das Individuum, ja. Also die wussten halt damals auch, wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht. Und dann muss man auch wiederum sagen, dass sie in einigen Bereichen, weil das ihre Lebensrealität war, da sind wir bei anderen Gesellschaften, anderen Lebens, uns überlegen waren. Also der mittelalterliche Landwirt, sage ich mal, der war deutlich fähiger da drin, Wetter zum Beispiel einzuordnen. Der hat morgens rausgeguckt und konnte sofort an Wolken, Bildern und anderen Dingen sagen, wie der Tag wird oder so. Also all diese Dinge, die uns ein bisschen verloren gegangen sind durch die Zivilisation, die wir haben, und Stadtmenschen zumindest, das haben die natürlich gehabt. Also insofern und, muss man was, sich da freimachen. Genau, da hatte ich vorhin den Faden verloren. Was ich noch erwähnen wollte, dazu kommt natürlich der Hang des Menschen erzählen zu wollen, interessante Geschichten erzählen zu wollen. Das ist ja auch was wir bei Huxley, ich weiß nicht wie oft schon, durchgekaut haben. Sehr viele Sagen, historische Sagen entstehen auch, also die ja als wahr sozusagen erzählt werden, entstehen ja auch dadurch, dass ein Mensch vielleicht wirklich irgendwas Ungewöhnliches gesehen hat auf dem Feld und dann aber irgendwie eine interessante Geschichte erzählt und dann ist es eben der Teufel, der ihm erschienen ist auf dem Feld und dann hat er irgendwie mit dem Teufel einen Handel abgeschlossen oder eben auch nicht. Also das sind halt irgendwie so alles Dinge, die bei uns aber heute nach einem ähnlichen Muster ablaufen. Fake News, moderne Sagen und so, das sind alles Dinge, die funktionieren, weil wir so gerne erzählen und weil wir so gerne das glauben wollen, was uns irgendwie interessant, richtig und wichtig erscheint. Und damals gab es halt kein Netflix, kein Internet und kein Fernsehen. Und wenn man aber heute mal schaut, was so eine der erfolgreichsten Serien der letzten Dekade vielleicht gewesen ist, dann war es eine Serie wie Game of Thrones, die mit Drachen, Magie und sonstigen Dingen rumhantiert hat. Und da könnte man ja auch sagen, haben jetzt alle Drogen genommen, weil sie diese Serie so gut finden. Wie du schon sagst, Geschichten erzählen ist in uns drin. Und gerade so diese fantastischen Welten, die vielleicht auch ein Stück weit Eskapismus ermöglichen. Der eine macht es in einer Mittelalter-Serie und guckt sich die gerne an, der andere guckt sich Sci-Fi gerne an und die Themen letztendlich sind dann aber immer Gesellschaftsthemen unserer Zeit, die sich dann natürlich in diesen Geschichten spiegeln und das werden wir zu allen Zeiten haben, das haben wir gehabt und natürlich ist die gesellschaftliche Ordnung anders, aber die Menschen waren damals nicht die ganze Zeit bedroht und haben deshalb... Ja, das ist auch ein bisschen, also wie gesagt... Sonst müssten wir, die wir teilweise auch an ganz komische Dinge glauben, ja auch ständig unter Drogen sein.
Dann steigen wir mal zum nächsten Abschnitt ein, der da heißt Verschwörungsmythen. Und da haben wir eine ganze Reihe von Fragen gestellt bekommen, die wir da mal einsortiert haben. Und fangen vielleicht mal mit der Frage von Erwin an, der uns geschrieben hat, gibt es eine Verschwörungstheorie, an die ihr glaubt? Also zunächst mal haben wir schon oft genug gesagt, dass wir das Wort Verschwörungsmythos schöner finden, aber davon mal ab, Erwin. Also ich kann da eigentlich nur nochmal zurückkommen auf das Kennedy-Attentat. Da war ich mir eine Zeit lang mal wirklich nicht so ganz sicher, was nun dahinter steckt und ob die offizielle Version da sozusagen die Version ist, der man, also die man für bare Münze nehmen sollte. Und dann habe ich halt gemerkt, wie sehr ich da beeinflusst war von Oliver Stone, der wirklich von seinem Film auch gesagt hat, hey, ich mache hier eine Fiktion. Das ist ein Film, das werden die Leute schon irgendwie rauskriegen. Aber irgendwie ist dann doch sehr, sehr viel aus diesem Film ins gesellschaftliche Bewusstsein gesickert und ist, glaube ich, auch für viele Missverständnisse verantwortlich. Ja, also ich würde jetzt im Moment sagen, dass ich, also Verschwörungstheorie ist ja auch, oder Verschwörungsmythos ist ja immer etwas, was im Gegensatz zu einer offiziellen Version besteht. Das ist ja so die Definition, die wir gerne benutzen. Und mir würde spontan nichts einfallen, es gibt so gewisse Dinge, wo man sich schon fragt, und das hat aber dann wieder, das hat für mich gar nicht Verschwörungsmythos, sondern so gewisse Dinge, ich nenne das mal Lobbypolitik, die wir inzwischen hier beobachten können, also Ungereimtheiten in der deutschen Automobilherstellerszene, komische Absprachen, hier unser Finanzminister, der da irgendwelche komischen Verträge macht und dann immer noch sein Amt ausüben darf. Also diese Dinge, das kann man natürlich jetzt als groß angelegte Verschwörung sehen. Ich sehe das aber eher als moralische Unfähigkeit von Politikern. Wenn wir es jetzt mal abwandeln, es gibt echte Verschwörungen. Davon also mal ganz ab. Die Anschläge vom 11. September waren eine Verschwörung der Terroristen, die Flugzeuge in diverse Ziele zu steuern. Richtig. Es gibt, das ist inzwischen auch durch den Mueller-Report belegt, Bemühungen, nicht von Trump selber unbedingt, aber im Umfeld von Donald Trump und seinem Wahlkampfteam Informationen aus Russland zu nutzen, um das eigene Vorhaben voranzubringen. Ich denke, das ist inzwischen belegt. Das ist, kann man auch durchaus als Verschwörung titulieren, meiner Meinung nach. Es gibt den Irakkrieg, der mit gefälschten Beweisen sozusagen initiiert wurde seinerzeit. Also das die sind tatsächlich mobilen Giftgasfabriken, die ja, wo ja dann tatsächlich ein amerikanischer Verteidigungsminister oder Außenminister, was, Paul war Verteidigungsminister damals, ne? Colin Powell zumindest in diesem Ausschuss da also gefälschte Beweise präsentiert hat. Das sind halt echte Verschwörungen natürlich, die stattgefunden haben. Da muss man dann nicht dran glauben, sondern das sind halt echte Verschwörungen. Ja, die fliegen halt auch mal dann irgendwann auf, ne? Genau. Also insofern, ich glaube, im Grunde genommen, und das ist, glaube ich, etwas, was uns gerne vorgeworfen wird. Ich glaube, dass es eine ganze Menge Verschwörungen gibt, von denen wir vielleicht auch im Moment noch gar nicht wissen. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass keine Verschwörung in der Lage ist, über die Gebühr lange geheim gehalten zu werden, weil es immer Menschen gibt, die die Klappe aufmachen oder dann Journalisten oder andere Aufklärer gibt, die das dann am Ende aufdecken. Geheimdienstler. Und dann auch, Geheimdienstler und das dann auch nachvollziehbar aufdecken. Und insofern muss ich an nichts glauben, sondern wenn man der Faktenlage nachgeht, dann gibt es irgendwann in der Regel den Beleg dafür, dass es eine echte Verschwörung gewesen ist. Es gibt natürlich tatsächlich einen Verschwörungsmythos, an den ich sehr, sehr fest glaube, von dem ich sehr, sehr fest überzeugt bin, nämlich dass Katzen kurz davor sind, die Weltherrschaft zu übernehmen. Wenn der Daumen kräftiger wäre, würden sie das schon längst getan haben. Das geht dann so ein bisschen in die nächste Frage von Tranquila Trampeltreu. Da bin ich mir einfach nicht sicher, wie es gendern soll. Also da wurden wir gefragt und dann muss ich nicht sagen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist oder was dazwischen. Man weiß es halt nicht. Sondern gibt es einen Mythos, an den ihr insgeheim glaubt, beziehungsweise glauben möchtet, einfach nur, weil das so schön ist? Ich beantworte das mal so. Ich fände es cool, wenn wir Kontakt oder den Nachweis von außerirdischem intelligentem Leben finden würden. Da gibt es ja dann die Verschwörungsmythos, dass der schon lange stattgefunden hat und dass es Kontakt gegeben hat. Daran glaube ich nicht. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das in meiner Lebensspanne passieren wird. Ich fände es aber schon cool, unter Umständen, zumindest bei uns hier im Sonnensystem, auf dem Mars oder im Zweifelsfall sogar auf dem Mond, man weiß es ja nicht, tatsächlich Nachweise dafür zu geben, dass es biologisches Leben außerhalb unseres Planeten gibt.
Das fände ich ziemlich spannend, fände ich ziemlich schön. Und ich zweifle nicht daran, dass es im Universum in den Milliarden Jahren, die das Universum existiert, mehr intelligentes Leben außer uns gegeben hat. Aber das mag halt schon lange vorbei sein oder erst noch kommen. Und das ist halt einer der Gründe, warum wir das wahrscheinlich nicht treffen werden. Zeitgleichheit und Entfernung ist da ziemlich schwierig im Universum. Genau. Ja. Ich möchte gerne daran glauben, dass die Vulkanier uns irgendwann besuchen. Das Problem ist nur, wenn es nach dem Star Trek-Universum geht, werde ich das lange, lange, lange nicht erleben. Ja. Werde ich nicht nachprüfen können, ob das wirklich passiert. Aber da bist du ja auch im Prinzip bei den Aliens. Ja, ne? Ja, eben. Ja, ja. Das sind die positive Utopie, die kommen und lösen unsere Probleme. Genau. Marie fragt uns, das ist ein bisschen länger, ich lese mal einmal vor. Ihr habt in einer Folge erwähnt, dass ihr mit einigen dogmatischen Positionen innerhalb des Skeptizismus eure Probleme habt und diese sehr kritisch seht und dass ihr selbst zwar in der Anfangszeit vertreten habt, mittlerweile aber problematisiert. Welche sind das und welche Dogmatismen haltet ihr in der skeptischen Szene für problematischsten? Wie geht ihr in Diskussionen damit um? Wo müssen skeptische Kreise eurer Meinung nach noch selbstreflektierter werden? Und wie habt ihr selbst euch von dieser festgefahrenen Einstellung gelöst? Das ist eine relativ komplexe Frage und man kann das gar nicht so auf einen Punkt festmachen, aber ein Zitat, was ich immer wieder auch gerne wiederhole, ist, dass ich gegen jede Form von Dogmatismus bin. Und ich stelle zunehmend auch fest, gerade innerhalb von Skeptikerkreisen, dass über einige Themen unter einem gewissen Ausschluss von Empathie vor allen Dingen auch das, was ich immer noch als humanistisches Ideal betrachte, diskutiert wird. Und ein gutes Beispiel, eine Diskussion, die ich vor einigen Wochen, wahrscheinlich sind es jetzt schon Monate oder anderthalb Monate oder zwei Monate her, da ging es um diese Aktion des Zentrums für politische Schönheit, die ja dann angeblich ein Massengrab mit jüdischen, ermordeten jüdischen Menschen ausgegraben haben und diese Asche dann von diesem Massengrab in Osteuropa nach Berlin verbracht haben und in so eine Stele eingebaut haben, um die Bundesregierung davor zu warnen, mit der AfD zu koalieren. Eine Aktion, die ich für unglaublich schlecht gehalten habe, zumal da ja parallel dann auch so ein Crowdfunding stattgefunden hat, was dann unglaublich viel Geld eingespielt hat. Ich fand das einfach aus einem ethisch-moralischen Hintergrund her nicht zu vertreten und habe dann mit einigen Menschen, die eher dem skeptisch und sagen wir mal parteipolitisch organisierten humanistischen Spektrum zugeordnet sind, diskutiert, die mir dann gesagt haben, naja, aber die sind doch tot, das kann doch egal sein. Mir wäre das doch auch egal, was mit meiner Leiche nach dem Tod passiert. Und die Leichen sind ja auch einfach da verbrannt und dann beigesetzt worden. Was da einfach vergessen wird in dieser Debatte, und dann kommen wir auch noch zu einer anderen Frage hier in diesem Themenkomplex, ist für mich, dass ich zwar für mich Atheist sein darf, aber es Menschen gibt, die glauben. Und der individuelle Glauben einer einzelnen Person ist für mich unantastbar, weil das auch mein Grundgesetz mir sagt, dass das unantastbar ist. Und wenn ich sage, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, deswegen ist es doch egal, wenn ich jüdische Menschen nach ihrem Tod instrumentalisiere, ist total vermessen. Und das Signal gegen die AfD, natürlich dürfen wir nicht eine AfD an der Regierung haben und Regierungsparteien sollten tunlichst vermeiden, mit der AfD zu koalieren. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn man Nazis hier in Deutschland wieder an die Macht lässt. Ja. Man kann aber nicht eine Religionsgemeinschaft, ohne dann auch noch mit ihr zu sprechen, instrumentalisieren. Mhm. Und natürlich hat der Zentralrat der Juden und auch andere jüdische Organisationen waren entsetzt davon, wie jüdische Kriegsopfer instrumentalisiert wurden. Und das geht halt nicht. Und das ist so eine Situation, wo man dogmatisch sagt, ich glaube nicht, alle anderen Menschen müssen auch nicht glauben, die Welt wäre besser, wenn nicht geglaubt wird, also darf man das machen. Das ist so eine dieser Diskussionen gewesen, wo auch keine Einsicht dann für mich stattgefunden hat auf der Gegenseite, wo ich sage, nein, das hat nichts mehr damit zu tun mit humanistischen Idealen und mit dem, was unser Grundgesetz auch sagt. Und das Gleiche gilt halt auch für die Diskussionen, man kann sagen, dass bestimmte alternative Heilmethoden nicht wirken. Wenn ich aber Menschen verurteile, ihnen arrogant begegne und sie für dumm verkaufe, weil sie an diese Heilmethoden benutzen und sie abwerte, und das meine ich auch im psychologischen Kontext, abwerte, weil sie das tun, und das findet sehr häufig in sozialen Netzwerken oder auch wenn die Skeptiker unter sich sind, statt. Das ist nicht gut, weil damit gibt man sich elitär, man gibt sich geschlossen und man nimmt diese Menschen nicht mehr mit auf.
Und für mich ist immer viel spannender, warum wollen Menschen solchen alternativen Glaubensvorstellungen wie Geistheilung und andere Dinge denn anhängen? Was motiviert sie denn daran zu glauben? Warum haben sie das Vertrauen in die Medizin, die wirkt? Schulmedizin ist übrigens ein Nazi-Begriff, um das nochmal ganz kurz zu definieren. Also Schulmedizin sollte man auf keinen Fall benutzen. Das ist eher die jüdische Medizin gewesen. Die wissenschaftliche Medizin ist dann irgendwann von den Nazis Schulmedizin genannt worden. Die Nazis waren übrigens super gut darin, alternative Heilmethoden zu etablieren. Schönen Dank für die Homöopathie nochmal an der Stelle und die gefälschten Studien unter euch, liebe Nazis. Ich scheue mich inzwischen davor, Menschen abzuwerten. Ich scheue mich davor, Dinge singulär zu diskutieren. Wir haben gleich noch eine Frage, wo ich das nochmal dran festmachen kann. Und wo man die Person, um die es geht, aus dem Auge verliert und einfach so eine große Gleichmacherei betreibt, das finde ich nicht gut. Und die Diskussion, was soll ich dazu sagen? Also ich bin inzwischen in einem Alter vielleicht auch, wo ich Dinge nicht mehr so verhärtet sehe, wo ich auf einer ethisch-moralischen Ebene diskutiere. Und all das, was ich gerade erzählt habe, war dann, bevor der Zentralrat der Juden offizielle Pressemitteilung gegeben hat, bevor dann die Aktion auch geändert worden ist vom Zentrum für politische Schönheit, weil sie gemerkt haben, dass die Scheiße gebaut haben. Und danach gab es dann all diese Diskussionen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es ganz viele Diskussionen von, das kann man doch mal machen, stellt euch doch manchmal so an, was ist denn schlimmer? So ein paar verbrannte Juden oder eine Koalition mit der AfD, das muss man doch mal alles im Kontext sehen. Nachdem es die offiziellen Statements gab und eine breite Reihe von Verurteilungen dazu, steht jetzt keiner mehr und sagt öffentlich, ich finde das gut. Ja, also das scheinbar hat man dann doch gemerkt, nee, Scheiße war doch nicht so gut. Das habe ich von vornherein so gesehen. Und ich glaube, wir sollten uns immer bemühen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Und ja, es wird dann immer mit Extrembeispielen argumentiert. Und das finde ich auch sehr, sehr bedauerlich. Also wenn man in Skeptikerkreisen über Homöopathie redet, dann kommt sofort der letal erkrankte Krebspatient, der sich einer Chemotherapie entzieht und Homöopathie nimmt und dann stirbt. Und das geht nicht. Und das gibt es. Tatsächlich. Es gibt auch Brustkrebspatientinnen, die jegliche Form der Therapie ablehnen, Misteltherapie machen. Das ist übrigens dann nicht Homöopathie, sondern immer noch Naturheilkunde. Aber höchst umstritten. Höchst umstritten natürlich. Auch da fehlen die wissenschaftlichen Evidenzen für. Aber es gibt halt auch eine ganze Reihe von Menschen, die nachts nicht gut schlafen und dann Globuli nehmen und dann gut schlafen. Und wenn ich aber sagen, mein Hund ist immer so nervös. Ich gebe dem Hund jetzt mal irgendwie, weiß ich auch nicht. Und das ist natürlich, unsere Kollegen von MINT.Korrekt, liebe Grüße an Nikolaus und Reinhard, die sind da ganz hart und sagen, das geht nicht. Und das ist auch eigentlich natürlich richtig. Aber wenn ich Menschen sage, du bist ein Vollidiot, weil du deinem Hund Globuli gibst, dann redet der nicht mehr mit mir. Und dann sagt er, alle Skeptiker sind Arschlöcher, weil die halten mich für doof. Das ist dieser elitäre, akademische, wissenschaftliche Kreis. Genau, oder wenn du einem Menschen sagst, der glaubt, die Erde ist flach, du bist ein Idiot, mit dir rede ich nicht, weil du glaubst, dass die Erde flach ist, dann ja, hast du den halt irgendwie abgehängt und verloren. Und dann sind wir halt nicht besser als dogmatische, als Skeptiker, als dogmatische Verteidiger von Verschwörungstheorien oder Glaubensrichtungen. Also deswegen meine Aussage, Dogmatismus, egal in welcher Form, ich habe es vorhin bei Musik schon gesagt, seid nicht dogmatisch. Seid immer versucht, halbwegs offen zu sein. Ich sage nicht, jeder Bullshit hat Gültigkeit, völlig klar. Aber zumindest mal sich einzulassen ein Stück weit. Also wobei man da, also alles, was du sagst, da würde ich mich erstmal so anschließen. Ich würde vielleicht noch ein ganz klein wenig einschränken und eine Unterscheidung noch einfügen. Wir haben, das haben wir auch schon ganz oft in verschiedenen Interviews gesagt, aber ich sage es jetzt hier auch nochmal, es gibt unserer Erfahrung nach verschiedene Gruppen von Menschen, die an Verschwörungsmythen oder Esoterik glauben. Es gibt einmal die, die das sich zunutze machen. Da weiß man dann halt auch nicht, glauben die das wirklich oder machen sie es sich halt nur zunutze. Gibt es in beiden Bereichen. Die Esoteriker sind immer sehr, sehr gut darin, dann auch damit Geld zu verdienen. Die Verschwörungsgläubigen oder Verbreiter von Verschwörungsmythen auch. Also wenn man mal an Alex Jones denkt, der da seine Vitaminchen vertreibt auf der Seite, wo er auch Fake News verbreitet. Das geht oft einher. Und das sind halt Dinge, die mich wirklich wütend machen. Das sind Menschen, die wirklich auch mit dem Glauben von anderen Menschen Geld machen, mit denen ich
anders umspringen würde und wesentlich harscher umspringen würde als mit der Mutter, die ihr Kind nicht draußen spielen lassen will, weil sie Angst vor Chemtrails hat und da wirklich Leidensdruck entwickelt und so. Also da muss man durchaus unterscheiden. Es gibt aber auch bei also thematischen Dingen ja, Abstufungen für mich. Also ich wäre jetzt nicht so wütend auf jemanden, der glaubt, Elvis ist nicht tot, sondern war ein Alien und ist nur irgendwie nach Hause geflogen. Wenn aber jetzt jemand daherkommt und in meiner Gegenwart die den Verschwörungsmythos, wirklich den ekelhaften Verschwörungsmythos von der Umvolkung verbreiten würde, dann würde ich den, glaube ich, wesentlich stärker in die Schranken verweisen wollen, als jemand, der an Elvis glaubt oder, weiß ich nicht, an Mordkomplott gegen Diana oder was weiß ich. Also ich glaube, um das Thema nochmal aufzunehmen, also alles, was auch so im antijüdischen Bereich stattfindet, das ist einfach erstaunlich. Wir haben jetzt ein paar Mal im letzten Jahr und werden auch nächstes Jahr nochmal Vorträge zu diesem Thema halten, zu antijüdischen Verschwörungstheorien, wo dann am Ende nicht bei den Vorträgen selber, weil da offensichtlich nicht die Leute hingehen, aber wenn dann über die Vorträge berichtet wird, der erste Kommentar gleich wieder ist, ja, aber ihr wollt ja wohl nicht leugnen, dass es Strippenzieher im Hintergrund gibt. Mhm. Also wo in einem Artikel geschrieben wird, hier geht es um antijüdische Verschwörungstheorien und der erste Post bedient dann genau das, oder wir haben ja Herrn Soros bei uns als Thema im Vortrag, wo dann einer sagt, naja, aber Soros ist doch einer, der die Umvolkung stattfinden lassen will. Das sind echt Dinge, wo und, ich wirklich aus der Haut fahren könnte. Und das ist ein Vortrag, das ist übrigens ein Beitrag zum Beispiel gewesen, der unter einem Artikel eines humanistischen Internetmediums gepostet worden ist von jemandem, der dann, da habe ich da mal ein bisschen mehr den Spaß gemacht, nachzurecherchieren, massiv im humanistischen Bereich aktiv ist. Und das funktioniert halt für mich nicht. Und das ist dann auch schon wieder Dogmatismus. Mhm. Da muss man halt sich frei machen. Ja, übelster Sorte, ne? Das ist eigentlich ganz, ganz schlimm. Und vielleicht, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, nein, George Soros möchte nicht Europa mit Flüchtlingen aus arabischen Ländern umvolken, sondern er hat lediglich die EU seinerzeit 2015 darauf aufmerksam gemacht, dass man durchaus mit einer größeren Zahl von Flüchtlinge rechnen müsste. Und die sollten nur dahin gelangen, wo die Flüchtlinge hin wollten und wo die Länder sie auch aufnehmen möchten. Das steht nämlich im gleichen Artikel. Der hat einen Artikel verlinkt, das wird der Mensch, natürlich nicht mehr zitiert, ne? Der den gar nicht gelesen hat. Der hat dieses eine Zitat gebracht von 1 Million Flüchtlingen und hat dann aber nicht weitergelesen, dass natürlich die Länder bereit sein müssen, diese Flüchtlinge auch aufzunehmen. Also das ist alles diese Form von Dogmatismus, die ich nicht gut finde, die ich auch nicht mittragen kann. Und wie immer es so ist, wenn man in Skeptikerkreisen ist, also schöne Grüße an die GWOP, an die Skeptiker-Stammtische, an Skeptiker Pub, alles, was da stattfindet, ist alles gut und es ist auch schön, mal unter Leuten zu sein, wo man im Prinzip davon ausgehen kann, da ist keiner, der an irgendeine Paramedizin glaubt oder an irgendeinen Schwurbelkram glaubt, das ist auch sehr, sehr heilsam. Mhm. Aber die Realität ist halt eine andere und man sollte halt aufpassen, sich da so abzukanzeln, dass man nicht mehr die Gesellschaft als solche sieht und da auch nochmal die sozialen Netzwerke. Ich erlebe das zunehmend, dass Twitter einfach aus Nazis besteht, aus Menschen gibt, die ihre Ansichten vertreten und es wird sich nur noch angegiftet und ich habe es noch nicht verifiziert, aber es ist auch, glaube ich, relativ schwierig, die Nutzerzahlen wirklich zu verifizieren. Ein Hoch auf die Accounts, die sich wirklich den Antifaschismus auf die Fahnen schreiben und alles gegen gut. Die Faschisten, die wir leider hier zuhauf im Lande haben, angehen, auch auf Twitter. Also das mal hier, gut. Sei davon unbenommen, aber es ist halt zunehmend negativ. Negativ, ja. Und es sind halt im Prinzip 2% aller Deutschen haben Twitter-Account. Und da muss man sich einfach überlegen, ob ich mein ganzes Leben und Stunden meines Lebens damit verbringen will, 2% der Menschen in Deutschland zu beeinflussen oder ob es vielleicht mehr Sinn macht, mal auf die Straße zu gehen, mit Leuten zu reden, soziales Engagement im Allgemeinen. Und das ist natürlich, da kommen wir gleich zu dem nächsten Kapitel, Anfeindungen, auch nicht unbedingt so schön, wenn man das tut, was wir machen. Aber ich halte es halt für total wichtig, das zu machen und auch gerade nochmal deutlich zu machen, wo diese ganzen Nazi-Ressentiments, antijüdische Theorien herkommen und all das, was hier gerade mit der AfD bei uns im Land passiert, passiert halt, weil Menschen sich nicht vernünftig informieren. Und da bin ich dann natürlich, das ist die einzige Form von Dogmatismus, die ich vielleicht vor mir hertrage. Mit Nazis geht's halt gar nicht. Da habe ich auch kein Verständnis für. Das kann man vielleicht nochmal sagen. Ja.
hoffe, Marie, dass wir da deine Frage beantwortet haben. Haben dann hier noch ein paar Fragen von Konstantin bekommen, die so in einem eher so Themenkontext zusammenstehen hier nochmal. Er fragt, warum wir so tolle Arbeit leisten. Vielen Dank dafür. Das mögen andere Leute beurteilen, ob die gut ist oder nicht. Und er stellt dann die Frage, bei welchem Thema fällt uns die Bearbeitung am schwersten? Also das ist tatsächlich dieser ekelhafte Verschwörungsmythos von der Umvolkung. Das ist ein Thema, was wir jetzt irgendwie angehen und wo wir auch wissen, dass wir da eine Folge dazu machen. Aber es ist einfach so zum Kotzen, diese zutiefst braunen Abgründe, in die man da abtaucht, wenn man sich damit beschäftigt. Also wirklich diese Jauchegrube, in der man da schnorcheln gehen muss. Dass das wahnsinnig schwer fällt. Das ist auch wirklich ein Thema, wo ich im gleichen Atemzug das unglaubliche Bedürfnis habe, mir irgendeinen Sagengestalt oder irgendein Märchen vorzunehmen und darüber dann mal eine Folge zu machen, einfach um so einen Ausgleich zu haben. Also es ist vielleicht auch nochmal so, wir betreiben auch bei Hoaxilla manchmal so ein bisschen Eskapismus. Themeneskapismus und beschäftigen uns dann halt einfach mit solchen Sachen wie Akte X oder Blair Witch Project, einfach um mal irgendwie über so Nerd-Geschichten reden zu können, die uns selber total viel Spaß machen. Das muss halt wirklich auch mal sein. Und wir sind ja in der glücklichen Lage, uns die Themen selber aussuchen zu dürfen. Und deswegen machen wir das auch so. Das erklärt dann aber auch zum Beispiel so ein bisschen sowas wie Lego, weil wenn man in irgendwelchen Foren rumliest oder sich diese braune Scheiße im Netz angucken muss, dann braucht man irgendwas mal, wo man auch abschalten kann, wo man sich damit nicht beschäftigen muss. Und ich habe zumindest einen ganz schönen und tollen Job, da rede ich vielleicht nachher nochmal drüber im privaten Bereich, der mir furchtbar viel Spaß macht, der aber auch anstrengend ist. Dann widme ich meine Zeit auch noch Hoaxilla, meine Freizeit. Und wenn dann nur so braune Scheiße auch noch dabei ist, mit der ich mich in meiner Freizeit, dann ist es halt so, dass ich auch gerne mal was aus Lego baue, weil ich da dann abschalten kann, andere Leute puzzeln oder machen andere Dinge, machen so Dokus oder so. Bei mir geht es halt mit Lego, da kann ich mich gut bei entspannen. The Witcher hören. Die Hörbücher zum Beispiel, genau. Also das sind die Themen, die sicherlich am schwersten zu bearbeiten sind. Dann fragt Konstantin, ob die Dogmen von Religionen für uns vergleichbar mit Verschwörungstheorien sind. Das ist schwer zu beantworten. Meine Aussage da zunächst mal ist, das ist ein Vergleich, der nicht zulässig ist. Würde ich erstmal sagen, weil wir beim Thema Religion trennen müssen zwischen verschiedenen Dingen. Religion muss man zunächst mal sagen, es gibt in Deutschland laut Grundgesetz die Religionsfreiheit, die jedem Menschen zusteht. Und der individuell gläubige Mensch, den würde ich niemals kritisieren wollen. Solange, das muss man dann wieder sagen, er natürlich im Einklang mit dem Grundgesetz und den geltenden Gesetzen er anderen Menschen nicht durch seinen Glauben schadet. Das ist ein Rechtsstaat und insofern, das kann ich nicht kritisieren. Dann muss man natürlich sagen, institutionelle Kirchenkritik ist zulässig und man muss halt schon sich wundern, warum ein Arzt in einem katholischen Krankenhaus, der sich scheiden lässt, dann seinen Job verliert. Das halte ich für nicht mehr gerechtfertigt. Das finde ich auch nicht gut und das kritisiere ich auch immer, wenn ich gefragt werde. Das ist Religionskritik. Aber eine Religion ist kein Verschwörungsmythos für mich, weil Religion kulturell über die Jahrhunderte die Religion, die Menschheit begleitet hat, etwas ist, was einfach grundsätzlich anders ist. Man kann jetzt sagen, dass die katholische Kirche als Machtorganisation eher so eine politische Komponente hat, die einen großen Einfluss gehabt hat. Es gibt auch in anderen Religionen politische Komponenten, da wird es dann halt tatsächlich ein bisschen problematisch. Genau, ich bin jetzt hier auf unseren Kontext und unseren Kontinent bezogen, aber wir erleben ja auch einen Wandel tatsächlich und was wir halt haben und das glaube ich ist auch wieder, da sind wir bei Dogmatismus, für viele Menschen gar nicht nachvollziehbar, wir haben religiöse Menschen, die Hoaxilla-Fans sind. Und die sich das alles anhören, die dann irgendwann an den Punkt kommen, wenn wir Religionskritik betreiben oder uns über das Turiner Grab unterhalten, dass sie dann irgendwie zucken und sich das aber trotzdem anhören und interessant finden. Aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die Skeptiker sind, die aber trotzdem gläubig sind. Das ist, finde ich, okay erstmal. Also ich möchte auch hier wieder sozusagen nochmal eine andere Ebene aufmachen. Also sicherlich würde ich, auch ich, nicht den christlichen Glauben als einen Verschwörungsmythos
bezeichnen. So. Was aber durchaus meiner Ansicht nach vergleichbar ist, sind die Mechanismen dahinter. Also nicht so sehr inhaltlich eine Vergleichbarkeit, sondern eine Vergleichbarkeit der Mechanismen des Glaubens. Denn auch durchaus bei Menschen, die einem Verschwörungsmythos anhängen, hast du halt Glaubenskonstrukte, die da eine Rolle spielen. Und das spielt dann wiederum eine Rolle bei der Argumentation. Also du kannst einem, der ganz fest an einen Verschwörungsmythos glaubt, diesen ebenso wenig ausreden, wie du einem gläubigen Menschen seine Religion ausreden kannst. Also da ist dann wieder durchaus eine Vergleichbarkeit da, denke ich. Aber inhaltlich sollte man dadurch schon sehr aufpassen. Und das Interessante ist natürlich, dass eine katholische Kirche politische, insbesondere so die katholische Kirche natürlich politische Positionen vertritt zum Thema Homosexualität, zum Thema Abtreibung, zum Thema Verhütung, die sich mit meinem Weltbild nicht mehr tragen. Und natürlich sage ich, das ist halt Bullshit, was da stattfindet. Das ist alther tradiert. Das ist auch die Interpretation eines Buches, was unglaublich alt ist. Aber wenn es denn dann Menschen gibt, die dieser alten Interpretation freiwillig hinterherlaufen möchten, dann kann ich das ja nicht verhindern. Und ich glaube, wir sollten tunlichst aufpassen, in Deutschland nicht in so ein Religionsverfolgungsding reinzukommen. Haben wir alles schon mal gehabt. In Deutschland ist nicht gut ausgegangen. Sondern was wir tun müssen, ist, glaube ich, den gesellschaftlichen Wandel so angehen, dass deutlich wird, wie überkommen die Interpretation der institutionellen Kirchen dieses Werkes Bibel ist. Und das tun wir durch unseren Podcast zum Beispiel, weil wir versuchen, Menschen aufzuklären im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen die irgendwann vielleicht selber an den Punkt. Und das, was die katholische Kirche vertritt, ich kenne ganz viele Katholiken auf dem Papier oder sagen wir mal gläubige Menschen, die katholisch getauft sind, sagen wir es mal so rum, die diese Position in ihrer Kirche nicht mehr vertreten und trotzdem aber sagen, ich glaube an Gott. Und was machst du denn mit solchen Leuten? Also die haben sich ja von diesen Mechanismen schon losgelöst, ja, und wollen sich aber trotzdem ihren privaten Glauben an Gott nicht nehmen lassen. Und das finde ich nachvollziehbar. Und das ist halt so ein Ding bei Sekten, und das ist, glaube ich, so ein Kontext, in den wir kommen, ist es halt schwieriger. Wenn du in einer Sekte verfangen bist, ist die Kontrolle dieser Sekte über die einzelne Person, über das Individuum viel, viel größer, als das hier bei den großen Staatskirchen, zumindest in Deutschland, ich rede jetzt von Deutschland, weil es meine Erfahrung ist, oder Europa, haben. Europa ist schon wieder schwierig. Reden wir mal über Deutschland, ein säkularisiertes Land. Und trotzdem haben wir die Situation, dass jemand um seinen Arbeitsplatz fürchten muss. Und das ist halt das Problem. Und da muss man sich aber generell fangen, da machen wir ein ganz neues Thema auf, brauchen wir konfessionelle Krankenhäuser noch in unserem Land? Anderes Thema. Ja. So. Oder generell, wie steht's mit der Verbindung von Kirche und Staaten? Also da sind wir wieder bei institutioneller Kritik, die natürlich legitim ist und die man auch diskutieren muss. Genau. Aber das hat halt, oder sagen wir mal so, was man halt nicht machen sollte, ist zu versuchen, anderen privaten Menschen ihren privaten Glauben zu nehmen. So. Und man kann mit Katholiken prima über solche Themen reden. Mhm. Also das tue ich auch bei jeder Gelegenheit. Und erfährt da ganz interessante Dinge auch, ja. Genau, klar. Das tue ich auch bei jeder Gelegenheit. Da wäre ich ja dann nicht ich, wenn ich das nicht auch tun würde. Aber im Grunde genommen muss man hier einfach sagen, das muss man sauber trennen. Und Sekten in Deutschland, das ist ja auch mal die Frage, sind das nicht alles Sekten? Und da sage ich, nee, eine Sekte hat tatsächlich nochmal eine andere Intention, wenn es um die Menschen, die in der Sekte verhangen sind. Und das ist eher bei einer Sekte am Ende ein finanzielles Interesse, das ist, und zwar ein klar finanzielles Interesse, und bei der institutionellen Kirche, es gibt halt auch Priester, die einfach auch glauben. Das klingt jetzt absurd, aber es gibt auch, sagen wir mal, gute Menschen, die keine Kinder schänden, die Moral vielleicht gar nicht so schlecht sind, wollen anderen. Sondern die glauben halt. Ist dann halt so. Ich glaube allerdings tatsächlich, wenn man mich fragt, dass wir in einigen hundert Jahren glaube ich, einen Rückgang von Religion weiter haben werden, wie wir es jetzt ja schon haben. Denn die konfessionsfreien Menschen in Deutschland sind ja inzwischen die größte Gemeinschaft. Die Frage ist, was tritt dann an die Stelle? Ne? Weil es ist ja auch in dem Augenblick, wo ein Mensch nicht mehr glaubt, das ist mir ja auch selber so gegangen, als ich mir dann endlich eingestanden habe, dass ich glaube halt an irgendwie nix. So, dass das auch eine Lücke reißt, ne? Also du versagst dir ja auch also gewisse Dinge, die ja auch anderen Leuten sehr viel Trost spenden, ne? Und dann ist halt die Frage, brauchst du eine andere Krücke stattdessen? Und wenn ja, was ist das dann? Also das ist ein ganz weites Feld, was auch sehr, sehr viele Fallstricke birgt.
aber vielleicht an dieser Stelle nicht mehr weiter ausgeführt werden soll, kann. Weil wir haben nämlich, die nächste Frage finde ich total super. Für die nächste Frage bin ich sehr, sehr dankbar und ich konnte selten eine Frage so klar beantworten. Das ist nämlich Konstantin, die dann noch eine dritte Frage gestellt hat. Alexa, vielleicht willst du sie mal vorlesen. Ja, nächste Frage lautet, wenn ihr die Fähigkeit hättet, exakt eine VT, also eine Verschwörungstheorie, komplett aus der Welt zu schaffen, welche würdet ihr wählen? Ich weiß es. Ja, sag. Die von der jüdischen Weltverschwörung, also im Prinzip alles, was in dieser Fiktion der Protokolle der Weisen von Zion steht, die ja wirklich eine dreckige, eklige Fiktion sind, die leider immer noch von vielen Leuten in gewissen Kreisen als wahr verbreitet werden. Zunehmend also wieder. Zunehmend wieder als wahr verbreitet werden. Also die jüdischen Mitbürger möchten gerne die Weltherrschaft an sich reißen, beeinflussen die Medien, haben die Finanzen unter Kontrolle und möchten gerne aus den Schatten heraus die Geschicke der Welt lenken. Das ist ein widerlicher Verschwörungsmythos, den ich wirklich gerne persönlich komplett streichen würde. Damit hättest du ja den Meta-Verschwörungsmythos eben, dann auch schon eben, aus der damit Welt fällt geschafft. Dann auch bei sehr vielen anderen Verschwörungsmythen so ein ganz unguter Kern eben weg. Ich glaube, ich würde gar nicht gegen etwas arbeiten, gegen einen Verschwörungsmythos arbeiten, sonst würde ich natürlich mit dir gehen, aber um mal eine andere Position noch zu nehmen. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass wir mehr in Bildung und Aufklärung investieren wieder in unserem Land, damit Menschen einfach in der Lage sind, aus dieser Blase Internet heraus, wo es nur zunehmend Verschwörungsmythen gibt, weil die sich da einfach sehr schnell verbreiten können, wieder lernen, Quellenkritik zu betreiben, nach draußen zu gehen, selber erfahren, wie die Welt wirklich ist, das zu vermitteln, den Erkenntnisweg. Also Skeptizismus übrigens nochmal bei der Gelegenheit, weil ich das kürzlich gefragt worden bin, ist das stringente Hinterfragen von Dingen, aber nicht das alles in Zweifel ziehen von Dingen. Das ist ein feiner Unterschied und Skeptizismus ist damit eine philosophisch-wissenschaftliche Weltbetrachtung. Und das andere sind halt Verschwörungstheoretiker. So. Oder eine wissenschaftlich-kritische Weltsicht. Ja. Mhm. Genau. Insofern, das würde ich mir wünschen, dass die Menschen dazu mehr in der Lage sind. Und oder mehr Freude daran haben. Oder mehr Freude daran. Freude ist vielleicht irgendwie Freude in dem daran, Zusammenhang. Genau. Und weniger auf den Satz zu hören, ja, sehe ich alles ein, aber ich glaube trotzdem, dass es anders ist. Weil das ist ja, dann sind wir genau wieder bei diesem Glaubensthema. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, auch mit Menschen, die mich angeschrieben haben, die was wissen wollten, die gesagt haben, Chemtrails und ich habe da Angst vor und sie sagen, das existiert gar nicht. Wie kommen sie denn dazu? Und man erklärt das minutiös. Man macht sich Mühe, geht den Weg mit den Menschen und die hören sich das alles an. Das ist ein ganz freundlicher Dialog in sozialen Netzwerken, sag ich mal. Und dann kommt am Ende der Satz, ja, ich habe das jetzt alles gemacht und das, sie scheinen recht zu haben, aber ich glaube trotzdem, dass da was dran ist. Übrigens in dem Zusammenhang noch eine Anmerkung von mir, die mir am Herzen liegt, jetzt nicht so hundertprozentig da hineinpasst, aber wo wir gerade beim Thema wissenschaftlich-kritisches Weltbild und Freude waren. Ich finde im Augenblick, gerade vor dem Hintergrund von Katastrophen auf der Welt, vor dem Hintergrund der Auswirkungen des menschengemachten, schnell stattfindenden Klimawandels, spielen leider auch die Medien eine gewisse Rolle dabei, die Menschen so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie handlungsunfähig werden und auch anfällig für einfache Lösungen und damit eben auch für esoterische Bauernfänger. Hat angefangen übrigens mit dem 11. September 2001, ja. Wo das Bedrohungsszenario in den Vereinigten Staaten so drastisch nach oben gezogen worden ist von der damaligen Administration, dass die Bürger alles gemacht haben, weil sie voller Angst waren und nicht mehr kritisch Dinge hinterfragt haben. Und das ist ganz gefährlich. Genau. Das ist ein guter also Punkt, Alexa. Medien spielen eine unrühmliche Rolle. Was wir meiner Ansicht nach brauchen, und das liegt mir wirklich am Herzen, und das fällt mir zum Beispiel auch bei Twitter auf, wenn es so ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft ist, wir brauchen einen positiven, lösungsorientierten Journalismus, weil ständige Bedrohung, ständige Angst, ständiger Schrecken Menschen handlungsunfähig macht. Ich habe vor einiger Zeit, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, mir die Nachrichtensendungen anzusehen, mir eine App runtergeladen, ja. Die wirklich nur aus dem Netz nur gute Neuigkeiten sammelt und wo halt auch wirklich zu den brennenden Themen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu den brennenden Themen unserer Zeit Lösungsansätze aufgezeigt werden. Und sowas brauchen wir halt viel, viel mehr. Wir müssen wieder dahin kommen, handlungsfähig zu sein und
auch zu wissen, wo wir stehen, wo die Wissenschaft steht, wo die Forschung steht, erstmal zu erkennen, wie wichtig Wissenschaft und Forschung sind für die Probleme, die wir lösen müssen und da eben wieder ganz gezielt Faszination, Freude und lösungsorientierte Ansätze zu entwickeln. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch einer meiner, ich mache eigentlich keine Vorsätze, aber so eine meiner Ideen für 2020 in den sozialen Netzwerken, mich weniger zu streiten. Auch ich neige da manchmal dazu, etwas harsch im Umgang zu sein, sondern ich will einfach gar nicht mehr mich in solche Diskussionen einmischen, sondern eher so positive Gegenpunkte setzen. Und diese App, und es gibt auch Internetportale, die das tun. Das tut gut. Einfach mal nach Good News oder gute Neuigkeiten oder gute Nachrichten oder so. Das hilft mitunter. Ja, kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das habe ich dann mal Umgang mit Anfeindungen genannt. Da gab es einige Fragen zu. Unter anderem haben Nico gefragt, zum Beispiel, gibt es Anfeindungen aus der Aluhut-Sektion, die auf euch schon bedrohlich wirken? Wie reagieren die Verschwörungstheoretiker auf euch? Ähnliche Frage kam von Dagra 1988. Da wurde gefragt, habt ihr manchmal Angst vor rechter Hetze gegen euch? Beziehungsweise wie geht ihr mit Hasskommentaren um? Sabrina fragt, werdet ihr oft angegriffen, sei es per Mail oder andersweitig? Wie geht ihr damit um? Und dann fragt Daniel nochmal etwas ausführlicher, was für Strategien habt ihr, dem alltäglichen Wahnsinn gelassen zu begegnen? Ich meine mit politischem Populismus, Verschwörungskram, Impfgegner. Mir persönlich fällt es zunehmend, wäre nicht komplett zu verzweifeln und würde mir mal Input wünschen, wie ihr damit umgeht. Und fragt nach, also er sagt, Skeptik jetzt würde er jetzt als Begründung nicht gelten lassen, weil er mit Katze, Haustieren nicht umgehen kann. Ja, also Strategien mit einem alltäglichen Wahnsinn umzugehen, haben wir gerade schon gesagt. Good News lesen, lieb zu sich selber sein, mal was aus Lego bauen oder ein gutes Buch lesen. Ja. Solche Geschichten für Entspannung sorgen. Anfeindungen aus dem Aluhut-Bereich haben wir immer wieder mal. Ja. Das hat so fiese E-Mails, Drohungen, Kommentare. Das hat immer so Wellen. Bewegungen scheinbar. Es ist ganz interessant, dass es oft sehr lange sehr ruhig ist und dann plötzlich scheint es so eine Welle zu geben, vielleicht auch, weil es sowas wie Sockenpuppen ja gibt, ein Mensch, der mehrere Accounts hat und dann Mehrfachdruck machen will. Drohungen hat es gegeben in der Vergangenheit. Wenn wir die ernst genommen haben, haben wir das auch den Behörden weiter gespielt, wenn das notwendig war. Häufig ist es aber eher so Bullshit-Kram, würde ich mal behaupten. Ich habe da auch ein relativ dickes Fell. Bei uns beiden ist es so, dass ich eher so die Kommentare und das Zeug sichte. Ich eher so nicht. Genau. Das ist meine Art, damit umzugehen. Ich beschäftige mich mit Dingen, die konkret wichtig für das Projekt sind und nicht mit so einer Idiotie. Genau. Und Angst habe ich davon nicht, weil ich glaube, das hat Alexa ja gerade schon gesagt, in dem Moment, wo man Angst hat, ist man gelähmt ein Stück weit und ist nicht mehr frei zu agieren. Wobei ich jetzt auch wiederum sagen muss, dass wir natürlich mit Huxilla, glaube ich, nicht so präsent auf den Schirmen der rechten Vollidioten sind. Das kann morgen anders sein. Das muss ich ja nur einmal in deren Blase herumsprechen. Eher so Menschen, die generell an Verschwörungsmythen glauben, Reichsbürger, die dann schon auch mal giftige Dinge an uns schreiben. Fies war eine Zeit lang mal diejenigen, die glauben, dass man Chlorbleiche doch als Allheilmittel einsetzen sollte, also diese berühmten Magic Mineral Solution Anhänger, die waren echt ein bisschen die nervig. Also die erste Morddrohung haben wir von Menschen bekommen, die glauben, dass es Chemtrails gibt. Das war tatsächlich auch eine Morddrohung, die wir bekommen haben. Und inzwischen lacht man ja auch ein bisschen drüber. Also wenn jemand mir schreibt, ihr werdet besser damals auch durchs Gas gegangen. Ich kann das gar nicht ernst nehmen. Das ist einfach, damit entlarven sich ja Menschen so sehr, dass ich das nicht ernst nehmen kann, da stehe ich dann einfach drüber. Was ihr da im Hintergrund hört, ist zum einen hier irgendwie Polizei in Hamburg und unter Umständen und eins unserer Skeptikets. Ach genau, ja, das ist übrigens, also wir wohnen und arbeiten wirklich im Prinzip direkt neben einer Polizeiwache, das ist auch irgendwie gar nicht so schlecht. Passiert, das genau, es gibt auch ein Gefühl von Sicherheit. ja, also das ist, ich glaube, dass man Angst haben kann. Ich maße mir bis heute an, davon überzeugt zu sein, dass ich in einem sicheren Land lebe.
Und insofern glaube ich einfach, dass ich nicht so viel Angst habe. Aber ja, manchmal ist das unangenehm und was vor allen Dingen einfach mich nach wie vor Überwindung kostet, ist so dieser Gedanke, gerade auf Twitter mache ich es gar nicht mehr auf Trolle reagieren, weil ich habe es ja schon mal gesagt, da sind gar nicht so viele Menschen. Und wenn man dann meint, ich muss jetzt auf Twitter etwas ausdiskutieren, damit umstehende Mitleser etwas lernen können. Das ist halt Bullshit, weil genau darauf legen es der Troller an und die wollen ja nicht lernen und die Umstehenden sind dann irgendwann genervt und blenden so eine Diskussion in der Regel auch aus. Und ich habe auch festgestellt, dass Twitter inzwischen anders funktioniert als früher. Also ich habe kürzlich mal den Spaß mir gemacht, einfach zu sagen, dass ich die Serie The Witcher durchgeguckt habe. Also ich habe einen Tweet abgesetzt auf Twitter. Ohne Wertung. Da stand Witcher und dann so ein Emoji-Symbol für einen Haken dran. Das ist interessant, was man dafür Antworten bekommt. Da gibt es Menschen, die schreiben mir die Rezension ihrer Serie, stellen Vergleiche zu anderen Serien an. Ich habe an keiner Stelle gesagt, ob ich die Serie gut fand, ob ich das schlecht fand, sondern es war einfach nur so ein Ding. Und allein das ist eine Aufforderung für Menschen, darauf was zu schreiben. In dem Fall war es ja nett. Also wenn mir jemand seine Einschätzung der Serie schreibt, dann lese ich das schon und finde das auch witzig. Aber ich will jetzt dann gar nicht auf Twitter über die Serie reden, sondern ich hatte jetzt einfach für mich so mal das Statement, habe ich jetzt auch geguckt. Das ist dann auch safe und ich mache sowas auch nicht, weil ich zum Beispiel auch nicht spoilern möchte oder solche Geschichten. Aber das hat sich geändert. Früher war das irgendwie anders. Und natürlich ist eine Idee zu sagen, jetzt gehe ich auf das nächste Netzwerk. Viele gehen nach Mastodon zum Beispiel, weil sie sagen, da ist jetzt die Welt wieder in Ordnung. Aber auch da wird sich die Welt verändern. Also es ist ja auch keine Lösung, immer so nomadisch von einem sozialen Netzwerk ins nächste umzuziehen. In der Hoffnung, dass es eine Welt ohne Veränderungen gibt. Das ist die größte Illusion überhaupt. Wird halt nicht funktionieren, genau. Entweder also, du passt dich an dem Wandel oder lernst damit zu leben oder du hast halt irgendwie Pech gehabt. Was wir nicht haben, vielleicht, und das steckt vielleicht so hinter diesen Fragen auch drin, wenn wir Vorträge halten, wir haben in Südtirol jetzt ein paar Vorträge gehalten, da gab es dann mal jemanden, der offensichtlich eher so dem verschwörungsgläubigen Lager angehört hat, der war dann bei einem Vortrag, wo es darum ging, waren wir wirklich auf dem Mond oder nicht. Spoiler, wir waren auf dem Mond. Und der fing dann irgendwann an, also wir nicht, aber die Menschheit. Und der fing dann irgendwann an, über den 11. September diskutieren zu wollen. Hat so ein, zwei ganz blöde Punkte gebracht, die im ersten Moment Menschen vielleicht mit dem offenen Mund dastehen lassen, die man aber sehr gut debunken konnte. Und der wollte dann irgendwann nur noch über den 11. September reden. Und da muss man dann einfach bei so einem Vortrag, wenn man da in der Pütt vorne steht, einfach aufhören, mit diesen Menschen zu reden. Und denen auch ignorieren. Zumal ja auch andere Leute vielleicht irgendwie noch eine Frage haben. Oder andere so. Leute haben eh Fragen. Das Publikum wurde unruhig. Und das war eher so, dass die dann auch merkten, wo der Hase langläuft. Das war mal eine unangenehme Situation. Und ansonsten ist es eher so gewesen, immer wenn ich auf Verschwörungsgläubige getroffen bin, bei Vorträgen oder im Fernsehen oder sonstigen Dingen, wo man sich mal rumgetrieben hat, war es eher so, dass man immer in einem vernünftigen Austausch in Anführungsstrichen getreten ist. Ich habe da keinen vom Gegenteil überzeugt, dessen an was er glaubt. Aber im Grunde genommen war das jetzt nicht so, dass die mir auf die Fresse hauen wollten oder so, sondern man ist dann irgendwie in den Austausch gegangen und ist dann irgendwann auseinandergegangen und jeder hat sein Weltbild beibehalten. Das ist dann leider so. Aber deswegen haben wir bisher da auch keine Angst vor gehabt und umgedreht finde ich es aber total wichtig, mit solchen Vorträgen auch mal rauszugehen. Und ja, ich weiß, dass wir dann auch oft gefragt werden, ich mache das ein bisschen größer, wird das gefilmt oder so, das liegt dann oft nicht in unserer Hand, sondern in der Hand der Veranstalter, ob sowas gefilmt wird und veröffentlicht wird. Wir selber haben jetzt nicht das Equipment, das zu tun und auch nicht die Zeit, sowas dann zu schneiden. Insofern finde ich es aber dann witzig, weil häufig bei den Vorträgen natürlich Hörerinnen und Hörer von Huxilla sind, was uns sehr freut, aber inzwischen halt auch viele Menschen, die aus anderen Kontexten von diesen Vorträgen erfahren haben. Und das finde ich dann halt total gut, weil man dann wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten kann. Und Angst, nee, also wenn es mich bei so einem Vortrag, wenn mich da einer in die Luft sprengt, dann hat es mich halt erwischt. Also das ist so, ich halte das Risiko für halt äußerst gering, dass mir da was passiert. Und davon möchte ich auch nicht abrücken. Das ist halt auch eine Illusion. Letzte Frage vielleicht, oder wenn du noch was sagen willst, Alexa? Nee. Letzte Frage aus dem Kontext war dann die Frage von El Data Visardo, der fragen wollte, was er schon immer wissen wollte, wäre, welches Werkzeug bräuchte er, um Spott und Hohn zu ernten und wie man das lagert. Ich glaube, um Spott und Hohn zu ernten, muss man sich einfach nur einer gewissen Öffentlichkeit preisgeben. Ich hätte das jetzt im übertragenen Sinne beantwortet und eine Common Sense, eine Sense vorgeschlagen. Schönes Werkzeug, ja. Und dann das Ganze am besten in eine Kiste mit trockenem Humor packen. Und grundsätzlich in dem Moment, wo man sich einer gewissen Öffentlichkeit auch preisgibt, dann muss man halt damit rechnen. Also mach irgendwas, was aus irgendeiner Filterblase heraus
plöppt. Also es gibt ja so eine Podcast-Blase in Deutschland, wo eher so Podcaster untereinander ihre Produktion hören, so eine Fangemeinschaft rund um das Medium Podcast vielleicht heraus. Und da haben wir ja auch viele, viele Hörer aus dieser Gemeinschaft. Schöne Grüße in die Richtung. Aber wir werden halt auch einfach von Menschen gehört, die gar nichts mit diesem Medium Podcast zu tun haben. Und wir sind dann auch mal in der Zeitung oder wir sind dann auch mal im Fernsehen oder im Radio oder so. Und in dem Moment muss man sich dann auch einfach bewusst sein, dass man so eine gemütliche Blase verlässt. Das ist das eine, wie gemütlich die auch immer sein mag, und dann in der Öffentlichkeit steht. Und in dem Moment, wo dein Bild in der Zeitung ist, wird dir irgendwer schreiben, dass du scheiße aussiehst. Mhm. Das ist schön, fand ich das. Das ist halt nicht schön, aber ich konnte dann zum Glück drüber lachen. War eine Reaktion, nachdem irgendwie mal wieder diese Doku da auf Kabel 1 lief, ja, wo wir als Experten waren, irgendwie laber nicht so viel Scheiße, nimm erstmal ab. Ja. So dachte ich irgendwie, ja, und wenn ich dann abgenommen hätte, was ich inzwischen ja auch habe, darf ich dann jetzt Scheiße labern oder irgendwie, also wie hängt das eine mit dem anderen zusammen oder darf man irgendwie, lieber, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall, also es hatte irgendwie so den Anschein irgendwie, du kannst erst zu den Themen was sagen, wenn du anders aussiehst als jetzt oder als da auf dem Bild. Das fand ich natürlich auch irgendwie etwas putzig. Hässlicher Typ, wird mir gesagt, vorhin arrogantes Arschloch, keine Ahnung. Also all das, natürlich kriegen wir das ständig. Und also jetzt auch, als wir in den sozialen Netzwerken gefragt haben oder aufgerufen haben, dass ihr uns Fragen stellt, gab es dann auch Menschen, die einfach vollkommen unappetitliche Fragen uns gestellt haben, wo ich dann auch denke, was motiviert dich, so ein Bullshit zu schreiben? Natürlich beantworten wir diese Fragen nicht. Wir werden nachher noch den privaten Teil haben. Aufmerksamkeit. Ja, genau. Also das ist so, guck mal, ich bin total cool, guck mal, reagier mal auf mich. Und da habe ich halt inzwischen einfach überhaupt keinen Bock mehr, nach fast 10 Jahren in den sozialen Netzwerken auf so einen Quatsch zu reagieren. Und das ist halt, hat auch nichts damit zu tun, kritisch zu sein, sich selber gegenüber oder so, sondern wer den Anstand vermissen lässt in der Kommunikation, der hat verloren bei mir. Das ist einfach so. Und der muss auch nicht von mir erwarten, weil ich dann, oder wir in dem Fall vielleicht, Alexa, als Personen einer gewissen Öffentlichkeit aussehen, ich bin kein Politiker, ich bin kein Journalist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wer mich anpumpt, der muss in den sozialen Netzwerken damit rechnen, dass ich genau in dem Tonfall zurückpumpe, weil ich da inzwischen keinen Bock mehr drauf habe. Und dann wird das auch relativ schnell sehr ruhig, weil ich muss mich nicht zurücknehmen. Ich bin in dem Moment mein eigenes Sendehaus, meine eigene Anstalt, mein eigener Arbeitgeber in dem Fall, was es um Podcasting geht. Und da muss niemand hoffen, dass ich ihn schone, weil ich eine Person öffentlichen Interesses bin, wie auch immer. Ich ignoriere das immer noch am liebsten. Du bist auch nicht so streitbar wie ich. Na, das weiß ich nicht. Ich bin ja manchmal sogar etwas emotionaler und giftiger als du in manchen Situationen, aber nicht unbedingt in den sozialen Medien. Also wenn mir da einer dumm kommt, ich ignoriere das halt irgendwie, weil in dem Augenblick, wo du in irgendeiner Form den Leuten Aufmerksamkeit schenkst, und es gibt ja auch durchaus Leute, gerade auf Twitter, die sozusagen Blogs sammeln und sich dann so wie Badges irgendwie wie Orden an die Brust heften, mache ich halt nicht. Ignoriere ich halt irgendwie. Genau, und generell soziale Netzwerke, wenn mich irgendwas nervt, auch Tweets oder so, entweder entfolge ich oder mute ich und dann geht es mir besser. Also das ist einfach so, niemand zwingt mich, mir irgendwas durchzulesen. Es gibt so viele tolle Leute, also ihr seid wirklich so großartig da draußen, dann beschäftige ich mich lieber mit euren tollen Fragen und mit euren tollen Kommentaren als mit so einem Bullshit. Und das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen, wir haben jetzt gerade über die ganzen negativen Dinge natürlich gesprochen. Aber natürlich gibt es auch ein unglaubliches Maß an positivem Feedback, was wir bekommen. Also wir haben jetzt hier über Anfeindungen gesprochen und wir bekommen so viel positive Rückmeldungen und irgendwie ein Tweet, wo jemand sagt, ach, ich habe Huxler auf den Ohren, es muss Liebe sein, glaube ich, war heute ein Tweet, der irgendwo durchflog. Das ist so, das macht Spaß, und all das Feedback, was wir von euch bekommen, das erwähnen wir auch regelmäßig in den Folgen, das meinen wir so. Das trägt dann auch über jede bescheuerte E-Mail mit Hakenkreuzen, die wir kriegen, einfach drüber weg. Das ist einfach so, weil wir wissen ja, zumindest was die Downloadzahlen anhören, wie oft unsere Episode runtergeladen wird. Wir sehen inzwischen bei anderen Netzwerken, wie so die Abrufzahlen sind. Und dass wir so viele Menschen dazu bewegen können, nach 10 Jahren unseren Kram sich immer noch anzuhören, finde ich super. Und scheinbar im Moment jetzt so dieses Jahr 2019, in dem wir durchgepowert haben,
hat auch dazu geführt, dass wir viele neue Hörer haben. Es häufen sich jetzt Zuschriften von Menschen, die sagen, boah, ich habe euch vor 3 Monaten entdeckt. Und das ist halt schon auch absurd, wenn man so lange das schon macht, wie wir es machen, und jemand sagt, ich habe euch vor 3 Monaten entdeckt. Und ich denke mal, was passiert jetzt, wenn jemand jetzt anfängt, das zu entdecken? Er hat halt einfach unfassbar viel Kram, sich anzuhören, und kann so eine Entwicklung vielleicht auch wahrnehmen. Und das finde ich total schön. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir, warum wir das machen. Also insofern, Anfeindung ist das eine, die Liebe aus dem Netz, wenn ich es mal etwas pathetisch ausdrücke, ist aber deutlich größer und sicherlich auch etwas, was sehr hilft, mit den Anfeindungen umzugehen. Um den Spannungsbogen zum Privaten noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, machen wir jetzt vielleicht mal das als vorletzten Punkt, was ich so Produktion genannt habe. Da gab es nämlich einige Fragen schon. Wir wollen das nicht ganz so trocken machen, aber das ist natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben natürlich auch viele Podcaster oder Menschen, die sagen, ich würde auch gerne einen Podcast machen, die so ein paar Fragen gestellt habe. Fangen wir mal an mit Skeptik Björn, der uns fragt, wie bekommen wir eine wöchentliche Folge auf die Ohren? Das ist natürlich ein Bezug zur Anfangszeit, Fuchsler, wo wir jede Woche eine Folge veröffentlicht haben. Lieber Björn, ich muss da, glaube ich, sagen, gar nicht aktuell. Und das liegt daran, dass ich inzwischen einen Beruf habe. Ich habe vor 3 Jahren jetzt nochmal den Job gewechselt, der mir unglaublich viel Freude macht. Das habe ich in der Vergangenheit nicht immer gehabt. Die Tätigkeit in der Wissenschaft, in der Forschung ist total spannend, frisst sehr viel Zeit. Und finanziert zunächst mal auch im großen, zum großen Teil unser Leben einfach, so dass ich für meinen Teil, glaube ich, ohne dass ich sagen wir mal auf Ebene der psychischen Gesundheit zumindest über meine Grenzen gehen würde, nicht mehr als 2 Folgen im Monat hinbekomme. Und ich erinnere mich auch noch gut an diesen ständigen Druck, den wir in der Zeit hatten, als wir wöchentlich aufgenommen haben. Dieser Druck, also erstmal ist es ja irgendwie nicht so ganz einfach, sich immer über die Themen, die wir besprechen wollen, klar zu werden. Da muss man natürlich auch redaktionell gucken, was liegt noch in der Bundeslade, was interessiert uns, was ist vielleicht aktuell, was möchten wir gerne machen, weil wir Freude dran haben, oder was muss jetzt mal sein. Also das sind natürlich irgendwie Prozesse, die da stattfinden. Und ich könnte mir einfach nicht vorstellen, selbst wenn wir jetzt sonst, also du hast deinen Dayjob, ich habe andere berufliche Projekte, die ich schön und vernünftig über die Bühne bringen möchte, die mir sehr viel Freude machen. Ich könnte mir, selbst wenn das nicht wäre, nicht vorstellen, diesen wöchentlichen Druck aushalten zu können, immer gut recherchierte Themen abliefern zu können. Ich glaube, mir würde auch ein Teil der Freude am Podcasten wieder verloren gehen, die ich jetzt wiedergefunden habe, seit wir Huxilla TV nicht mehr machen. Ja, und einfach um das auch nochmal einzuordnen, weil das uns auch mitunter auch gesagt wird, oh, langsam kann ich es nicht mehr hören. Also um es mal ganz, ganz deutlich zu machen. Die Einnahmen aus dem Podcast Huxilla, und das finde ich absolut beachtenswert, aber wir liegen im Moment bei den Einnahmen, ich würde mal sagen, stabil so um die 900 Euro brutto im Monat. Mhm. Also davon müssen wir noch Steuern bezahlen. All die Gelder, die durch die Plattformen wie Patreon, Steady und so, die greifen ja auch nochmal bei uns in die Tasche mit rein. Das ist schon abgezogen. Also ein guter Monat, da haben wir 900 Euro brutto Einnahmen über Huxilla. Alexa ist ja selbstständig. Das heißt, im Grunde genommen ist Alexas Grundgehalt, was sie hat, 900 Euro brutto. Alle, so, und da könnt ihr euch vorstellen, ob man von 900 Euro brutto im Monat leben kann oder nicht. Das ist relativ schwierig in einer Stadt wie Hamburg, in der wir uns jetzt leider ausgesucht haben zu leben, schon mal mehr. Das heißt, wir brauchen natürlich auch das Geld aus meinem Job, damit wir überhaupt über die Runden kommen. So, Punkt. Jetzt muss man sagen, wenn wir so viel Geld hätten, dass man nicht arbeiten gehen müsste, also in meinem Fall, könnte man nochmal darüber diskutieren, ob man einen anderen Sendungsrhythmus macht. Aber rechnet euch aus, also selbst mit wenig verdienen, aber 2 Menschen, die von etwas leben sollen und einen Haushalt finanzieren sollen, Versicherung bezahlen sollen, Krankenkasse bezahlen sollen, also all das, was da so dranhängt, da seht ihr dann, wie viel Geld mehr so ein Podcast einspielen müsste, damit das möglich ist. Einfach um das mal auch nochmal in die Dimension zu denken. Jetzt kann man auch mal an der Stelle sagen, jetzt sagen Leute vielleicht, ja, aber ich habe ja mal Bücher geschrieben. Die Einnahmen aus Büchern tatsächlich, die wir selber verfasst haben, lagen im Jahr 2019 bei 0,0 Euro.
so. Also wir haben, auch wenn Bücher verkauft werden, im Moment ist es halt einfach so, dass wir im Jahr 2019 aus verschiedenen Gründen überhaupt gar keine Einnahmen aus unseren Büchern hatten. 18 auch nicht. Ja, das ist halt schön, Bücher zu haben, aber da wird man nicht reich von. Fernsehauftritte, wenn es gut läuft, wenn man im Fernsehen das und überhaupt Geld bekommt, für einen Tag Arbeit vielleicht irgendwas zwischen 200 und 500 Euro, wenn es was gibt. Das ist die absolute Ausnahme. Das haben wir vielleicht ein oder zweimal in der gesamten 10-jährigen Historie von Huxilla überhaupt bekommen. Radio typischerweise immer kostenlos, die Zeit, die man dafür investiert. Bei dir inzwischen, Alexa, weil du häufiger dabei warst, du kriegst auch mal eine kleine Aufwandsentschädigung inzwischen dafür. Das heißt, da gibt's keine Einnahmen. Die Menschen, die eventuell glauben, naja, Spotify, iTunes, da kriegt man ja Geld für. Nein, es gibt keine Plattform aktuell, die uns in irgendeiner Art und Weise Geld für unseren Podcast ausschüttet. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir ungefähr 40.000 Abrufe allein bei Spotify im Monat haben, wenn man da einen Cent pro Abruf bekommen würde, das wäre schon viel Geld, aber noch nicht mal den bekommen wir. Wir bekommen 0,0 Cent von Spotify. Das heißt, es ist irgendwann auch eine Frage, du hast gesagt, um das vernünftig zu recherchieren, aufzubereiten, Community-Pflege zu betreiben, die Seite zu pflegen, produzieren, schneiden und so. Das müsste halt zwei Gehälter ersetzen. Und deswegen sind wir auch immer wieder natürlich dabei, uns dafür bei euch zu bedanken, dass ihr uns unterstützt. Und deswegen sagen wir halt, dass es total super ist, wenn jemand uns 1 Euro im Monat per Dauerauftragsgutschrift auf unser Konto überweist. Also 1 Euro bei, ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal, wir haben ungefähr 20.000 Downloads direkt von unserer Homepage im Monat. Also pro Folge, nicht im Monat, sondern pro Folge. Ja, wenn jetzt jeder, der eine Folge downloadet, 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto überweisen würde, dann hätten wir irgendwann eine Einnahmesituation, auch wenn wir es natürlich alles versteuern, wo man sagt, okay, das könnte man sich jetzt noch mal überlegen, aber da sind wir halt nicht. Also um das noch mal ganz deutlich zu formulieren, bei diesen Größenordnungen von Einnahmen sind wir nicht. Und umgedreht bei den Downloadzahlen, die ich gerade auch genannt habe, wir brauchen halt auch Server im Hintergrund, die es ermöglichen, dass ihr das runterladen könnt. Es gab Zeiten mal, wo wir Folgen veröffentlicht haben und wo dann nach jeder Veröffentlichung am Sonntag damals 30, 40 Nachrichten kamen, ich kann das nicht runterladen, euer Server geht nicht. Ja, weil der Server einfach nicht stark genug war für die Nachfrage, die wir hatten. Das hat sich heute alles geändert. Jetzt haben wir stärkere Server. Das kostet aber auch mehr Geld. Und wir haben im Monat inzwischen so einen Datendurchsatz von, weiß nicht, 3-4 Terabyte an Daten im Monat. Traffic kostet halt auch Geld, das in einer ordentlichen Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Also all da fließen natürlich dann auch diese Einnahmen wieder hin. Und wenn mal ein Headset kaputt geht oder ein Gerät kaputt geht oder sonst irgendwas, müssen wir das dann auch davon finanzieren. Und das heißt, wir werden da nicht reich von. Es geht nicht darum, dass ich mir Lego-Sets kaufen möchte von dem Geld, was ihr uns sponsert, sondern das kaufe ich mir schon auch von meinem eigenen Konto, von meinem Geld, was ich mir erarbeite. Aber im Wesentlichen, um es nun mal klar zu formulieren, finanziert ihr Alexas Arbeitsplatz. Ja. Man muss das mal so sagen. Und ich kann auch nachvollziehen, warum das vielleicht komisch erscheint zu sagen, ich kann jetzt keinen Dauerauftrag auf dem Konto einrichten von 1 Euro, das ist doch irgendwie Schwarzgeld oder so. Nein, das ist ein Geschäftskonto. Die Steuerbehörden kennen unser Konto und all diese Einnahmen, die da einfließen, werden natürlich auch ordnungsgemäß versteuert. Seit vielen Jahren machen wir das. Also da ist nichts shady dran oder so und das ist jetzt aber auch nicht eine Spende. Deswegen dürfen wir das auch nicht so nennen, weil eine Spende heißt ja, wir werden gemeinnützig, sondern es ist dann irgendwie ein Geschenk oder eine Unterstützung. Das kann man dann ganz legeartig steuerlich auch natürlich nochmal geltend machen. Aber wie gesagt, wenn jetzt die 20.000 Menschen, die im Monat oder 40.000 bei 2 Folgen auf Download drücken, sagen wir mal, es sind die gleichen 20.000 Menschen pro Episode, wenn da jeder 1 Euro rüberschieben würde, 50 Cent. Lass es 20 Cent sein. Das würde mir schon, was heißt mir reichen, aber das würde dann eine ganz andere Einnahmensituation natürlich zeigen. Und auch so die Sachen, die Hörbücher, die du produziert hast von Audible oder für Audible, die man, das kann man ja mal sagen. Das ist auch nicht so, dass Alexa jetzt pro Hörbuch 10 Cent bekommt, was dann bei Audible gekauft wird, sondern gibt es dann eine Abschlagszahlung. Ein Festhonorar. Und danach ist halt deine Stimme verkauft. Für das Hörbuch. Und wenn das halt erfolgreich ist, dann hat man ja auch schon die Chance, mal wieder sowas zu produzieren. Aber es ist halt in dieser Medienbranche leider nicht so, dass man ständig und überall her Einnahmen bekommt, sondern man muss sich da immer noch nach der Decke strecken. Und insofern würde eine komplett veränderte Einnahmesituation uns zumindest mal ans Denken bringen.
Umgedreht stimme ich dir aber auch wieder zu, was du sagst, Alexa. Zu Zeiten, wo wir Huxilla TV, Huxilla Podcast gemacht haben und ich dann auch noch den Job gewechselt habe, und das war ja auch am Ende der Grund, warum wir Huxilla TV dann irgendwann eingeschränkt haben, es hat dann auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil es so ein Druck war. Mhm. Der Podcast hat extrem gelitten. Wir haben die Community im Podcast-Bereich vernachlässigt. Ja. Das hat aber 1.000 Euro fix im Monat gebracht, Huxilla TV. Also wir sind im Moment immer noch in einem Einnahmen-Minus, auch das muss man nochmal sagen, so. Durch Jobs, die so nebenbei passieren oder durch mal den einen oder anderen Vortrag, ist es schon so, dass wir aufs Jahr gesehen dann plus minus null kommen, aber es gibt auch Jahre, wo das nicht so gut läuft. Und deswegen haben wir Huxilla TV gemacht. Und wir haben natürlich da auch Erfahrung gesammelt. Aber jetzt, wo wir im letzten Jahr 23 von 24 geplanten Folgen produziert haben, haben halt auch die Folgen wieder mehr Spaß gemacht. Und zwei Folgen, wo wir uns das zeitlich schieben können und klares Release-Datum, das ist, glaube ich, etwas, was wir gut leisten können, wo wir auch eine gewisse Qualität abliefern können. Mhm. Insofern, Björn, zwei Folgen im Monat, schon, glaube ich, das, was wir leisten können. Und am Anfang war ja Huxilla auch ein Stück weit ein Befreiungsschlag. Mhm. Wir haben nachher nochmal eine Frage im privaten Bereich, warum wir das gestartet haben. Da kann man nochmal drauf eingehen, aber das ist jetzt anders geworden natürlich. Der René fragt dann, wie lange dauert es, eine Folge Huxilla zu produzieren? Also von der Recherche bis zur fertigen Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das ganz schlecht sagen. Na, zwei Wochen halt im Prinzip, ne? Also immer mal wieder daran arbeiten. Wobei, das ist ja auch unterschiedlich. Es gibt so Themen, die begleiten uns über mehrere Monate, wo man immer mal wieder sich einliest, wo wir eine grundsätzliche Idee haben. Also es gibt tatsächlich sowas wie Redaktionskonferenzen, die Alexa und ich haben. Aber wenn man die Zeit hinzunimmt, das ist sicherlich auch mal eine Stunde im Monat, die darauf verfällt. Hab ich nie wirklich überschlagen, ja. Ja, wo wir dann diskutieren, was machen wir denn? Sagen wir, das Thema ist geil, dann fangen wir an zu recherchieren und stellen fest, ah nee, da brauchen wir mehr Recherche. Und dann geht das so auf Halde ein Stück weit und andere Themen kommen nach vorne, wo wir sagen, die können wir eher recherchieren. Und dann ist es ja auch so, was zählt man alles zur Recherche dazu? Also es gibt Akte X, da haben wir dann einfach mal wieder angefangen, Akte X zu gucken. Irgendwann kam die Idee, da sind so viele Themen drin, die uns ja auch berührt haben für Huxilla, lass das mal machen. Rechnet man die Zeit, in der man die Serie geguckt hat, mit ein. Gremlins, wenn wir die Folge gucken, dann, wenn wir Themen machen, lesen wir recherchieren. Und dann, was wir häufig machen, ist dann anfangen, auf YouTube Dokus zu gucken. Und zwar Schwurbeldokus, aber auch seriöse Dokus und 3, 4, 5, 6, das ist ja wieder Medienkritik, möglichst viele Quellen sich anzuschauen, in dem Fall auch auf YouTube, damit wir wissen, was das Netz über ein Thema erzählt, und dann lesen wir Wikipedia, tiefergehende Literatur. Wikipedia ist meist ein erster Einstieg, dann sieht man weiter verlinkte Literatur, dann merken wir plötzlich, oh, es gibt da und da noch Sachen. Im Grunde genommen zwei Wochen. Neben das ist ein Thema, zu dem wir eh schon viel Literatur selber da haben. Rumstehen haben, das kann natürlich auch sein. Ja. Also all das, was zum Thema Sagen und solche Dinge angeht, da hast du natürlich die Fachliteratur hier stehen. Also im Grunde genommen zwei Wochen neben der Arbeit nebenher. Ich würde mal sagen, dass die Recherchezeit irgendwas zwischen 5 und 10 Stunden pro Episode so netto ist. Mindestens, wenn nicht mehr, je nach Thema. Erstaunlicherweise ist dann das Aufnehmen flott. Wir haben kaum Schnitte bei der Aufnahme von Huxilla. Das überrascht immer Menschen, wenn wir denen das dann erzählen. Wir setzen uns dann irgendwann hin und wenn wir aufnehmen, nehmen wir das im Prinzip in einem Stück durch auf. Wir haben mal einen kleinen Schnitt, wenn man sich verhaspelt oder eine falsche Zahl oder so. Oder ansonsten zwischen den unterschiedlichen Blöcken. Segmenten, dann wirken wir mal auf Pause, damit man das besser hinterher zusammenfügen kann. Aber im Grunde genommen ist die Aufnahme einer Sendung exakt genau so lang wie die Sendung selber. Plus minus 10 Minuten, also minus nicht, aber plus 10 Minuten vielleicht mal, wenn man irgendwas nochmal neu aufnehmen möchte. Und dann die Audioproduktion. Wir nutzen Auphonic. Das kostet zum Glück, also es kostet Geld, aber wir haben im Moment immer noch 70 Stunden Produktionspotenzial da. Und wenn das mal eng wird, dann würden wir euch aufrufen, vielleicht uns da auch wieder zu unterstützen, dass man da Produktionszeit sich kaufen kann. Das läuft relativ automatisiert. Das heißt, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, vielleicht nochmal eine Stunde, anderthalb, bis dann die Folge am Netz ist und dann brauche ich einen Podcatcher, was klingelt. Genau. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Notizen machen wir eigentlich fast nie. Ja. Während der Aufnahme, also wir skripten da nix, wir unterhalten uns vor dem Mikro. Es gab zwei
Folgen während der ganzen Zeit, wo das anders war. Das war einmal damals bei der Hexenverfolgung, da hatte ich Notizen. Und dann bei der Dolchstoßlüge hatte ich auch Notizen mir gemacht. Das hatte aber unter anderem auch den Hintergrund, also einmal war es ein komplexes Thema. Und dann war während der Aufnahme auch noch eine Redakteurin vom Radio dabei, die auch noch Historikerin ist. Genau, von Deutschlandfunk. Das heißt, das war für uns auch so ein bisschen so eine Prüfungssituation. Einmal gedacht, irgendwie, ja, wenn wir jetzt irgendwie komplett Scheiße erzählen, während da eine Expertin vor Ort ist und bei uns mit im Zimmer sitzt, dann ist das mega peinlich. Und da wollten wir dann auch nicht dumm dastehen und haben uns dann wirklich auch schriftlich abgesichert mit gewissen Dingen. Ja. Und mitunter ist es dann auch so, dass wir manchmal auch leicht unterschiedlich uns vorbereiten, weil ich ja viel Zug fahre. Ich lese dann auch viel, wenn ich zu meiner Arbeit pendel, mal zwischendrin war es auch gelegentlich. Und wir haben es dann manchmal auch so, dass in den Sendungen wir uns ergänzend über die Themen unterhalten können, immer mit dem anderen Aspekt. Bei mir immer so ein bisschen das psychologische Auge, bei Alexa natürlich das kulturwissenschaftliche Auge. Und das klickt halt bei uns dann auch einfach gut. Und ihr habt uns das ja immer wieder auch zurückgemeldet, dass euch das gefällt, diese Art des Austauschs und wie wir Huxilla aufbereiten, dass es halt nicht komplett durchgeskriptet ist. Und das ist vielleicht so einfach Glück, dass euch das so gefällt, wie wir das machen. So, also das zur Frage der Dauer der Produktion. 2 Wochen nebenberuflich bei mir. Mhm. Bei dir ja eigentlich nicht anders mit deinen anderen Projekten. Der Marco fragt uns, was unsere Podcast-Ausstattung ist und ob wir ein spezielles Equipment oder Software benutzen. Also Software benutzen wir Audacity, das ist eine Freeware, die kostet halt kein Geld und da kann ich ganz gut mitschneiden. Das ist aber auch wieder so ein Thema Dogmatismus. Ich komme damit gut klar, andere Menschen nutzen andere Software. Das muss man sich einfach aussuchen. Mein grundsätzliches Credo ist, benutzt, wenn ihr selber podcasten wollt, erstmal einfaches Equipment und nehmt erstmal 10 Folgen mit einfachem Equipment auf und guckt, ob ihr 10 Folgen füllen könnt. Und ab der 11. Folge kann man überlegen, ob man mehr Geld in die Hand nehmen muss. Das ist wie Menschen, die mit Fotografieren anfangen wollen. Man kann gut mit dem Smartphone heutzutage erstmal fotografieren. Die Qualität der Kameras in Smartphones ist einfach um Längen besser als all das, was vor 20 Jahren in der Fotografie, in der Digitalfotografie verfügbar war. Gibt aber auch dann Menschen, die sich sofort für 2000 Euro eine Spiegelreflexkamera kaufen und dann 5 Bilder schießen und das Ding verstaubt, dann muss man sich überlegen. Also Software eigentlich Audacity und nutzen dann eben den Dienstleister Auphonic für die Audioproduktion am Ende. Wir haben ein 100 Euro Mischpult hier stehen von Behringer, was XLR-Eingänge hat, für die, die das interessiert, die anderen können das nachgoogeln, wenn sie möchten, und haben alte Beyer Dynamic DT297 Headsets, Kapsel-Headsets, mit denen wir aufnehmen. Die sind nicht ganz billig, aber auch da gibt es dann wieder so eine Art Religionskrieg, die einen sagen, bloß keine Headsets benutzen beim Aufnehmen, sondern Kondensatormikros. Das ist unsere Ausstattung, die wir haben. Ja, also relativ, eigentlich relativ low-key jetzt inzwischen. Und wir haben im Moment immer noch nicht unbedingt den Anspruch, das ändern zu wollen, ehrlich gesagt. Pimade fragt uns, was sind unsere zukünftigen Ideen für Huxilla? Vielleicht ein kleiner Einblick in die Bundeslade und welche Schätze dort noch lauern. Gibt es Dinge, die ihr bereut habt während eurer Huxilla-Zeit? Wieso habt ihr keinen Merch? Das sind ja so viele Fragen auf einmal. Merch ist eine Frage, die wir auch schon mal öfter gefragt worden sind. Zukünftige Ideen für Huxilla. Erste Idee ist... Ich möchte gerne wieder eine Reportage machen. Ich möchte diese Geschichte mit den Lichtern von Brieselang, vom Brieselanger Forst unbedingt noch machen. Das ist irgendwie mein fester Plan. Ich möchte mit Audio-Equipment nachts durch den Brieselanger Forst stapfen und gucken, ob ich irgendwelche merkwürdigen Erscheinungen sehe und dann darüber podcasten, beziehungsweise währenddessen podcasten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sowas in der Richtung. Das ist sicherlich eine Idee. Das ist übrigens so eine Sache, das Zeitenfaktor, ne? Also ja. Ich habe es gerade schon gesagt, wir setzen uns dann hier irgendwann bei uns in der Wohnung hin und nehmen auf. Und dann ist das im Kasten und natürlich so eine Reportagesituation, wie wir das seinerzeit gemacht haben, wo wir die Folge über den Graf von Saint-Germain gemacht haben. Das ist halt das unfassbar aufwendig. Ja, das hat so Spaß gemacht. Ist natürlich super toll, sowas zu machen. Also das wäre eine Idee, sowas vielleicht wieder hinzubekommen. Jetzt mal unabhängig von Podcasting, ist ja immer noch seit Jahren bei uns im Hinterkopf die Idee, mal so einen Huxilla on Tour zu machen. Nicht im Sinne von, wir gehen mit einer Show auf die Bühne, sondern eine Reise, eine Huxilla-Reise mit ein paar Leuten irgendwie sich an einem Ort zu treffen, der Huxilla thematisch relevant ist und dann halt so eine geführte Tour, das würde ich dann halt auch machen.
zu veranstalten und dann am Ort des Geschehens über ein entsprechendes Thema zu sprechen. Wäre auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, aber auch da wieder, um das konsequent umzusetzen, müsste man halt wahrscheinlich Zeit haben. Einblick in die Bundeslade und welche Schätze dort lauern. Oh, ich gucke gerade mal, ich werfe mal, da ich ja geschult bin, kann aber ich das. Aber lass uns nicht spoilern, weil jetzt nennen wir dann Themen und dann sind Leute enttäuscht. Es gibt zahllose Themen und es vergeht kaum eine Woche, wo wir nicht zwei, drei neue Themenvorschläge bekommen. Ich glaube, da müsst ihr keine Sorgen machen, dass das nicht weitergeht. Wir haben von klassischen Huxilla-Themen über moderne Themen und neue Ideen, neue Interviews, neue Crossover, ganz, ganz viele Ideen. Wir haben ja auch im letzten Jahr so einige Sachen ausprobiert, die Klötzke und Spitzfolge im Januar, die einige Leute so ein bisschen irritiert hat. Aber mit sowas müsst ihr immer mal wieder rechnen und das nehmen wir uns auch raus, das Format nach 10 Jahren immer wieder mal mit einem neuen Impuls zu versehen. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt, mit den Kollegen von Kack und Sachgeschichten zu kooperieren. Das ist natürlich komplett anders, wenn wir mit denen eine Sendung machen, völlig klar, aber das macht uns auch mal Spaß und das ist wie so ein Schuss ins System, was da mal wieder so ein bisschen den Kopf frei macht. Wir haben noch ein großes, wichtiges Thema mit Lydia Benecke offen, was wir echt schon seit Monaten mit ihr planen. Genau, also das wird es auch wieder geben. Termin finden müssen. Ja. Genau, Huxilla Crime gibt's natürlich auch wieder, ist geplant. Und wie gesagt, wir haben ja das Glück, dass so viele Menschen, die so auch in der wissenschaftlich-kritischen Szene unterwegs sind, Lust haben. Wir haben ja im letzten Jahr so viele Interviews gehabt mit tollen Leuten, die dann Spaß hatten, mit uns was zu machen. Also ich glaube, so das Jahr 2019 kann man, glaube ich, sehr gut als Vorlage nehmen für das, was 2020 stattfinden wird. Und das wichtigste Ziel, zukünftige Idee ist wieder, also jetzt wieder angesagt, möglichst 24 Folgen dieses Jahr zu produzieren und Spaß zu haben. Dinge, die wir bereut haben während unserer Huxilla-Zeit. Ich glaube, das klingt komisch, aber ich glaube, bereut haben wir, und das ist ja schon angeklungen, dass wir den Podcast in der Zeit, in der wir Huxilla TV aus wirtschaftlichen Gründen gemacht haben, vernachlässigt haben. Ja. Weil wir merken, dass wir ein Audioprodukt, glaube ich, sind und kein Videoprodukt. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass Huxilla TV grässlich war oder sonst irgendwas, sondern die Reichweite, die wir als Podcast haben, ist einfach extrem viel größer und wir haben, glaube ich, riskiert, von der Bildfläche zu verschwinden. Ich glaube, das hat sich 2019 wieder nivelliert und wir sind jetzt wieder so an einem Punkt, wo man sagen kann, wir haben wieder so eine Wachstumstendenz, die wir verzeichnen können, einfach weil wir regelmäßig Content liefern und wenn jemand auf die Seite kommt, nimmt er das als etwas Lebendes wahr und nicht als irgendwas Statisches. Insofern ist bereut vielleicht ein bisschen anders. Umgedreht hat uns das aber auch wieder Erfahrungen im Umgang mit Kamera und solchen Dingen vermittelt. Also alles zu seiner Zeit, ja, würde ich sagen, oder? Schon, aber ich bereue schon, dass wir wirklich kaum gepodcastet haben während der Zeit. Das war ein kontinuierlich ungutes Gefühl. Also bereue ich das einmal und dann bereue ich, dass es das Neuschwarmland nicht schneller, Buch nicht schneller gibt. Also da das sind so die beiden zu. Dinge. Da stimme ich dir zu, das ist, bereue. Das ist einfach, ja. Kein Merch. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe keine. Also ich glaube, zum einen glaube ich, weil ich den Arsch noch nicht wirklich hochgekriegt habe, mal irgendwas aufzusetzen, dann finde ich, dass diese ganzen Merch-Seiten im Netz auch einfach unfassbar viel Kohle von euch dann am Ende auch nehmen wollen. So, also man kann ja sagen, wir sind eh Geldschweine, weil wir euch ständig nach Geld fragen. Aber ich finde, so eine Tasse, die dann einfach total teuer ist bei diesen Merch-Anbietern, und dann ist da ein Huxilla-Logo drauf. Da frage ich mich auf der einen Seite, wollt ihr überhaupt eine Huxilla-Tasse haben? Dann findet ihr das geil? Vorher mal so eine kleine. Ne, oder wollt ihr Huxilla-Mauspads oder T-Shirts haben? Aufkleber, wollt ihr sowas haben? Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Machen wir es nochmal so, wenn ihr das hört und alle, die Merch haben wollen, gebt uns mal ein Feedback darüber, ob ihr Merch haben wollt. Dann werden wir da nochmal drüber nachdenken, dann müssen wir einfach mal Zeit investieren, zu schauen, wie wir das hinkriegen, auch vielleicht Merch anzubieten. Wobei, wie gesagt, da wäre ich dann auch sehr, sehr dankbar auf Feedback aus der Community. Ich würde halt ungern irgendwelche Läden unterstützen, die euch einfach absurd viel Geld dafür abnehmen, dass sie am Ende unser Logo euch auf irgendwas drauf drucken und ich das Gefühl hätte, ihr werdet einfach nur ausgebeutet. Das fände ich halt auch uncool. Das ist so ein bisschen das Ding. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie groß der Bedarf für Merch
letztendlich ist, was ihr ja jederzeit machen könnt, wenn ihr unbedingt eine Hotel Huxella-Tasse machen wollt. Auf unserer Seite sind ja die Logos verfügbar. Ladet euch runter und macht euch selber eine Tasse, wenn ihr das richtig geil findet, und dann investiert ihr das halt selber. Ich glaube, wenn man das nicht in großen Stückzahlen produziert, bekommt man selber sozusagen als Marke da auch nur ein paar Cent oder so oder ein paar Euro pro Tasse, die da verkauft wird. Das, ich weiß nicht. Aber schreibt mal, also oder teilt uns mit, ob ihr Merch haben wollt, dann müssen wir das Thema vielleicht nochmal neu andenken. Dann fragt uns Jan, ob es eine Folge gibt, die besonders aufwendig war oder eine, die uns besonders stolz gemacht hat. Und dann schließt er an, eine alte Folge oder alte Folgen, die wir gerne neu machen würden, um die Qualität aufzubessern und den Inhalt zu aktualisieren. Welche Folge würdet ihr einem Einsteiger empfehlen? Fangen wir mal mit dem ersten an. Also ich fand die Folge mit dem Grafen von Saint-Germain, das war die aufwendigste, Travemünde. Ja. Und das ist aber nicht Travemünde, ist doch Quatsch. Eckernförde. Das ist aber auch gleichzeitig die mich besonders stolz macht, ja. Weil wir da die wirklich gut. Irgendwie, ja, erstmal, also weil wir auch so einen tollen Experten hatten, mit Herrn Verfürden, es ist inhaltlich eine gute Folge. Es ist, glaube ich, von der Machart her uns ganz gut gelungen. Und es war besonders aufwendig. Also das sind alles Dinge, die mich schon sehr stolz machen, dass wir das irgendwie so hingekriegt haben. Insgesamt bin ich froh, dass wir Menschen, wenn wir sie ansprechen, motivieren können, zu uns in die Sendung zu kommen. Mhm. Also auch das muss man nochmal sagen. Wir können keine Honorare zahlen. Also alle Gäste, die wir haben, die machen das ohne Honorar. Das finde ich nach wie vor absolut beeindruckend, dass die Menschen das tun und uns unterstützen in unserem Machen. Und ich glaube, so insgesamt sind wir ganz zufrieden, wenn wir Interview-Episoden machen. Ich glaube, das können wir gar nicht so schlecht, und mit denen bin ich in der Regel auch immer ganz zufrieden, so wenn ich mich selber betrachte. Folgen, die wir gerne neu machen würden. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal die Folge zum 11. September nochmal angehen. Das ist so eine Sache, die... Nicht, weil wir inzwischen der Meinung seien, das sei ein Inside-Job gewesen, ist das schon mal gleich vorbei. Ich glaube, das war Folge 6 oder so. Einfach, die ist einfach 10 Jahre alt, da haben wir keine Erfahrung, und die ist einfach inhaltlich nicht tiefgehend genug, glaube ich, als dass man sie so stehen lassen könnte. Das wäre was ich gerne nochmal neu machen würde. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann würde ich heute auch mehr Wert darauf legen, was für Erzählmotive, Gerüchte, Sagenmotive da dann drumherum eine Rolle spielen. Es gab... Das zielt jetzt noch ein bisschen auf die andere Frage ab, fällt mir gerade ein. Es gibt bei mir immer noch so den Plan, meine Folge zum Thema moderne Sagen und Terrorismus zu machen. Wer jetzt sagt, was ist das denn? Also es gibt natürlich erstmal sehr viele moderne Sagen, die sich um den 11. September ranken, der natürlich sehr viel mit Terrorismus zu tun hat. Und dann gibt es aber auch solche modernen Sagen wie die Weihnachtsmarkt, jemand findet ein Portemonnaie und hebt es auf und möchte es dem Besitzer wiedergeben. Der Besitzer kommt, das ist so ein, das auch wieder, so, da sieht man mal, was für Klischeevorstellungen auch in modernen Sagen eine Rolle spielen. Das ist ein arabisch aussehender Mann, der nimmt dann dankend das gerettete Portemonnaie entgegen und warnt dann diese Person, in 3 Wochen nicht an Ort XY zu sein. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass dieser Mann Bescheid weiß, dass da irgendwie ein Anschlag stattfinden wird. Also es ist so eine klischeehafte moderne Sage, die in diesem Bereich anzusiedeln ist. Und ich glaube, auf solche Dinge würde ich dann auch im Zusammenhang mit dem 11. September noch mehr den Fokus legen. Und das ist aber so eine Folge zum Beispiel auch, die so schwelend nebenher läuft, wo wir immer wieder Ideen sammeln und uns inspirieren lassen, etwas neu zu machen. Ja, also das wäre, glaube ich, das spontan, was ich sagen würde, das müsste man irgendwann nochmal neu machen. Und eine Folge, die wir einem Einsteiger empfehlen, nach 10 Jahren ist es manchmal extrem schwierig noch zu wissen, was ich vor 10 Jahren in einem Mikro erzählt habe. Ich war früher mal total sauer auf so William Shatner oder so, der dann nicht mehr genau wusste, was er als Captain Kirk in irgendeiner Folge, die mich gerade beschäftigt hat, im Interview, dann sagte, ich weiß gar nicht mehr, was da so war in der Folge, da fand ich den immer doof. Nachdem wir jetzt 10 Jahre lang diesen Podcast gemacht haben, in der Zeit in Hamburg 100 Episoden a mindestens 45 Minuten Huxilla TV gemacht haben, verschwimmt das dann irgendwann ein bisschen? Also ich würde ja sagen, ein Einsteiger guckt sich die Episodenliste durch, pickt sich das Thema raus, was ihn jetzt gerade in diesem Augenblick am meisten anspricht, und fängt an zu hören. Das, was meine kluge Frau sagt, wollte ich nämlich auch gerade vorschlagen. Genau. Also das ist, glaube ich, die Idee, die wir auch bei Huxilla haben, thematisch so breit aufgestellt zu sein, dass auch jemand, der sagt, Gremlins, was ist das denn, da höre ich ja rein, der dann beim Hören
einer Folge zum Kinofilm Gremlins, Quellenkritik, wissenschaftlich kritisches Denken, Herangehensweise, Verfolgung von Motiven, Erzählmotive und solche Geschichten kennenlernen und sagt, das ist ja cool, ach, die haben auch was zu Akte X gemacht und darüber vielleicht den Einflug findet und jemand, der politisch interessiert ist, findet eine Folge zu antijüdischen Verschwörungsmythen und hat darüber den Einflug in unsere Episoden. Wir haben ein bisschen was zu Raumfahrtthemen gehabt. Wir haben auch versucht, zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung mal nicht diese Geschichte, waren wir auf dem Mond, sondern spannende andere Geschichten aus der Raumfahrt ein bisschen anders zu sein. Insofern Einsteiger empfehlen, irgendwas, das was interessiert. Und mit nahezu 250 Folgen haben wir auch ein bisschen was, was wir anbieten können. Und ansonsten ist aber immer die Frage, die ich Hörerinnen und Hörer gerne stelle, wenn wir uns treffen irgendwo, dass ich mal sage, was war so deine Lieblingsfolge oder was war die erste Folge, weil ich das natürlich spannend finde, so dieses Feedback zu bekommen. Dann haben wir eine Frage bekommen von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das ist ja mit dem Internet und so, Shi Hayashi. Ich hoffe, das ist richtig. Da wurden wir gefragt, gibt es Themen, die ihr behandelt habt, die grausig zu recherchieren waren oder bei denen ihr euch aufraffen musstet, weiterzumachen? Und was haltet ihr eigentlich davon, dass Matrix 4 kommt? Mit der Einschränkung, steht das jetzt irgendwie im Zusammenhang? Mit der Einschränkung, dass die Person selbst nie Teil 2 und Teil 3 gesehen hat. Ja, ich kann den ersten Teil der Frage recht klar beantworten. Also nicht so sehr, was das Aufraffen angeht, aber es gibt eine Folge, bei der ich mich derartig gegruselt habe, dass ich hinterher so ein bisschen wie nach so einem Horrorfilm etwas paranoid war. Und zwar die Folge wie heißt es denn nochmal? Die Tannöd-Vorlage mit Lydia Benecke. Hinter Kaifek, ja, sie sind hinter Kaifek-Morde. Ja, diese Folge haben wir mitten in der Nacht aufgenommen. Es war sehr, sehr ruhig, es war sehr, sehr düster alles. Und wir haben da wirklich, ich weiß nicht, 3-4 Stunden brutto oder so über dieses Thema gesprochen, über diesen grausigen Mord in allen Details. Und hinterher ging es mir richtig schlecht. Und ich hatte so ein bisschen Furcht, das Zimmer zu verlassen, aus Angst, dass die Geister von hinter Kaifek irgendwie hinter der nächsten Tür lauern. Also das war schon irgendwie so eine Horrorfilm. Wirkung, die ich da verspürt habe. Wir können ja mal hier ein bisschen spoilern und sagen, das ist eine Folge übrigens, wo ich so erschöpft war, als wir die aufgenommen haben, dass ich zwischendurch dann irgendwann Sekundenschlaf hatte. Und ich musste dein Schnurcheln hinterher rausschneiden. Das war eine der wenigen Huxeler-Folgen, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir sind ja hier gerade bei Produktion, die ich geschnitten habe und das war wirklich brutto 4 Stunden und auch von Lydia Benecke teilweise Schnittwünsche, wenn sie nochmal neu angesetzt hat. Ja. So, also die war relativ kompliziert zu schneiden und dann musste ich auch noch das Schnurcheln des Alexander Hoax Master irgendwie teilweise rausschneiden. Ich habe da sehr lange dran gesessen. Das ist sehr, sehr amüsant, dass das auf YouTube eine der beliebtesten Episoden von den Aufrufzahlen ist. Nur generell wird die immer wieder sehr, sehr gelobt und ich weiß halt und ihr wisst es jetzt auch, dass es einfach streckenweise minutenlang ich da einfach geschlafen habe während der Aufnahme, weil ich einfach so erschossen war zu dem Zeitpunkt. Das war ja auch noch eine andere Phase. Also es lag nicht am Thema und auch nicht am Gast um Himmels Willen, sondern einfach nur, es war deine komplette Überarbeitung genau. Zu dem Zeitpunkt. Es war wirklich spät abends. Es ging gegen Mitternacht. Geisterstunde. Grausig zu recherchieren ist das Stollbuch für dich gewesen. Du hast die Fußnoten für Stollbuch gemacht. Das ist ein Thema, was Huxella nah ist. Ja. Diese ganzen Nazi-Gräueltaten nachzurecherchieren. Generell die ganze braune Soße, ja. Das macht grausig. Einfach immer keinen Spaß und da muss ich mich dann auch manchmal aufraffen und auch in Verschwörungsforen, Facebook-Gruppen reinzugehen, das kann ich nur, wenn ich gute Laune habe, da muss ich ein gewisses Mindset für haben, mir das anzuschauen, das ist generell schwierig. Ich bin jemand, ich mag keine Horrorfilme, ich mag kein Blut sehen, also Kriminalfälle im Allgemeinen finde ich schwierig zu recherchieren, auch Tatortfotos mir anzuschauen. Jack the Ripper war schwierig. Jack the Ripper war unangenehm tatsächlich, wenn man dann wirklich mal anfängt in die Tiefe reinzulesen, wie diese Morde waren und so ein bisschen von dieser Hollywood-Verklärung weggeht, das ist schon auch übel. Letztendlich sind wir ja auch der Anwalt oder euer Anwalt, also wenn wir es nicht machen, macht es ja dann auch keiner, sowas vernünftig zu recherchieren und insofern aufraffen ist dann so eine Sache, gehört halt zum Job dazu, so ein bisschen schnöselig ausgedrückt. Aber klar, wir machen ja Themen, die uns selber auch interessieren und aufraffen. Wie gesagt, es gibt Themen, die sind halt nicht so schön. Alles muss politisch rechts.
Das ist definitiv. Und da hat es aber auch den Vorteil natürlich, dass die Redaktionskonferenzen dann hier mit dem Ehepartner stattfinden können. Ja. Und wir uns da gegenseitig auch ein Stück weit auffangen können. Was wir dazu sagen, dass das Matrix Teil 4 kommt, ja, mal gucken. Ich bin offen für die Möglichkeit. Über den mangelnden Mut Hollywoods könnte man jetzt in einem anderen Podcast nochmal ausführlich drüber reden. Ich werde mir den natürlich angucken, Matrix Teil 4, und dann wird mir der gefallen oder wird mir nicht gefallen. Also ich glaube nicht, dass es zwingend notwendig wäre, einen vierten Teil zu drehen, aber so ist es nun mal. Es werden ja alle möglichen Sachen aus allen Ecken in Hollywood rausgekramt und nochmal neu aufgelegt. Schauen wir mal, was da kommen mag. Keine Ahnung. Mhm. Aber auch da, das hatten wir ganz am Anfang, entweder mir gefällt er oder mir gefällt er nicht, aber ich muss dann auch nicht um die Welt ziehen und ich bin halt kein Filmkritiker. So. Ja. Genau. Die nächste Frage ist, da habe ich jetzt gar nicht mehr mitnotiert, wer die wann wie gestellt. Die Frage, wann es eine Huxilla-Tour gibt, und dann etwas scherzhaft angefügt mit ja, Lydia weniger als Vorgruppe. Das ist ein Thema, was wir tatsächlich seit mehreren Jahren diskutieren, ob es irgendwie Sinn macht, Huxilla auf eine Bühne zu kriegen. Im Moment sehen wir das noch nicht also wirklich so. Es gibt Vorträge von uns, thematisch. Genau. Aber es ist halt, du musst ja auch dann irgendwie unterhaltsam sein. Also wenn du da wirklich so eine Zwei-Mann-Show hinlegst, so wie die Jungs von Methodisch Inkorrekt das so grandios machen, tun, du musst halt wirklich so einen Entertainment-Faktor haben. Und ich weiß halt nicht, inwiefern wir mit unserem Schwerpunkt Verschwörungsmythen wir das machen können, weil wir ja auch selten einfach uns, sagen wir mal so, auf humoristische Art und Weise mit den Dingen auseinandersetzen. Also ich würde jetzt keine Show machen, wo ich Verschwörungsmythen irgendwie verhohne piepeln würde oder ähnliches. Und wenn du das halt nicht machst, dann landest du halt doch wieder bei einem Vortrag, ja, was wir ja eh schon machen. Und bist halt irgendwie kein Showtalent in dem Fall. Also ich weiß es halt nicht. Und so vielleicht kommt uns noch irgendwie mal eine zündende Idee. Ja, und dann eine Tour auf die Bühne zu bringen, frisst natürlich auch wieder Zeit. Also was es definitiv niemals geben wird, ist Huxilla das Musical. Das wird es definitiv nicht geben, ja, da hast du recht. Aber klar, eine Tour kostet dann auch Zeit. Also das ist ja auch wieder eine Sache, wenn ich nicht im Büro bin, muss ich Urlaub nehmen. Man hat 30 Tage Urlaub im Jahr, und das ist dann auch so eine Sache. Wir brauchen jemanden für die Skeptik. Die Katzen müssen versorgt werden. Also das ist also alles Überlegungen, die im Moment so ein wenig dagegen sprechen, eine Tour zu machen. Vielleicht aber auch, weil, du hast schon gesagt, und so das Konzept dafür auch noch ein bisschen fehlt, wie es gut sein könnte. Was nicht heißt, wenn ihr uns zu Vorträgen einladen wollt, gegen Reisekosten und ein gewisses Honorar halten wir halt auch gerne Vorträge, weil wir das auch wichtig finden. Da müsst ihr uns einfach anschreiben oder das Management anschreiben. Und Lydia weniger als Vorgruppe, also Respekt vor Lydia, schöne Grüße an der Stelle, die da einfach, ich weiß nicht, an wie vielen Tagen im Jahr inzwischen nur auf Tour ist. Hallen voll macht. Ja, und halt immer unterwegs ist. Ja. Also das ist super. Auch, ich bin auch tatsächlich auch mal gerne im Huxilla-HQ, muss ich sagen. Das auch Methodisch Inkorrekt, das ist halt auch einfach hart. Das ist super toll, glaube ich, vor vollen Leuten, also vor vollen Sälen, vor Leuten zu spielen, vor Menschen zu spielen, die einen mögen, aber das zehrt halt auch sehr an der Substanz, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die nächste Frage war, was eigentlich mit der Bundeslade passiert ist. Und die anschließende Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass es wieder ein Videoformat gibt, vielleicht auch nur Add-ons, wie die Experimente von Mint Korrekt. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist natürlich eine Anspielung auf Huxilla TV, Massengeschmack. Genau, da habe ich eine Replik der Bundeslade mal irgendwann gebaut als Studiokulisse. Ja, also die echte bei uns aus dem Keller rauszuholen, das wäre viel zu aufwendig. Gefährlich, das geht nicht. Also die echte nach wie vor unten im Bernsteinzimmer bei uns im Keller. Die Bundeslade, die als Prop bei Huxilla TV gedient hat, steht noch im Lager von Alzerfilm, also von dem Sender. Die müsste ich irgendwann mal abholen, aber wir haben ja kein Auto, insofern ist das immer so ein bisschen
schwierig. Was passiert eigentlich, wenn man die Replik und die echte miteinander, ich weiß gar nicht, ob dann das Universum nicht implodiert. Die hat aber im Verlauf der 100 Folgen auch ganz schön gelitten. Also die hätte jetzt sowieso, ja, glaube ich, wenn wir weitergemacht hätten, mal komplett überarbeitet werden müssen, neu lackiert werden müssen, aufgeräumt werden müssen. Da waren Sachen kaputt gegangen dann. Das hat man nicht wirklich gesehen. Aber ja, die ist dann auch eingelagert und wir werden sie irgendwann hier in Zuxilla HQ sicherlich noch hören, holen. Wie wahrscheinlich ist es, dass es ein Videoformat gibt? Also ich, um mal selber was dazu zu sagen, was ich mir vorstellen könnte, wäre in unregelmäßigem oder sehr weit gefasstem regelmäßigem Abstand mal sowas ganz Kurzes für YouTube, für unseren eigenen Channel zu machen, weiß ich nicht, sowas wie die Fake News des Monats oder Hoaxilla liest Hate Mail oder was weiß ich, also wie es ja inzwischen irgendwie von diversen Hollywood-Stars gibt, irgendwie mal die fiesesten Tweets zu lesen oder irgendwie sowas, irgendwas nicht so ganz bierernst, irgendwie kurz, ich glaube, unaufwendig. Aber, also das Ding ist halt, Video ist, das haben wir durch Hoaxilla TV gelernt, du musst ja einen Mehrwert für das Bild haben. Bild ist ein Kanal mehr und wenn du ein Bild anbietest, dann muss da ja auch irgendwas laufen und das kostet halt exponentiell mehr Zeit. Also YouTube-Videos, wer YouTube-Videos guckt und glaubt, da steht halt einfach nur eine Kamera und einer macht was, der unterschätzt einfach, wie viel Arbeit das ist, was vernünftig auszuleuchten, ein entsprechendes Setting zu machen. Und solche. Ich habe da einen heiden Respekt vor YouTubern und ich sehe mich da nicht, ich sehe mich als Audio-Podcaster erstmal von unserer Produktion her und ich glaube, du siehst das ähnlich, Alexa, natürlich. Was halt einfach geht und was wir auch jetzt häufiger machen wollen, das ist ja auch die Idee, warum es den überhaupt gibt, diesen Instagram-Account inzwischen von Hoaxilla Podcast, da das Handy in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen zu filmen hinter die Kulissen und solche Geschichten, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wer dann Bildmaterial von uns mal sehen will, der kann das da tun. Das als regelmäßiges Segment würde ich im Moment nicht sehen, sondern eher weiterhin den Fokus auf regelmäßigen, qualitativ guten Audio. Ja klar, also das wäre dann, wenn man irgendwie was bei YouTube machen würde, wirklich ganz kurz irgendwie, was sonst mit dem Podcast nicht so viel zu tun hat, irgendwie ein nettes kleines Gimmick mal so ab und zu vielleicht. Genau, also insofern, und wenn morgen ein Fernsehsender an uns rantritt und sagt, ihr habt eine Fantastilliarde Euro, macht uns bitte ein Wissenschaftsmagazin, dann werde ich dann nochmal drüber nachdenken. Aber ich weiß nicht. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering, dass das passieren wird. Also ist die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering und dann zweitens hast du dann auch wieder eine Redaktion vor der Nase und kannst dann halt doch nicht alles wieder so machen, wie du das willst. Ne? Ja. Das ist ja das Schöne am Podcasting. Wir können so lange podcasten oder so kurz, wie wir wollen. Wir können die Themen so besprechen, wie wir wollen. Wir können sie uns so aussuchen, wie wir wollen. Und keiner redet uns rein. Das stimmt natürlich. Und das ist auch sehr, 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 sehr angenehm, sehr befreiend. Mhm. Dann kam die Frage, wie lang eigentlich die Liste sei von Themen, die wir irgendwann mal, das ist ja so ein Schlagwort, was wir natürlich gerne in der Sendung sagen, machen wollen oder irgendwann mal behandeln wollen. Da ist ja einfach zunehmend länger. Ich habe gerade eine E-Mail mit einem Themenvorschlag bekommen, während ich das jetzt hier gerade aufnehme. Okay. Die Liste wächst. Wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt und ich glaube, wir haben die nicht durchnummeriert. Aber ich würde jetzt spontan sagen, da stehen mindestens 50 Themen drauf, wenn nicht mehr Themen. Und nicht alle Themen, die auf der Liste sind, sind die Themen, die dann noch im E-Mail-Speicher gespeichert sind. Das gleichen wir ja immer ein bisschen ab. Insofern lang. Mhm. Lang. Also die reicht mindestens noch 3-4 Jahre. Das Lustige ist, wir podcasten und sie wird trotzdem nicht kürzer. Das ist witzig. Also. Das ist witzig, genau. Ja. Und daran anschließend dann genau die Frage, ob es eine Folge zum Königsberg-Sanatorium geben wird. Liegt in der Bundeslade. Und wird wahrscheinlich 2020 auch mal kommen. Ja. Schönes Thema. Schöne Grüße für die Fragestellerin. Ja, wird's geben. Und Andi 2600 fragt dann, ob es schon Planungen für das 10-jährige Jubiläum von Hoaxilla gibt. Ja, aber wir sind noch nicht konkret. Irgendwas wollen wir machen. Mhm. Wir haben da auch schon überlegt, eine große Bühnenshow irgendwo zu machen und haben uns dann aber dagegen entschieden, haben gesagt, wenn wir 10-jähriges Bestehen haben, euch Geld abzunehmen oder also nennenswert Geld abzunehmen, damit wir eine Show machen und ihr dürft uns feiern. Ja. Das war nicht so unser Ansatz. Es geht eher so in Richtung Hörertreffen. Wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wo und wie und was. Und Das wäre so eine Idee, vielleicht zum 10-jährigen größtes Hörertreffen, dann aber auch hier in Hamburg zu machen. Dann weißt du vorher, sagen Leute, oh, ich komme nicht nach Hamburg und so. Wir versuchen das jetzt wahrscheinlich relativ zeitnah im Januar anzukündigen. Es ist im Mai, dass man das eventuell planen kann. Das wäre so eine Idee. Aber so ein großes Hörertreffen, zusammenkommen, irgendwie sowas. Mal gucken.
Das ich, hätte, ich hätte ja, mal ganz persönlich, ich weiß nicht, ob sich das machen lässt, ich hätte ja Bock, das in Münster zu machen, weil in Münster ja alles angefangen hat. Aber auch das steht in den Sternen, ob und wie wir das hinkriegen. Ihr werdet es erfahren, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer. Dann bekommt ihr das mit. Manchmal bin ich auch immer wieder überrascht, dass Leute uns Fragen stellen, die wir längst in den sozialen Netzwerken verfolgt haben. Nicht jeder ist in den sozialen Netzwerken, genau. Das ist schon klar. Mhm. Insofern, das wird auch auf der Homepage angekündigt werden. Natürlich werden wir es auch im Podcast dann ankündigen, wenn es was Spruchreifes zum 10-Jährigen gibt. Bevor wir jetzt dann gleich zu den juicy privaten Fragen kommen, zu den intimen Fragen, vielleicht noch die zwei sonstiges Fragen. Zum einen Kai Thomas, der uns fragte, könntet ihr mal der Frage nachgehen, warum zwischen den Jahren so viel Zeit ist? Hört doch das eine auf und das andere fängt an. Und das hat auch ein paar Leute irritiert, die damit gerechnet haben, dass diese Folge bis zum 31.12. kommen wird. Aber die traditionelle Definition von zwischen den Jahren geht tatsächlich bis zum 6. Januar, Heilige Drei Könige, da wo es begangen wird, dieser Feiertag. Und das hat was damit zu tun, dass das die sogenannten Rauhnächte sind. Wir haben sie in der letzten Folge zum kopflosen Reiter schon angesprochen. Genau, die Nächte der Geistererscheinungen sozusagen. Genau, zwischen den Jahren. Das kommt so ein bisschen aus der Zeit heraus, als man so mit so einem klassischen Mondkalender gearbeitet hat. Und dieser Mondkalender hat dann dazu geführt, dass der einfach 28 Tage pro Monat stumpf angenommen hat. Und dann fehlen halt am Ende so ein paar Tage, nicht nur Schaltjahre, da fehlt was, sondern es fehlen so ein paar Tage. Und dann gab es sozusagen Tage, die außerhalb des Kalenders gestanden haben. Ich mache das jetzt ganz einfach. Wir werden mal eine Folge über die Rauhnächte machen. Mhm. Da machen wir das dann ausführlicher. Und dann gab es eben die Tage, die außerhalb der Kalender stehen, die Rauhnächte. Und da waren dann so die Grenze zwischen der jenseitigen Welt, der diesseitigen Welt, der Welt der Geister aufgehoben. Genau, die wilde Jagd tobt durch die Gegend. Auch über die wilde Jagd könnte man wirklich nochmal, ich weiß, es ist auch schon so eine Redewendung. Sag's nicht. genau. Also das, aber es gibt ja auch irgendwie so das Brauchtum, man soll keine Wäsche waschen zwischen Weihnachten und eben dem Dreikönigstag. Das hat dann auch was damit zu tun, dass die Geister oder die wilde Jagd oder so sich nicht in der aufgehängten Wäsche verfängt. Machen wir alles in der Sendung. Ja, also es ist eine interessante Zeit und es lässt sich sehr, sehr viel darüber philosophieren, woher das kommt, was für Bräuche es gibt und was da alles passieren kann. Ist so der Satz zwischen den Jahren, auch so wie wir ihn damals gemeint haben, als wir das angekündigt haben, wir fragen Special, die Zeit tatsächlich bis zum 6. Januar und nicht 31. Dezember. Und deswegen gibt es dann theoretisch zwischen den Jahren auch relativ viel Zeit. Mhm. Das beantwortet die Frage, die du wahrscheinlich gar nicht so ernst gemeint hast, Thomas, aber jetzt haben wir sie dir beantwortet. Ja. Und dann hat uns noch im Bereich Sonstiges der Marco gefragt, kann man eigentlich einen Gartenschlauch verlängern? Da muss ich sagen, da ich noch nie in meinem Leben einen eigenen Garten besessen habe, eventuell. Also mit so einer Muffe vielleicht. Und zwei die Schlauchnut durch den, ich bin jetzt schon wieder bei Loriot. Aber vielleicht ist dann auch nicht der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur, lassen wir das. Da muss man auch sagen, Marco, die ehrliche Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Auch das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Wir haben auf sehr, sehr vieles eine Antwort, aber nicht auf alles. Und manchmal erkennt man wissenschaftlich kritische Menschen auch daran, dass sie auch eine fachliche Frage mal damit beantworten, weiß ich nicht. Oder dazu müssten wir mehr Forschung betreiben. Ja. Ansonsten, wer weiß, ob man Gartenschlauch verlängern kann, kann es ja gerne unter der Folge kommentieren, damit Marco da auch seine Antwort bekommt. Und jetzt wird's juicy. Ja. Nämlich jetzt geht's an die privaten Fragen. Ja, fängt auch richtig gut an gleich. Nämlich mit einer Frage von Anna. Habt ihr schon einmal während einer Huxilla-Aufzeichnung gestritten und im Namen aller Paare sagt ja? Ja. Nein. Ja, wir haben uns auch nie gestritten, Alexa. Okay, ja, also was du da immer so redest, das ist ja auch wirklich, lassen wir das. Na klar, ja, haben wir. Manchmal hängt das damit zusammen, dass ich während einer Huxilla-Aufnahme nicht kritikfähig bin und dann sagt Alexander irgendwie so, nee, so kann man das aber nicht sagen oder das müssen wir jetzt anders machen und dann schnappe ich total ein und man hört das dann auch danach an meiner Stimme, dass ich eingeschnappt bin. Und eigentlich überhaupt keine Lust mehr habe. Und manchmal machen wir dann die Aufnahme wieder aus. Wirklich sprechen uns einmal aus, nehmen uns einmal in den Arm und setzen dann nochmal neu an, nachdem wir sozusagen den Zeiger wieder auf Null gesetzt haben.
Und dann hört man es halt nicht mehr in der Folge, weil wir es neu aufnehmen. Genau. Also wir schneiden ja eigentlich traditionell seltenst innerhalb der einzelnen Blöcke bei Huxilla. Aber wenn wir dann ab und zu mal schneiden, kann man wirklich an beiden Händen abzählen, so wie oft das passiert. Aber dann ist das so mit ein Grund fürs Neuansetzen. Neben Räuspern, sich verhaspeln, nochmal was noch nachgucken oder wie auch immer. Genau, oder irgendeine Jahreszahl oder irgendeine Mengenangabe sagen und dann guckt der andere etwas irritiert an und sagt, du hast jetzt die Null falsch gesetzt oder hast dich da vertan, dann schneiden wir das natürlich nochmal raus. Wie man das vermeiden kann, ist, also wir skripten ja die Themen vorher nicht und so Unstimmigkeiten während der Aufnahme kann man auch ganz gut dadurch vermeiden, dass man vorher einmal so einen Ablauf durchspricht. Das machen wir. Wir fangen so und so an und dann gehen wir da und da hin und wenden uns dann thematisch dem und dem zu und dann hat man so einen groben Ablauf schon mal im Kopf und ist dann nicht irritiert, wenn der eine Partner dann irgendwas sagt während der Sendung, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ich glaube, ich bin da so manchmal so ein bisschen, ich gerade dann in so einen Regie-Stream rein. Ich kann dann auch ein bisschen ja, da prallen dann so zwei direkt sein oder so auf Zack sein und dann, das magst du dann nicht, wenn ich so auf Zack bin. Und umgedreht ist es aber natürlich auch so, das ist dann nicht gestritten, aber es ist manchmal so, dass Alex einfach so per se ein großes Wissen hat und zum anderen dann auch den Anspruch hat, in so einer Huxilla-Folge von 30 oder 60 Minuten ein Thema quasi universitär allumfassend zu behandeln. Und das sind dann Situationen, wo wir dann öfter mal in die Diskussion, ich will gar nicht sagen Streit geraten, wo ich dann irgendwann sage, wir müssen jetzt irgendwann aufnehmen und wir müssen irgendwann aufhören zu recherchieren. Das weil nicht während der Aufnahme, sondern im Vorfeld. Genau. Das stimmt, nur eine Podcast-Folge und dann sagst du, ja, aber das muss ich noch lesen und eigentlich müsste ich das noch lesen und das noch lesen und dann irgendwann wächst so eine Folge und man stellt irgendwann aber dann nochmal fest, wenn wir darüber sprechen, dass du noch drei Aspekte reingenommen hast, die eigentlich schon wieder eigene Folgen sein müssten, die zwar irgendwie in diesen Themenkontext gehören, aber eigentlich alleinstehend wären. Und das ist dann kein Streit, sondern das ist dann nochmal so eine kreative Diskussion. Und jetzt sag mir doch nicht immer, wie ich meinen Job machen soll. Genau. Und ich bin dann eher so jemand, der dann auch mal zackig sagt, jetzt lass uns mal aufnehmen und du würdest dann noch mehr in die Tiefe gehen. Und das ist dann eher so ein Punkt, wo wir diskutieren. Und natürlich streiten wir uns wie jedes andere Paar auch nicht nur bei den Aufnahmen von Huxilla, sondern sonst auch mal. So. Genau. Nur wenn dir wohl ist. Ist auch mir wohl. Der Skeptik Björn fragt, wie ist euer normaler Tagesablauf? Ich sag mal, wochentags aufstehen, recht früh, irgendwann so halb sechs oder was morgens, Bad, Kaffee, Sachen packen, zur Arbeit fahren. Typischerweise bin ich dann irgendwann so abends um sechs zu Hause, wenn nichts außer der Reihe auf der Arbeit ansteht und dann meist abends noch ein bisschen was für Huxilla machen. Dazu gehört dann bei mir viel auch Anfragen schreiben, so Logistik im Sinne von Gäste einladen, Dinge planen, Verlosungen organisieren, all so ein Zeug, Pflege der Homepage, sowas alles, das ist so ein relativ normaler Tagesablauf, also so wirklich so quasi von sechs bis sechs außer Haus und den Rest der Zeit dann für alles andere, also Privatleben, Huxilla und was sonst so ansteht. Bei mir geht's ein bisschen später los, also meistens, ich stehe halt mit dir zusammen auf, aber starte dann so ein bisschen langsamer in den Tag, mache, wenn ich Bock drauf habe, noch irgendwie ein bisschen Sport morgens. Und bin dann meistens so um neun so weit, dass ich irgendwie mit dem Kram anfange, der so ansteht. Projekte, das können halt wechselnde Projekte sein, was halt gerade so gebucht ist. Dann kommt Huxilla dazwischen auch vor. Und dann mache ich noch, weil Alexander, also wir wären natürlich ein Team, wenn Alexander nicht den ganzen Tag arbeiten würde, würde er das auch mitmachen, aber ich bin halt diejenige, die hier ist, zu Hause arbeiten kann, deswegen mache ich halt noch irgendwie sowas, was im Haushalt anfällt, zwischendurch versorge die Katzen, was weiß ich, gehe einkaufen, oder obwohl das machen wir auch manchmal zusammen und dann hat man halt abends irgendwie wirklich so ein paar Stündchen, wo man halt mal echt sich Lego auch widmen kann, weil das wirklich wichtig ist, mal komplett abzuschalten oder irgendwelche Serien zu gucken. Und zwischendurch macht man halt das, was so anfällt. Genau, und im normalen Arbeitsalltag und damit dann aber auch schon fast am Wochenende, das ist dann so irgendwann einfach im gewissen Alter, so um 10 fällt dann bei mir so die Klappe, dass ich dann einfach
müde werde und um 10 schlafen kann. Alle Menschen, die uns dann auch mal privat besuchen oder wo man abends was unternimmt, die lachen dann schon immer, weil man wirklich bei mir merkt, abends um 10, auch wenn wir irgendwo unterwegs sind, noch ein Bier trinken oder essen gehen. Du fährst runter. Mein Körper fährt dann einfach so ab 10 Uhr einfach runter und möchte dann schlafen, sodass also quasi privat im Schnitt wir abends 4 Stunden Zeit haben für alles. Und ja, auch das wöchentliche Folge wird dann natürlich deutlich bei 4 Stunden, die man dann noch so hat. Ist ein bisschen schwierig. Ja. Die nächste Frage finde ich sehr, sehr spannend. Die lese ich auch mal in Gänze vor. Die kommt von Martin. So ein Projekt wächst mit den Menschen, die daran arbeiten, und die Menschen wachsen an so einem Projekt. Schöne Bemerkung. Was hat Huxilla mit euch persönlich gemacht? Danke für alles und macht weiter so. Vielen Dank, Martin, für diese Frage und für dieses Lob. Das ist ganz witzig, weil jetzt Weihnachten waren wir, also ich erst bei meiner Familie und Alexander bei seinem Vater, und dann war ich halt auch bei Alexanders Vater, bei meinem Schwiegervater, und der hat mir gesagt, du hast dich so verändert in den letzten Jahren, du warst früher so schüchtern. Und das hat mir doch ziemlich zu denken gegeben, und ich glaube, dieses Verlieren von Schüchternheit hat ganz, ganz maßgeblich auch mit diesem Projekt Huxilla zu tun. Ich habe im Studium, also ich habe halt ein Studium absolviert mit der europäischen Ethnologie, wo du wirklich Probleme hast, einen Job zu finden hinterher, also klassischerweise an einem Museum. Die Jobs sind rar gesät. Und ich war immer so ein bisschen unsicher eigentlich. Ich liebte das Fach von Anfang an, auch wirklich von A bis Z, auch den Magister hindurch. Und wusste aber nie so richtig, was ich damit anfangen sollte. Und das hat immer so eine gewisse Unsicherheit auch zur Folge gehabt. So die Frage, wo geht's denn beruflich hin? Mit dem Job, den wir in Münster mal ausgeübt haben, jahrelang, war ich nicht sehr zufrieden, war ziemlich unglücklich. Und Huxilla war wirklich so ein Befreiungsschlag. Hat auch fachlich und persönlich sehr, sehr viel mehr Selbstbewusstsein zur Folge gehabt. Einfach so diese Vorstellung, dass man sich in seinem eigenen Fachbereich im Prinzip den Beruf selber baut, auch wenn das ein Prozess ist, der Jahre dauert. Das ist wirklich nichts, was von heute auf morgen passiert und was auch sehr viel Probleme zwischendurch mal aufgeworfen hat, auch Probleme finanzieller Natur natürlich. Und ich sage das nochmal gerade, und du hast im Moment halt ein Einkommen im Schnitt, ich sag mal im besten Fall, von ungefähr 1.000 Euro brutto im Monat. Ne? Das muss man auch nochmal sagen. Genau, also trotzdem hat das halt sehr, sehr viel zur Persönlichkeitsbildung beigetragen. Ich glaube, ich kann mich in den letzten Jahren immer besser durchsetzen, immer stärker auch positionieren, meine eigene Meinung äußern, bin nicht mehr so schüchtern. Puh, ja, aber ansonsten glaube ich immer noch so nerdig wie früher. Ich würde die Frage so beantworten wollen, dann ziehe ich mal noch eine Frage von unten hoch von Günther, der uns gefragt hat, gab es ein Ereignis oder Grund, der uns dazu gebracht hat, mit dem Podcast zu beginnen? Huxilla hat mich, und vielleicht stimmst du mir zu, dass das bei dir auch so war, Alexa, freigemacht. Ja, auf jeden Fall. Was ich damit meine ist, der auslösende Faktor war, dass wir damals 2010 sehr, sehr unglücklich in unseren Berufen waren, die wir zum damaligen Zeitpunkt hatten. Ich würde es gar nicht mal als Beruf bezeichnen, es war ein Job. Und ja. Da so wirklich Burnout-esk, depressiv irgendwann waren, so irgendwie formal gesellschaftlich gut angekommen. Da waren wir Mitte 30 zu dem Zeitpunkt, Double Income, No Kids, alles war super, aber eben nicht erfüllt. Und es hätte so verschiedene Wege geben können. Entweder hätte man sich dann jetzt ein Doppelhaus gekauft, Doppelhaushälfte und Kinder gekriegt und wäre dann irgendwie in den Sonnenuntergang des Lebens geritten. Macht das nicht schlecht. Das kann auch sehr, sehr erfüllend sein. Aber es war halt nicht der Weg, genau, den wir gehen wollten. Das war nicht unseres. Damit wären wir nicht glücklich geworden. Und dann haben wir angefangen, dieses Podcast-Projekt zu starten, weil ich irgendwas haben wollte, wo ich am Ende, und ich habe an vielen Stellen darüber gesprochen, das kann man alles nachhören in irgendwelchen Interview-Podcasts, gibt Hogmaster Interview ein, dann kriegt ihr das ausführlich. Aber es ging so darum, etwas
selber zu machen und das gut zu machen und dafür Feedback zu bekommen. Das eigenverantwortlich, selbstwirksam. Ja, das ist genau diese Selbstwirksamkeit, über die wir so oft sprechen im Zusammenhang mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben. Ne? Also das sind ja ganz oft auch Menschen, denen diese Selbstwirksamkeit fehlt und die sie sich irgendwo anders herholen. Das ist bei uns auch nicht viel anders. Wir haben so uns bloß aus diesem Podcast-Projekt und aus der wissenschaftlich-kritischen Betrachtung der Welt geholt, diese Selbstwirksamkeit. Und das hat dann irgendwann sehr, sehr frei gemacht und das hat dann irgendwann auch bewirkt, dass man mutig genug war, den Job zu wechseln. Ich habe ihn dann ja einmal gewechselt, bin dann so wieder nach Hamburg gezogen und ich habe jetzt ja vor 3 Jahren nochmal gewechselt und bin jetzt in die Forschung gegangen und so alles ganz gut laufen wird, kann ich jetzt sogar noch promovieren in meinem hohen Alter, was halt auch super ist. Und all das wäre ohne den Huxilla-Podcast sicherlich nicht passiert und ich meine, Alexa, bei dir war der Wunsch immer ein bisschen zu Schauspielern, ein bisschen Hörbuchsprecherin, du wolltest Dinge übersetzen und all das ist jetzt so nach und nach passiert, ohne dass man da furchtbar reich von wird, aber ist jetzt alles im Prinzip dadurch passiert, dass wir durch den Podcast für uns beide einfach das Gefühl hatten, man kann was erreichen. Wobei ich halt, anders als jetzt so ein Hollywood-Oscar-Empfänger, der dann sagt, leb deinen Traum und du musst das machen, was du meinst, dass du kannst und dann wirst du dein Ziel erreichen, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube schon, dass wir ein Stückchen weit auch Talent und Händchen und Glück haben, offensichtlich einen ganz unterhaltsamen Podcast zu machen. Also wenn wir beide Kackstimmen hätten und einfach nicht unterhaltsam wären, dann wäre Huxilla jetzt auch kein Erfolg gewesen und auch dann würden wir wahrscheinlich noch in Münster verweilen. Das heißt, man muss sich schon irgendwas suchen, wo man auch meint, dass man das kann. Und das kann man dann aber natürlich verfolgen. Das kann ein Podcast sein, das kann irgendwas ganz anderes sein. Das muss man nur finden, glaube ich, und für sich identifizieren. Und das ist, glaube ich, das größte Glück, dass wir das für uns so identifiziert haben. Und also das hat Huxilla mit uns gemacht, das hat Huxilla verändert. Und wir haben natürlich dann über die 10 Jahre jetzt so viele tolle Menschen kennengelernt, also Menschen, mit denen wir kollaboriert haben auf der einen Seite, die super toll sind, so wie Methodisch Inkorrekt, Kargensachgeschichten, alle anderen Podcaster, die mir jetzt gerade spontan nicht einfallen, der Buddler, Sebastian Bartoszek. Viele von euch Hörern haben wir auch schon kennengelernt. Das wäre jetzt der nächste Punkt, der nächste Spiegelstrich gewesen. Natürlich der Kontakt mit ganz vielen Hörerinnen und Hörern und lustigen Begegnungen an der U-Bahn in Hamburg stehend, kommt jemand vorbei und gibt einem die Hand und sagt, Mensch, du bist doch der Huxmaster. Das ist schon schräg und das ist aber auch sehr, sehr schön natürlich und das ist eine Form von Anerkennung, das hat gar nichts damit zu tun, dass man berühmt sein will, sondern da gibt es dann Menschen, die das, was man macht, anerkennen und einem das auch widerspiegeln und das macht sehr, sehr zufrieden und glücklich und ich glaube, dass ich heute ein sehr viel zufriedenerer Mensch bin, als ich das vor 10 Jahren war und das ist, glaube ich, Huxilla zu verdanken. Genau. Nächste Frage kommt von PS Hatecraft, der sagt, für manche Menschen bedeutet ein Podcast, euer Podcast Hoffnung in die Menschheit, dass diese mehr als nur Tiere sind, Tiere in Anführung, und es den Anspruch noch gibt, sein Hirn zu verwenden. Und dann die Frage, wie wir es täglich schaffen bei Verschwörungsmythen etc., unsere Hoffnung nicht zu verlieren. Wir haben das schon gestriffen eigentlich. Eigentlich ihr seid auch ein nicht unerheblicher Grund, ein sehr, sehr großer Grund sogar. Also eure Rückmeldungen, eure Fragen, eure Anregungen sind wirklich tragen zum großen Teil dazu bei, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Und die Interaktionen, die Alexander gerade erwähnt hat, tragen auch dazu bei. Also wir treffen auf so viele tolle Menschen, hören so viele tolle Kommentare oder lesen sie und kriegen so viel super Feedback. Da kann man eigentlich seine Hoffnung gar nicht verlieren. Und wenn es dann doch mal alles ganz schwierig ist, dann gucke ich im Netz nach guten Nachrichten. Ich wollte gerade sagen, Good News ist tatsächlich so ein Ding. Also das und es ist dann auch die Frage, wie lange man, es gibt ja auch Menschen, die dann irgendwann dazu tendieren, nur noch das Negative im Netz sich anzuschauen. Und das ist leider natürlich auch ein Problem in unseren sozialen Netzwerken, dass man so ein Rabbit Hole hat, in das man immer tiefer absteigen kann. Dann liest man nur noch negativen Kram. Und ich folge einigen Satire-Accounts, lustigen Accounts in den sozialen Netzwerken überall. Einfach lustige Katzenbilder. Auf Instagram habe ich einen Account. Und unsere Katzen hier. Unsere Katzen hier. Also das sind also Dinge, die einen, glaube ich, die Hoffnung nicht verlieren lassen. Und die umgedreht die Tatsache, dass wir nach 10 Jahren immer noch da sind und das jetzt immer noch machen dürfen und dass wir nach 10 Jahren immer noch Leute haben, die uns dann anschreiben und sagen, ich habe euch vor 3 Monaten entdeckt. Also das macht natürlich auch Hoffnung, weil das ja irgendwie zeigt, dass wir gehört werden und dass so unser Ansatz
etwas unaufgeregt, ein wissenschaftlich kritisches Weltbild zu verbreiten, immer noch Menschen erreicht und mehr Menschen erreicht. Und wenn man das dann so vorleben kann, klingt so ein bisschen doof, dieser Ausdruck, aber ja, hoffentlich zeigen kann, wie viel Freude das machen kann und wie faszinierend das sein kann, wenn man in der Welt wissenschaftlich kritisch unterwegs ist. Ja, genau. Dann, das ist, glaube ich, ein gutes Ding, was Hoffnung macht. Und letztendlich für all diejenigen, die im Netz unterwegs sind, ich habe es gerade schon angedeutet mit diesem Rabbit Hole, das Netz und ich finde insbesondere Twitter tendiert so dazu, so eine Schwarz-Weiß-Sicht uns vorzugaukeln, dass die Welt nur noch ganz furchtbar böse oder ganz furchtbar gut ist. Und das stimmt halt nicht. Die Welt ist immer noch in ganz vielen Grauabstufungen unterwegs. Und man sollte irgendwie soziale Netzwerke gerne nutzen. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass das auch nur so ein Zerrbild unserer Gesellschaft ist. Und ich glaube, wenn man das auch im Hinterkopf hat, macht es einem das ein bisschen einfacher. Also für mich wird es halt auch immer wichtiger, zwar zu wissen, dass es wirklich sehr, sehr schwerwiegende Probleme gibt und dass viele Dinge wirklich schrecklich sind derzeit und auch wichtig ist, sie anzugehen, aber sich eben nicht nur mit diesen negativen Dingen zu beschäftigen, sondern sich auch ganz viel mit positiven Dingen zu beschäftigen. Klar. Also diese berühmte Psychohygiene, also positive Nachrichten, sich selbst zu suchen oder suchen zu lassen und sich damit zu beschäftigen, wirklich lösungsorientierte, hoffnungsvolle Artikel auch zu lesen und auch weiter zu verbreiten. Das ist ganz wichtig und sich dann eben jetzt auch, was so Feedback der eigenen Arbeit angeht, sich da eben auch auf die positiven Aspekte zu konzentrieren und auf die negativen, so man sie denn dann überhaupt negativ nennen kann, eher in dem Zusammenhang konstruktiver Kritik. Also es ist natürlich schon wichtig, auch Kritik anzunehmen und sich damit zu beschäftigen, weil das ja auch sehr, sehr viele Anregungen dann für die Zukunft enthält, aber eben sich nicht mit den destruktiven Seiten dieser Kritik zu beschäftigen, sondern mit den konstruktiven. Ja. Ja, das ist so, wie man damit umgehen kann und wie man die Hoffnung nicht verlieren kann. So weniger Destruktives, das habe ich mir für dieses Jahr ganz, ganz stark vorgenommen. Und seid lieb zu euch selber. Ja. Ich finde auch, das sehe ich so oft in sozialen Netzwerken, dass Menschen ständig Selbstzweifel vor sich hertragen und sich selber immer so furchtbar unzulänglich erleben. Und gerade natürlich diejenigen, die in irgendeiner künstlerischen Schiene tätig sind und arbeiten. Ich glaube, man darf auch einfach mal lieb zu sich sein. Man darf auch mal mit sich selber zufrieden sein. Und das hat nichts mit Narzissmus zu tun, den man überzeichnen sollte, sondern ich glaube, wenn man mit sich selber gut umgeht, ist man auch eher in der Lage, mit anderen Menschen gut umzugehen. Ja. Das muss man aber auch. Aber sich gleichzeitig auch selber nicht zu wichtig nehmen. Nee, das mache ich mit Narzissmus, genau. Den muss man nicht haben, sondern. Und auch mal über sich selber lachen können. Das ist halt auch. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, dass, wenn man das nicht kann, das ist, glaube ich, ziemlich doof. Der Pixelpolt stellt uns eine Frage, die finde ich extrem süß, weil ich dachte, das sei inzwischen, aber die wird uns ja auch ständig irgendwie gestellt. Das ist ganz amüsant. Nämlich die Frage, ob wir beiden verheiratet sind. Ja, sind wir. Seit 2008. Genau. Und davor waren wir auch schon ewig zusammen. Ja, wir sind also in zwei Tagen, wir nehmen jetzt am 5. Januar auf. Am 7. Januar haben wir den Jahrestag unseres Zusammenkommens sozusagen. Und dann sind wir also 22 Jahre dann ein Paar in zwei Tagen und haben dann eben nach etwas mehr als 10 Jahren geheiratet. Haben also jetzt im Mai 2020 unseren 12. Hochzeitstag inzwischen. Ja, sind wir. Das ist jetzt kein Künstlername, sondern das hat sich jetzt einfach so ergeben, dass wir so heißen. Und aber ich glaube, es amüsieren sich wirklich sehr viele Leute. Genau, wir werden was auch völlig, ja, wir auch. Nachvollziehbar ist, ja, und dass das immer noch nicht so durchdringt, dass wir verheiratet sind, aber ja, sind wir. Und dann daran anschließend eigentlich ganz schön die Frage von Markus, der sagt, was ist euer Geheimnis in Anführungsstrichen als Paar oder anders gefragt, wie haltet ihr es schon so lange miteinander aus? Ich würde mal jetzt zu Beginn sagen, wir haben einfach verdammt viel Schwein gehabt. Ja. Dass wir uns sehr, sehr gut verstehen, dass wir die gleichen Interessen haben. Mhm. Viele Dinge wirklich, ich verstehe das gar nicht. Wir sind so oft irgendwie einer Meinung. Natürlich haben wir ja am Anfang gesagt, wir streiten uns halt auch viel und es gibt halt bestimmt auch Dinge irgendwie, die uns aneinander stören oder so. Aber das ist das Problem. Ach was. Nein, sag mal. Genau, jetzt, ich packe jetzt auf. Streit in der Sendung. Wir hatten das Thema. Genau. Aber wir reden halt viel miteinander. Und ich glaube, was auch irgendwie ganz wichtig ist,
wir geben nicht so viel drauf, was so an Konventionen existiert, ja, für Paare. Ja. Oder wie man sich als Paar verhalten muss, was so die Gesellschaft erwartet irgendwie von einem Paar. Wir vergessen zum Beispiel simultan jedes Jahr aufs Neue sowohl unseren Jahrestag, also des Zusammenkommens, als auch den Hochzeitstag. Das eine ist im Januar, das andere ist im Mai, und wenn das im Januar dann, also so Ende Januar dann uns ausfällt, dass wir das vergessen haben, sondern dann machen wir was zum Hochzeitstag, ja, und das ist dann im Mai, und das ist dann im Juni irgendwann, wo wir sagen, ach ja, richtig, Hochzeitstag war ja auch noch. Ich werde nie vergessen, dass uns, da waren wir mal zufällig an unserem Hochzeitstag auf einer GWUP-Konferenz, auf einer Skeptiker-Konferenz, ja, und da haben uns andere Konferenzteilnehmer zum Hochzeitstag gratuliert. Zum Hochzeitstag gratuliert, als, und da ist uns dann aufgegangen, dass wir Hochzeitstag haben. Wir haben alle sehr gelacht. Crazy shit. Ja, ja, genau. Ich habe natürlich kein Geschenk. ja, und jeder Tag mit dir ist ein Geschenk, mein Schatz. Du hast das Thema Streit ja schon angesprochen. Was wir, glaube ich, nicht haben und nie hatten, ist ein Streit, der länger als 2 oder 3 Stunden dauert. Ja, und der sich übers Schlafengehen hinaus in den nächsten Tag, genau, so, immer vom Schlafengehen vertragen. Das ist, das, ja, und nicht vertragen im Sinne von, sondern genau, auch mal auszuziehen, nee, weil, genau, weil es gibt Meinungsverschiedenheiten, hier knallen auch mal die Türen und hier wird es auch mal laut. Das ist alles ganz unbenommen, aber es ist ja völlig absurd, weil wir uns ja eigentlich gut vertragen. Und das ist dann 2 Stunden ist schon fast übertrieben, wenn 2 Stunden dieser Zustand anhält, weil einer von uns beiden dann am Ende immer sagt, ach komm, und dann reden wir drüber, und dann ist das Thema auch wieder aus der Welt. Was aber auch echt passiert ab und zu ist, dass wir uns furchtbar streiten und dann gucken wir uns an und lachen halt einfach. Irgendwann lachen wir dann, ja, weil es so absurd ist. Bescheuert ist. Ja. Und echtes Interesse aneinander ist, glaube ich, auch so ein Ding. Also was den anderen bewegt. Und ich glaube natürlich, dass sowas wie Huxilla, ein gemeinsamer Job in Anführungsstrichen, da auch sehr, sehr hilfreich ist, der dann auch Struktur in eine Beziehung in gewissen Punkten reingibt. Ja, sonst haben wir gar keine Zeit mehr miteinander. Ja, und nein, wir sind zufrieden einfach, glaube ich. Und wir haben es schon gesagt mit dem Thema, was hat es mit uns geändert oder für uns verändert. Wir sind ja glücklich mit dem, was wir machen können, und das ist auch ein Stück weit daran gekoppelt, dass wir es zusammen machen können, und das, glaube ich, ist alles so ein stabilisierender Faktor für die Beziehung. Aber ich glaube, dein Eingangsstatement ist, glaube ich, das, was trägt. Also wir haben auch Schwein gehabt, dass wir gut zusammenpassen und dass wir uns kennenlernen konnten. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, ne? Das ist auch nochmal eine Frage, genau. Also ich glaube, das trägt, und 22 Jahre jetzt ein Paar, das Glück zu haben, jede Veränderung, also vom, wir haben uns im Studium kennengelernt, können wir gleich noch erzählen, das ist nämlich die letzte Frage, die habe ich bis zum Ende aufgehoben. Dann der erste Job, oder erst Studienabschluss, das ist ja auch nochmal so ein Thema, Studiumsabschluss, eine Stressphase, dann Einstieg ins Berufsleben, dann diesen Beruf gekündigt, neuer Beruf, neue Stadt, all die Probleme, die dann hier in Hamburg entstanden sind, auch so aus einer finanziellen Not dann irgendwann raus, weil es mit der Selbstständigkeit bei dir erstmal nicht so gut anlief, dass man sich doch sehr nach Decke strecken musste eine Zeit lang. Jetzt nochmal der Berufswechsel bei mir, und all das irgendwie hat immer aber die Beziehung nicht grundlegend verändert. Also es gab natürlich auch mal schwierige Phasen in der Beziehung. Also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, gab es da auch eine schwierige Phase, die so von mir ausging, wo ich irgendwie mit mir selber nicht im Reinen war und wo das natürlich die Beziehung auch belastet hat irgendwie. Aber das was halt auch echt geholfen hat, ist, wenn man selber mal irgendwie einen Schritt zurücktritt und versucht, sich drüber klar zu werden, warum das gerade passiert. Und dann drüber zu reden. Also wirklich reden. Beziehung ist halt echt auch irgendwie Arbeit. Und viel miteinander reden, auch ganz uneitel mal irgendwie so über die eigenen Schwächen reden und so, das hilft halt sehr. Und darüber reden, wenn einem was stört. Also diese Unart von genervt sein und aber nicht sagen, warum. Ja, so, ja, das kann ich auch gut. Das kann jeder Mensch gut. Da müssen wir uns immer gegenseitig zwingen. Was ist denn nichts? Genau. Das gibt es bei uns natürlich auch, also bei mir. Genau.
Dann, und ich muss das Foto dann offensichtlich jetzt als Episodenbild auf die Homepage mitstellen, weil sonst verstehen das die Leute nicht. Ja. Ich habe nämlich auf Facebook in dem sozialen Netzwerk ein Foto von uns gepostet, wo wir so ein bisschen aufgebrezelt sind. Und habe da dann drunter aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Und Ilka fragt dann nämlich auch gleich, und zwar, das muss die Frage sein, die an dich geht, weil ich habe keins angehabt, wo du denn das Kleid her hättest, ja, das auf dem Bild zu sehen ist. Ich sage es rundheraus, es ist von Zalando und die Firma ist Even and Odd. Ich weiß nicht, ob die nachhaltig produzieren oder so. Es gibt auch ganz tolle Kleidungsfirmen, die nachhaltige Kleidung vertreiben. Man kann mal gucken bei Armed Angels zum Beispiel. Sehr coole Seite. Ja, das Kleid ist, glaube ich, nicht so wirklich nachhaltig, aber ich mag es. Ich trage gerne schwarze Kleider. Genau. Die nächste Frage ist dann gleich anschließend von jemandem, der fragt, warum sind wir denn auf dem Foto so gekleidet, wie wir bekleidet sind? Und das ist einfach, wir haben uns für eine Party aufgebrezelt. Und bei mir ist es dann so, deswegen auch die weiße Krawatte, die da schon einmal hier in der Sendung thematisiert worden ist, da ich typischerweise mit Longsleeve und Nerd-T-Shirts durch die Gegend laufe, mache ich mir gerne mitunter den Spaß daraus, dann auf Partys so vollkommen overdressed aufzulaufen. Und deswegen, da haben wir uns für eine Party angezogen gehabt. Jawohl. Wobei jetzt das schwarze Kleid bei dir nicht so ganz ungewöhnlich ist. Das kommt durchaus auch außerhalb von Partys vor, ja. Und damit sind wir bei der letzten Frage für dieses Fragen-Special angekommen. Die kommt von Bibi Kovacs, die fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Es trug sich zu in Münster auf dem Domplatz. Genau. Während einer Demo gegen Studiengebühren. Genau. Das ist echt irgendwie so der Klassiker. Ich habe, glaube ich, irgendwie dich da schon so ein bisschen angegraben. Also ich bin nicht hingegangen oder so, aber ich habe dich entdeckt und du. Fand ich irgendwie ganz cool. Du hast Blickkontakt gesucht und ich habe mich gewundert, warum du Blickkontakt suchst und dann haben wir hinterher festgestellt, dass wir eigentlich in die gleiche Diskothek immer gingen. Genau, Münster, hallo, Gruß an die Sputnik-Halle. Nämlich am Abend darauf, war das am Abend darauf? Oder ich glaube, es war am gleichen Abend. Am gleichen Abend haben wir uns dann nämlich in der Sputnik-Halle wieder getroffen. Und nein, dann, Im Triptychon, in einem angrenzenden Club. Am Haferkamp in Münster und dann habe ich eine Freundin vorgeschickt. Das war dann irgendwie ganz schräg, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, das fand ich ganz doof. Das war irgendwie ganz, ganz schräg und das lassen wir mal im Privaten und haben uns dann aber zwei Tage später tatsächlich dann in der Diskothek gesehen. Das war dann eher so, dass man sich dann schon freundlich zugenickt hat und dann, glaube ich, ein Bier mal zusammen getrunken hat und so haben wir uns einfach kennengelernt und dann ging das relativ zügig, glaube ich. Die Katze heult. Die Katze möchte Futter. Genau, Katze möchte Futter. Ja, so war das. Oh Mann, das hört man bestimmt auf der Aufnahme. Das hört man bestimmt auf der Aufnahme. Wir quälen sie nicht, das ist nur eine Mischung aus, ich habe jetzt genug gespielt, ich möchte jetzt was zu essen haben und ich möchte Aufmerksamkeit, weil wir extrem lange auch gerade schon aufnehmen. Ja, so haben wir uns kennengelernt. 1997 war das. Kennengelernt 97, ja, gegen Ende des Jahres. Genau. Ja, überhaupt, also Münster, Haverkamp mit Sputnik-Halle und Triptychon. Teil unseres Lebens. Teil unseres Lebens. Die hatten nämlich irgendwie, wie hießen das nochmal, die Rock, nein, ich weiß gar nicht mehr. Rockomania, freitagsabends, genau. Da gab es sehr, sehr viele geile Songs, die da, eigentlich konntest du immer damit rechnen, dass Metallica One lief, Run to the Hills von Iron Maiden, Ratamahatta. Perfect Drug, sondern Closer von Nine Inch Nails kam immer. Immer. Genau. Ja, das war so die Zeit. da haben wir uns kennengelernt, so war das damals. Und damit haben wir den kompletten Fragenkatalog, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wahrscheinlich so um die 3 Stunden abgearbeitet. Jetzt haben wir endlich mal einen Podcast von vernünftiger Länge abgeliefert. Genau, das, was man wirklich einen Podcast nennen kann. Wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ich habe noch eine Frage, die haben die mir jetzt nicht beantwortet, dann schickt uns das gerne. Wir werden irgendwann mal wieder auch dazu aufrufen, sammeln bis dahin natürlich auch die Fragen, die euch auf oder unter den Nägeln brennen und machen das dann immer mal wieder so ein Fragen-Special. Und es ist ja auch immer so die Frage gewesen, machen wir das auf Patreon für die Leute, die uns da unterstützen als Special, weil die uns da unterstützen. Und ich glaube insgesamt, ich habe da die Leute gefragt bei Patreon, weil sie auch sagen, nee, das auch pflegen wäre gar kein Wert. Und es gibt halt auch Menschen, auch wenn ich jetzt ein paar Mal schon erwähnt habe mit dem finanziellen Unterstützen, die einfach keine Kohle haben, uns finanziell zu unterstützen. Und das finde ich dann auch doof, wenn die sowas wie so ein Fragen-Special mal nicht mithören können. Insofern ist das jetzt einfach für alle im Feed drin. Und dann, genau,
wenn euch noch was fehlt an Fragen, schickt uns das. Nochmal der Hinweis, 250. Folge ist nicht mehr ganz weit weg. Sprecht was in euer Handy ein, in euren Rechner ein oder wie auch immer. Schickt uns das, wenn ihr meint, dass ihr das in der Sendung drin haben wollt. Dann machen wir gerne auch Audioschnipsel rein. Das haben wir ja zur 100. Folge gemacht und zur 200. Folge. Da würden wir uns sehr freuen, wenn da was von euch kommt. 10-jähriges Jubiläum werden wir bekannt geben. Und ansonsten nochmal von unserer Seite vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, die jetzt quasi mit uns zusammen auf das 10. Jahr Huxilla dann demnächst. Wie sind das? Zurückblick oder Hinblicken? Beginnt das nächste 10. Jahr? Nee, wir haben dann 10 Jahre gemacht. Das ist ne? das 10. Wir sind schon im 10. Jahr. Mhm. Dann gehen wir ins 11. Jahr ab Juni. Heide Witzka. Wie auch immer, die so lange mit uns schon gemeinsam. seit jeher. Ja, seit Anbeginn der Zeit an diesem Podcast teilnehmen. Und wir hören uns dann jetzt im Januar mit 2 Folgen. Für alle, die bei Patreon sind, das ist eine Folge, die kostet kein Geld. Ja. Also das, die ist außer der Reihe. Special. Und genau, dann gibt es 2 normale Folgen in Anführungsstrichen im Januar. Und wir bleiben bei dem 2 Folgen im Monat. Bimonatlichen Rhythmus, so müsste ich sagen. Ich glaube, ich habe jetzt einfach so lange geredet. Ja, jetzt ist einfach. Wir müssen jetzt Katzen füttern. Wir müssen jetzt aufhören und Katzen füttern. Und wir müssen, glaube ich, auch mal was essen gleich. Das könnte sein, ja. Insofern vielen, vielen Dank an euch. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Gebt Feedback, wie euch das gefallen hat, dieses Fragen-Special. Und wir hören uns ganz bald. Nee, ihr hört uns und wir eventuell euch beim. Ach, macht's gut und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2015. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.